Folge 297 vom Aufwach-Podcast hat leider keine Präsentatoren, aber das ist nicht schlimm. Dafür haben wir einen Gast, über den Thomas de Maizière sagt. Er vergreift sich manchmal im Ton, er ist selbstverliebt, er teilt gerne aus und ist Mimosen auf dem Einstecken und er kämpft jetzt ums Überleben. Los geht's! Warum musste der russische Journalist Arkadi Babchenko sterben? Es klingt nach dem Plot eines Politthrillers, ist aber bittere Realität. Ein kremlkritischer Journalist flieht aus Russland in die Ukraine. Dort wird er in seinem Wohnhaus erschossen. Fest steht, wir sollten uns mit Vorverurteilungen zurückhalten. Fest steht aber auch, dass zumindest die Spuren nach Moskau führen. Babchenko hat für sich und seine Frau in der Ukraine Sicherheit gesucht und den Tod gefunden. Seine Frau war zu Hause im Bad und fand ihren Mann im Treppenhaus liegend in einer großen Blutlache. Sie rief den Krankenwagen. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Oh nein. Ich gerade gewählt als junges, motziges, wahrscheinlich auch ein bisschen arrogantes Mitglied, die der Meinung war, den muss man allen mal zeigen, wo es links lang geht. Und ich finde es wirklich zutiefst diffamierend, wenn man mir unterstellt, ich würde rechte Positionen vertreten. Mhm. Aber echt mal. Aber echt mal. Ja. Leben wir alle noch? Ja. Gut. Ja. Wer lebt denn noch so? Weiß ich nicht. Ich ahne mal, Furchtbares. Ja, wer ist denn diese unbekannte Stimme? Sollen wir die mal einführen? Machen wir mal, ne? Los geht's. Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show. Hans, wurdest du schon mal mit Hilfe eines Geheimdienstes fake-mäßig umgebracht? Soweit ich weiß nicht, aber ich glaube, es war Mark Twain, der mal geschrieben hat, als in einer Zeitung seine Todesanzeige zu lesen war, hat er, glaube ich, geschrieben, die Nachrichten über mein Ableben sind stark übertrieben. Ja. Historisches Vorbild. Ja, das ist eine irre Geschichte. Ja, unglaublich. Wir haben heute in der BBK noch gesessen und... Ja, vor allem der Moment, in dem allen klar wurde, dass er noch lebt, war dann wirklich diese Pressekonferenz, ja, zu seinem Tod. Ja, wo er plötzlich da ist, einfach. Ja. Naja, ist schon witzig eigentlich. Also so insgesamt mit dem Finale ist es eine witzige Story. Bevor du die Präsentation einsteigst, ich habe nicht viel zu dem Thema, aber einen kleinen habe ich nämlich von heute. Also wir nehmen ja hier schon am Mittwoch auf, weil Stefan aus privaten Gründen Donnerstag und Freitag verhindert ist. Ich feiere christliche Feiertage. Was spricht denn da jetzt dagegen? Abendland. Ja, wir kommen unserer Pflicht. Freitag ist Zuckerfest. Ich feiere sogar die muslimischen Feiertage. Sehr gut. Aber ich habe mir gedacht, Feiertag. Ich guck mal, was die Nachrichten so dazu gebracht haben. Und passt es natürlich gut, wenn ein deutscher Politiker in Form von unserem bekannten Bundespräsidenten, nämlich Walter Mayer, dass der gerade in Kiew ist. Ja. Und Andreas Künast. Wer ist das, Stefan? Das ist unser Lieblings. Ich rede immer über die Merkel und habe das immer in dem gleichen Ton, nämlich dem, der allen zeigt, das ist nur eine Daily Soap, Ausgabe 395. Meine beste Schülerin ist Winnie Hescher. Ihr neues Ding ist, immer noch einen Fehler einzubauen, damit die jungen Zuschauer, die noch ein bisschen Gehirn im Kopf haben, den Fehler finden können. So haben alle Generationen etwas davon. Ja, Winnie Hescher macht angeblich einen Fehler pro Beitrag. Andreas Künast ist einem ganz, ganz großen Fehler aufgesessen und musste das hier heute berichten. Er muss sich sicher gefühlt haben im 6. Stock seiner Vorstadtwohnung. Deshalb war er ja letztes Jahr nach Kiew gezogen, um sich wieder sicher zu fühlen. Arkadi Babchenko, 41, Kriegsreporter, erschossen, als er gestern Abend vom Einkaufen kam.
Seine Frau war zu Hause im Bad und fand ihren Mann im Treppenhaus liegend in einer großen Blutlache. Sie rief den Krankenwagen. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Okay, da muss ich jetzt zum ersten Mal Stopp machen. Wir haben ja heute erfahren, dass selbst die Frau davon nichts wusste. Mhm. Deswegen ist er wahrscheinlich auch zu der Pressekonferenz gegangen, damit die Presse schon da ist, wenn er sich entschuldigt, weil das ist eine angemessene Entschuldigung. Ja, aber sie hätte doch gestern Abend schon quasi das Licht aufgehen müssen. Da sagt der Polizeisprecher, dass sie ihren Mann gefunden hat. Dabei war das ja gar nicht so. Wenn sie Nachrichten geguckt hat und so weit gedacht hat in dem Moment, ich würde jetzt die Frau mal nicht weiter in Beschlag nehmen, was das angeht. Ich will überhaupt nicht die Frau blamen, aber einfach nur, der stellt sich da auf die Straße und sagt, die Frau hat es. Ja gut, aber das gehört ja zu der Story. In dem Moment, wo die wissen, dass die Frau jedenfalls nicht an dem Tag mit der Presse redet, können sie ja alles erzählen. Gut, hören wir weiter. Babchenko war ein deutlicher, manchmal aggressiver Kritiker der Krim-Annexion und der russischen Militäreinsätze. Es war Auftragsmord, geplant in Moskau, das vermuten, nein, das versichern Babchenkos Kollegen sofort in den ersten Minuten nach der Tat. Er plante, mit seiner Familie hier zu leben, hier zu arbeiten. Es ist ein großer Verlust für den internationalen Journalismus. Denn Arkadi war einer der wenigen, die die Wahrheit schrieben über das, was in der Russischen Föderation geschieht. Babchenko ist der dritte Journalist in 4 Jahren, der in Kiew ermordet wird. Es sei eben eine tödliche Stadt, heißt es aus Russland, das die Verdächtigungen empört zurückweist. Diese Mode, Russland für alles zu beschuldigen, diese Art Außenpolitik zu machen, ist sehr traurig. Die Nachricht vom Mord an Arkadi Babchenko platzt hinein in den Kiew-Besuch von Bundespräsident Steinmeier. Kommt alles zusammen. Es zeigt. Was? Es kommt alles zusammen hier in der Story. Mal sehen, was er sagt. Erneut, dass wir Bedingungen herstellen müssen, dass Journalisten überall auf der Welt ihre Arbeit ohne Gefahr für eigenes Leben, für Leib und Leben verrichten können. Das ukrainische Fernsehen zeigt das Phantombild eines Unbekannten, nach dem die Polizei jetzt fahnden soll. Eine heiße Spur gibt es nicht. Ich kenne den. Noch rätselt die Polizei, was genau passiert ist in Eingang Nummer 8. Da sind die politischen Urteile schon gefällt. Moskau und Kiew überbieten sich mit Schuldzuweisungen und beide halten sich mit Warten auf Ermittlungsergebnisse nicht auf. Babchenkos Nachbarn sind aufgewühlt und voller Trauer. Wieder hat ein Journalistenmord die Ukraine verunsichert. Hans, ja? Wie macht denn der Künast das, immer in diesem Modus zu sein, wenn er Aufsager macht? Ist das anstrengend, kostet das Energie oder ist das in seiner DNA drin? Ich weiß es nicht. Mich würde es Energie kosten, weil ich hoffe, dass ich so nie gesprochen habe. Aber es gibt offenbar Formen von entweder Sprach- und Sprechtrainings oder aber. Meinst du, das lernt man von irgendwem? Das hat er sich nicht selbst ausgedacht. Man kann es, oh ja. Es ist beides möglich. Also es wird auch für Menschen, die im Radio oder Fernsehen sprechen, wird Sprachschulung, Sprechtraining, Stimmschulung angeboten. Manche nehmen die an, andere nicht. Ich habe es nicht gemacht. Und dann kann es sein, dass dabei so etwas raus... Ja, danke schön. Nee, es kann sein, dass dabei sowas rauskommt. Das andere ist, Journalisten, wir sind ja in aller Regel ganz schlechte Schauspieler. Und wenn man dann einmal so eine Figur und so eine Sprachfigur, so ein Sprechverhalten gefunden hat, wo man denkt, das funktioniert, dann ist man vielleicht so zufrieden damit und fühlt sich so sicher, dass man von da ab nichts anderes mehr macht. Also es wirkt für mich auf Dauer natürlich auch monoton, einschläfernd. Man denkt an Sprechroboter. Ich find's nicht empfehlenswert. Nee. Aber man müsste Andreas Künast fragen, warum er es so macht und wie er dazu gekommen ist. Kannst du, bevor wir jetzt gleich unsere Unterstützer und so weiter, die belohnen im 1%-Club. Hätte man irgendwas anderes machen können?
also jetzt dieser Beitrag, ja, also ich will jetzt gar nicht sagen, das sind Fake News und so weiter, weil kann ja keiner wissen, dass das jetzt so ein gestellter Mord ist, des ukrainischen Geheimdienstes. Also das ist... Wir sind ja jetzt eine Stunde, wir nehmen jetzt eine Stunde vor dem heutigen Heute-Journal auf. Ja. Wie kann man das jetzt reparieren, dass man jetzt Oma Erna, also Klaus Kleber hat ja gestern Abend auch schon gesagt, so der ist tot. Wie kann Klaus Kleber das jetzt heute Abend retten? Das werden wir. Stefan wird es ja nächste Woche gucken. Er muss noch einmal eine Woche heute schon angucken. Okay. Wie kann Klaus Kleber das retten, Hans? Nur durch radikale Offenheit, indem er sagt, hier ist eine gesamte Weltpresse von Seiten des ukrainischen Staates, der Sicherheitsbehörden vorgeführt, verarscht worden. Selbst wenn das, was die Ukrainer sagen, ja, das war jetzt notwendig, um so einen Mörderring ausfindig oder dingfest zu machen, selbst wenn das so wäre, das ist Glaubwürdigkeits-Harakiri, was die ukrainischen Sicherheitsbehörden, die Regierung da gemacht hat. Und das wird ihnen, glaube ich, in der Zukunft noch bitter, bitter leid tun, weil diese Tausende von Journalisten, von Kollegen, auch von Politikern, die werden einen wahnsinnigen Rochus und Zorn haben müssen. Was denkt Steinmeier in so einer Situation? Der ist ja genauso vorgeführt und verarscht worden. Das vergessen weder Politiker noch Journalisten. Und die Glaubwürdigkeit, soweit sie noch besteht, der ukrainischen Regierung ist damit wirklich schwerst beschädigt worden. Wie gesagt, ich finde, das ist Glaubwürdigkeits-Harakiri. Bei James-Bond-Filmen wusste man wenigstens, dass das alles Fiktion ist, dass aber die in der Lage sind, Bond nochmal links in der fiktionalen Ebene zu überholen und so zu tun, als sei das real. Das ist zynisch, das ist perfide und ich finde, da rechtfertigt auch der mögliche Zweck das Mittel überhaupt nicht. Aber es geht hier auch um die Glaubwürdigkeit von Klaus Kleber. Also ich vermute mal, wir sind jetzt eine Stunde bevor das kommt, er wird die Sendung vielleicht so eröffnen. Guten Abend. Vielleicht wissen Sie es noch, gestern habe ich hier an dieser Stelle verkündet, dass jemand ermordet wurde. Heute gab es neue Nachrichten. Wir wissen jetzt, es ging gar nicht um den Mord, sondern es ging um die globale Nachricht dieses Mords. Und dazu gehört auch, dass die Mörder, die vermutlichen Mörder, von denen wir gestern noch wenig wussten, aber viel spekuliert haben, Russen sind. Denn umso mehr wird diese Nachricht verbreitet, weil nämlich alle wissen, wenn sie das so und so drehen, dann kommt das Heute-Journal gar nicht drum herum, diese Nachricht aufzugreifen. Es tut uns leid, wir haben uns leider auch ein bisschen mitschuldig gemacht. Ja, hätte es gehießen, ein Ghana hätte ihn erschossen oder jemand aus Tansania, hätten wir diese Meldung nicht gebracht. Aber so wurden wir leider hinters Licht geführt. Ich hoffe, er macht es so nicht, weil ich glaube auch, da würde er 99,5% der Heute-Journal-Zuschauer nicht mit erreichen, lieber Stefan. Aber uns, das eine Prozent. Wie würdest du es machen, Hans? Also ich kann nur sagen, ich würde vermutlich sagen, liebe Leute, wir sind die Öffentlichkeit, die Journalisten, wir sind heute hinters Licht geführt worden, wir sind nicht der Begriff Opfer verbietet sich da, aber wir sind Bestandteil einer Inszenierung, einer Potjomkinschen Inszenierung der russischen, der ukrainischen Regierung geworden, die mit welchen Zielen auch immer. So, man kann nur sagen, ja, wir haben Nachrichten verbreitet, die sich ein paar Stunden später als unwahr herausgestellt haben, weil wir Opfer einer Regierungs- und Geheimdienstinszenierung geworden sind. Ich bleibe dabei. Hier wurden Russland-Reflexe der deutschen Medien auch mitgenutzt. Ja, natürlich wurden sie das. Natürlich wurden sie das auch. Ich meine, oder? Moment, aber das Problem ist doch jetzt, du kannst doch jetzt keine einzige Nachricht aus der Ukraine in Sachen jemand wurde ermordet mehr glauben. Das ist das, was ich eben mit dem Begriff Glaubwürdigkeits-Harakiri meinte. Das hat eine Langfristwirkung. Man wird in der Zukunft jegliche Nachricht, die etwas mit politischen Morden zu tun hat, erstmal auf diesen Prüfstand stellen müssen und sagen, ist das jetzt wieder so eine Babchenko-Geschichte? Ja? Mhm. Das ist ein ganz langfristiger Glaubwürdigkeitsverlust. Und weil dieser Schaden, der da entsteht, so tiefgreifend und so lang andauernd sein wird, meine ich ja, dass ich sehe keinen Zweck, der das rechtfertigen würde. Ich wünsche mir eigentlich, mir ist es eigentlich egal, weil wir gucken nächste Woche nochmal heute schon halt danach erstmal, wenn der Weile nicht, aber man kann ja durchaus davon lernen, wenn innerhalb von einer Woche man feststellt, Behördenmitteilungen sind so ein bisschen komisch.
Das Weiße Haus schickt einen Brief, stellt sich raus, ach nee, ist doch alles ganz anders, als da drin steht. So, dann kriegen wir eine Botschaft aus der Ukraine von den Behörden, stellt sich raus, nee, es ist irgendwie doch, ja. Also kann, ich würde ja sagen, da kann man grundsätzlich mal lernen, einfach. Behördensprech ist eben Behördensprech. Ich meine, die sitzen alle auf der Bühne, Thomas Bellot und so weiter, und erzählen uns, was toller Journalismus ist. Wir haben es gesehen, na, so toll ist es irgendwie nicht, was sie tatsächlich machen. Ja. Und was ist davon zu halten? Ich meine, ich habe einige ukrainische Kollegen, die ich auch von unserem Ukraine-Trip kenne, zum Beispiel Maxim, der uns den Maidan damals gezeigt hat, der hat jetzt heute geschrieben, ey, sag mal, warum regt ihr euch eigentlich über diese ganze Aktion auf? So funktioniert, so wird Justiz gemacht heutzutage. Er ist nur froh, dass er sein Kollege am Leben ist. Ist doch toll, dass mit so einer Aktion die Russen quasi vorgeführt wurden. Ich meine, das Ziel soll ja gewesen sein, also angeblich gab es Nachweise, dass es einen Auftrag gibt, dem Babtschow, oder wie heißt er, zu töten. Babtschenko, klar. So, und dann ich habe mit Maxim ein bisschen geschrieben und Maxim dann so, ja, würdest du das nicht so machen? Angenommen, ja, es ist schon ein bisschen sehr Drehbuch-Hollywood-mäßig. Ja, aber ist das ein legitimes Argument? Angenommen, der Verfassungsschutz, ne, Maaßen kommt zu mir und sagt, Herr Jung, wir können Ihnen nachweisen, dass die Russen Sie umbringen wollen. Wir haben eine Idee, wie wir das verhindern können und gleichzeitig die Russen exposen können. Machen Sie da mit. Würdest du da mitmachen, Hans? Nein. Nein. Obwohl dein Leben aufs Spiel steht. Ich habe es eben gesagt, kann das nur noch mal wiederholen. Dieser Zweck heiligt nicht das Mittel. Also ja. wenn es so... Ich mache ein anderes Szenario auf. Wenn es so wäre, dass der Typ entführt worden wäre, in Lebensgefahr wäre und so ein Trick inklusive Medieninszenierung wäre das einzige Mittel, um ihn aus einer real existierenden Lebensgefahr oder Lebensbedrohung rauszukriegen, das wäre vielleicht was anderes. Das war hier aber offensichtlich nicht gegeben. Und weil das nicht gegeben war, dieser Zweck, der da verkündet wurde, und wir wissen ja auch immer noch nicht mal, ob das tatsächlich so war, das wird jetzt behauptet, ja, von Seiten der ukrainischen Regierung. Für mich fängt hier schon mal wieder sofort diese Glaubwürdigkeitsfrage an, wenn die das eine gefaked haben, was heute klar geworden ist, vielleicht ist dann jetzt auch diese Begründung genauso gefaked. Ja? Ja. Glaubwürdigkeitsharakiri, ich weiß kein anderes Wort. Also Regierung lügen, ja, würde man so sagen, oder? Kennen wir doch den Spruch. Ja, natürlich, natürlich lügen Regierungen auch. Aber es ist ein Unterschied, ob ich lüge oder ob ich in einer besonders infamen und perfiden Form Systeme, die auf Glaubwürdigkeit angewiesen sind, und Journalismus und Öffentlichkeit gehören im Wesentlichen dazu, dass ich, wenn ich zum Zwecke des Inhalts meiner Lüge diese Systeme in ihrem inneren Kern diskreditiere und zerstöre und langfristig nachhaltig schade, dann ist das eine andere Dimension als des simplen Satzes Regierungen lügen und nicht alles, was Herr Seibert oder sonst was einem sagt, stimmt. Das ist eine andere Dimension. Ja, aber wir hatten ja, deswegen meine ich das, wir hatten ja mal von Thilo so einen alten Journalismus-Veteran, der mit der Maxime an seine Ständen heranging. Guten Tag, ich erkläre euch jetzt, was Journalismus ist. Maxime Nummer 1. Alle Regierungen lügen. Ja. So, und damit, das kann man ja als Prämisse ruhig mal wieder. Das ist ja eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, aber ich meine, ja, das würde, wenn das hier in Deutschland passieren würde, ein deutscher Journalist mit einem Geheimdienst und die Bundesregierung verkündet das noch und alles, da müsste doch Merkel zurücktreten für sowas. Also wenn das in ihrer Verantwortung geschehen würde, dann glaube ich es auch. Es gab mal im Zuge der RAF-Geschichte, gab es, ich glaube 1976 war es, das berühmte Zeller Loch. Da hat ein deutscher Nachrichtendienst am Knast in Celle eine Bombe an der Außenmauer hochgehen lassen und behauptet, das seien Terroristen gewesen, um sozusagen Terrorismusfahndung betreiben zu können. Das ist ein paar Jahre später dann aufgeflogen und das war ein solcher Skandal. Und das war, was war das? Das war ein bisschen Sachschaden an der Außenmauer eines Knastes. So, wenn das hatte noch nicht mal ein Hundertstel der Dimension, die wir hier haben. Und wenn ich mir das
ich versuche es mir gerade vorzustellen, so einfach. Also, in Hamburg kannst du bei einer Demo vermummte Polizisten reinstellen, dann sagen, guck mal, da sind Vermummte, also kloppen wir jetzt alle zusammen und danach wirst du Finanzminister. Und zwar nicht in Hamburg, sondern in Deutschland. Ja. Geht also trotzdem, auch. Es ist, ja, aber Stefan, das weißt du doch, es ist hier einfach eine andere Dimension. Hans, das weißt du doch auch. Ja. Das ist immer dieser Spruch. Stefan, das weißt du doch auch. Ja. Hans, ich weiß gar nichts. Wir sind hier bei Schulz und Naiv. Ja, jung und Naiv, weißt du? Schulz und Naiv, das ist, höre ich jetzt zum ersten Mal. Da drüben ist der Jung und hier ist der Naive. Und ich sage, nee, man wird in Deutschland so Finanzminister. Ja. Gut, Thema abgeschlossen. Der Typ lebt ja, alles ist gut. Oder? Für heute ja. Für heute ja, aber das Olaf das Scholz, Thema. Liebling des Monats. Genau. Okay. Ganz genau. Ye are many, they are few. Willkommen im 1% Club. Wir haben uns geirrt. Ja, da hat er sich geirrt. Wir irren uns nicht bei unseren Danksagungen. Und gleich am Anfang wird es wild, weil der Urheber oder der Besitzer des Kontos, von dem überwiesen wird, ist wieder ein anderer als der Grußname. Ist letztens bei den Kommentaren schon, Audiokommentare haben eine andere namentliche Grußformel als der Absender, WhatsApp oder was auch immer, Signal. Die, also, ja, also ich lese Steffen, 100 Euro und schreibt dann, da meine Bank keinen Dauerauftrag von Österreich nach Deutschland kann, hier mal etwas per Hand, liebe Grüße und weiter so, Nick. Also danken wir jetzt Nick und Steffen oder Steffen und, also ich würde sagen, Nick geht hier vor oder so, keine Ahnung. 100 Euro ja. Jedenfalls aus Österreich nehmen wir gerne entgegen. Österreich immer interessant. Auch 100 Euro von Erik. Danke, Erik. Sehr gut. Ohne weiteren Kommentar. Das ist, was soll man sagen? Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Genau. Der neue Innenminister muss langsam mal ein paar Worthülsen produzieren, damit wir den auch mal versendet haben. Es sind große Fußstapfen, aber Herr Seehofer, irgendwann muss es auch mal losgehen. Einfach nur zu sagen, jetzt aufräumen und später aufräumen, jetzt aufklären oder so, das reicht noch nicht. Hat er nicht gestern gesagt, ich entschuldige mich? Das ist doch ein Satz, den man bestimmt gut wird brauchen können. Aber es gibt schon ein paar Worthülsen. Ich habe ja den hier schon sehr gut. Oder den für die Begrenzung und für die Ordnung. Es gibt schon. Okay, na gut, immerhin. Ja. 70,07 €, Matthias. Jobs, alles neu in Wien. Liebesgrüße. Ja, was auch immer das bedeutet. Jobs, da können wir ja wieder den Jobsegen mal einspielen von Markus, ja, oder? Ja, wir haben ja einen. Hatten wir lange nicht mehr. Der Jobsegen. Sehr gut. Sehr gut, Markus. 50 €, Oliver, ohne Kommentar, genau wie Sebastian, auch 50 €. Der Markus ist übrigens der gleiche, der den Hans-Jessen-Show-Theme gemacht hat. Ja, ein akustischer Überzeugungstäter. Hans ist ja auch der Meinung, dass ich die Hans-Jessen-Show erfunden habe, dabei war das Markus. Markus hat durch seinen Song die Hans-Jessen-Show erfunden. Andersrum. Den Song hätte er, glaube ich, nicht gemacht, wenn nicht du diesen Begriff geprägt hättest, Thilo. Aber das ist jetzt auch Henne und Ei, die Dinge sind, wie sie sind. Henne und Ei. Ja, zuerst war übrigens das Ei da. Sagst du. Die Hennen haben sich danach entwickelt, aber die Dinos sind schon aus Eiern geschlüpft. Ich weiß nicht, warum den Leuten das immer so schwerfällt zu verstehen. Und woher kamen die Dino-Eier? Jedenfalls nicht von der Henne. Und deswegen aber ist diese Frage entschieden. Es ist die Frage Muttertier-Ei, mein Lieber. Und egal, ob das jetzt Dino-Muttertier ist. Das Ei war zuerst da. So, letzter in der Produzentenschaft ist Julian mit 42 € Zusatz zum Dauerauftrag, weil hervorragend. Leute, der hat einen Dauerauftrag und schickt noch zusätzlich eine Produzentenschaft, weil er sagt, hervorragend. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt auf die letzte... Ja, was, Frau Nahles? Was? Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal! Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Für Deutschland! Für Deutschland. Für unsere schöne Heimat. Ja, bei solchen Sachen wissen wir immer nicht. Bezieht er sich jetzt auf die letzte Sendung? Will er, dass wir heute mehr Heute-Journal gucken? Oder
hängt da hinterher. Ja, also Marktforschung ist schwierig im Podcastland. Erik, 38, und jetzt, das ist der beste heute, also der beste Verwendungszweck. Fernseher verkauft, ja, für 38 Euro. Mehr gibt's nicht für einen alten TV. Weitermachen. Ja, also er verkauft seinen Fernseher für 38 Euro, hat jetzt keinen mehr, um den Podcast zu finanzieren. Ja, aber wie will er denn jetzt seiner Pflicht nachkommen? Jeden Abend brav die Nachrichten. Gar nicht. Der alte Rebell, Erik. Ich könnte ja jetzt den dezenten Hinweis geben, dass man auch auf Laptops und Computern. Nein, das muss erst vom Bundesverfassungsgericht geklärt werden, ob diese Lösung wieder tragfähig ist oder nicht. Ja. Zunächst mal sind sie technisch möglich. Ja. Alte Diskussion, neue Antworten werden gesucht. Paul, 20 Euro Schland, schreibt er. Wir nähern uns der Fußball-Weltmeisterschaft. Gibt es irgendwas von unserer Seite einzuspielen? Wie ist es so mit Deutschland? Ja, klar. Es wäre schön für Deutschland. Es ist einfach gut für unser Land. Ja, genau. Ich glaube, die anderen Mannschaften hoffen sehr auf deutsche Torhüter und ihre Fähigkeit, in entscheidenden Momenten das Falsche zu tun. Ja, apropos deutsche Torhüter, ich habe heute eine sehr lustige Werbung gesehen. Olli Kahn in einem Hemd von den Niederlanden, kennt ihr das? Und dann steht drüber, wenn du Hunger hast, bist du verwirrt oder so. Also diese Snickers-Werbung. Wenn du Hunger hast, dann hau mal ein bisschen was rein, weil so geht's nicht, ja. Olli, Titan. Christian, 20 Euro, 1%-Club-Mitgliedsbeitrag für Xcali-Jake 1312, Klammer auf, sprich, Klammer zu, Doppelpunkt, Xcali-Jake, Klammer zu. Also Xcali-Jake. Ich schreibe das einfach mal so dann rein, oder auf die Seite, oder? Dann wissen wir alle, wer gemeint ist. Ja, auf jeden Lars, Fall. Ne? Auf jeden Fall ist er jetzt im Club. I am in the top 1%. Ja. Muss man mal ausspielen. Sehr gut. Ist gleich vorbei. Gut. Ja, also hier kommt es jedenfalls sehr schlecht an, was die Qualität angeht, wer weiß. Dann mache ich aber den kurzen. I am in the top 1%. So? Jawohl. Ihr erinnert euch ja an das hier, ne? We the people! Ich springe jetzt mal mitten in unser Aufwachen, Danke und so weiter Segment rein, weil ich habe heute was Tolles erlebt. Ich war bei einer Veranstaltung, bei der ungefähr 1000 Kinder, also wirklich viele, nicht einfach so eine kleine und so, ne, 1000 Kinder in so einem Saal. Alles Grundschüler. Und dann kommt ein Politiker rein, nimmt sich einfach einen freien Platz, stellt sich oben hin, ja, und ruft die Revolution aus. Klang so. Und wir überlegen dann mal, wer ist das denn? Nochmal, ich will es richtig hören. Frankfurt gehört euch? Frankfurt gehört uns. Schreien 1000 Kinder, aufgestachelt von einem Politiker. Wir fragen uns, hä, was ist denn da los in Frankfurt? In einer Bankenstadt, ja, also AfDler. In so einer ihrer Bankenstadt, EZB, große EU-Agentur. Da kommt ein Politiker rein, 1000 Kinder und dann heißt, Frankfurt gehört uns. Es war der Oberbürgermeister Peter Feldmann und mittlerweile, wir sollten mit der SPD anders umgehen. Christopher Lau hat es gestern auch wieder festgestellt, wenn die kommunal, regional, was weiß ich, Politiker von der SPD Wahlkampf machen, die Plakate sind rosa, blau, grün, schwarz, alles mögliche, ja, nur nicht rot, bloß nicht SPD. Und ich glaube, es gibt mittlerweile zwei SPD in Deutschland. Nämlich die große Bundes-SPD, die alle scheiße finden, auch die regionalen SPDlern. Und die sollten so langsam mal eine Revolution machen. Und da, also dieses Simone Lange-Ding, ja, das kommt dann noch mehr, das ist auch eine Rebellion der regionalen SPD, der guten SPD gegen die schlechte SPD. Vielleicht schaffen es irgendwann die Oberbürgermeister von der SPD, sich zusammenzuschließen und Andrea Nahles abzuschießen oder irgendwas zu machen. Weil es sind zwei SPDen, ist mir aufgefallen. Jetzt ist die Frage, Hans, du hast ja schon bei Kevin Kühnert mal reingeschaut. Du hast einen Sneak-Peek bekommen. Du sollst dir nichts verraten. Auch nicht verraten, ob das gut oder schlecht findest oder ihn gut oder schlecht findest. Aber zu welcher SPD gehört Kevin? Zu der netten SPD von nebenan. Ja, die braucht keiner. Peter Feldmann. Peter Feldmann hat hier in Frankfurt, also der hat erstmal Petra Roth aus dem Amt gejagt. Nicht so wirklich, weil sie war nicht altersschwach, sie war einfach älter. Sie ist älter geworden, sie hat sich entschieden, nicht weiter Oberbürgermeister zu sein. Daraufhin hat sich die CDU ja gedacht, komm, wir schicken mal unseren Innenminister aus Hessen, den hier niemand leiden kann.
Boris irgendwas, wurde natürlich nicht gewählt. Peter Feldmann hat jetzt mit 75% oder so den Dings verteidigt. Und dass die Kinder ihm hier so zurufen, ja, absolut verdient. 70 Grundschulen in Frankfurt mittlerweile haben alle Mittagessen. Das hat die CDU in 30 Jahren nicht hingekriegt. Es gibt jetzt Mittagessen in der reichsten Kommune Deutschlands. Ist das nicht sensationell? Ja, Schüler kriegen jetzt Mittagessen in der reichsten Region Deutschlands. Das muss man sich mal vorstellen. Dafür braucht es erst eine SPD. Danke, CDU. Ich glaube, die SPD ist auf einem guten Weg, wenn sie einfach hier Peter Feldmann und so nach vorne holt. Danke. Gut, wo waren wir? Lars Christian, 20 Euro. Sehr gut. Bernd, 20. Aufwachen. 20,18 Euro von Paul, 40 D-Mark gegen die Verdummung der Menschheit. Ah, er hat nicht einfach nur 1 zu 2 umgerechnet, sondern er hat noch den 1,96 und so weiter D-Mark-Umrechnungskurs angewendet. Das ist wirklich Spitzenleistung. 19,60 Euro, Martin, 1% aus dem schönsten Bundesland der Welt. Mecklenburg. Lena macht's, schreibt er. Irre. Was meint er denn hier? Also, wenn's Lena ist, dann könnte es Niedersachsen sein. Das kann sein. Lena Meyer-Landrut. Aber die finden wir nicht mehr so gut. Die macht so scheiß Instagram-Werbung. Das ist nicht gut für dieses Land. 12,10 Euro Benjamin. Er fragt: Have you ever questioned the nature of your reality? Ja, haben wir unsere Realität mal hinterfragt. Grüße an die Dill-Männer im Schwabenland. Dill-Männer, ihr seid gegrüßt. Guckst du Westworld, Hans? Nein. Weißt du, was es ist? Nein. Kann man das in Deutschland schon gucken? Ja klar, Sky überträgt live. Sky, genau. Sky ist ja, aber dabei. Ich habe doch kein Sky. Ja. Hast du von Westworld schon gehört? Ehrlich gesagt, ja, das Wort habe ich schon gehört, aber ich könnte jetzt nichts damit verbinden, außer dass es eine neue Serie sein soll. So, ich weiß nicht, ob du jetzt die letzten Folgen mitgehört hast. Es gibt da jetzt ein Aufwachen-Glossar. Wir legen mithilfe unserer Hörer Aufwachenbegriffe, die erklären wir mal für alle Neueinsteiger. Ne? Was heißt Horse Race? Was ist die Hans-Jessen-Show? Kannst du auch nachgucken, was unsere Hörer, wie die dich beschreiben in unserer Sendung. Das ist sehr interessant. Ob ich das wissen möchte. Doch, ich glaube schon. Wird dir gefallen. Aber da gibt's auch, es gibt auch einen Begriff, der heißt Host oder Hosts. Kannst du was damit anfangen? Gastgeber, Sicherheit. Genau, als Fernsehmann kann jeder was mit Host anfangen. Das ist ja das Witzige. Aber was meinen wir damit, Stefan? Andreas Künast zum Beispiel. Was? Ja, die Hosts in Westworld, Hans, sind von Menschen nicht so unterscheidbare. Oh, jetzt sage ich schon wieder Sachen über Westworld. Gleich kommt ein Tweet, ich habe wieder was gespoilert oder so. Aber das sage ich mal kurz, ja. Die Hosts in Westworld sind gar keine Menschen, sind Roboter. Aber was? Die Menschen können es nicht unterscheiden von außen. Selbst wenn man ihnen den Kopf abschneidet, sehen sie aus wie Menschen. Mhm. Aber sie haben eine Glühbirne im Kopf. Ah ja. Ja. Als Soziologe du bist ja ein Soziologe. Guck dir das mal an, Hans. Ist echt eine tolle Serie. Ja, mache ich mal. Ist die beste. Ich komm dann mal bei dir vorbei und dann gucken wir Sky. Oh, da komme ich dazu. 10 Stunden am Stück. Es gibt nichts Besseres, als sich einfach mal freizunehmen und 10 Stunden am Stück Westworld zu gucken. Ja, machen wir mal. Gut, wir sind ja immer noch in unserer Unterstützerliste. Guckst du allgemein Serien, Hans? Bist du so ein Binge-Watcher? Tatort, nee. Lindenstraße. AD, ja klar. Rot-Rosen. Nee. Nö. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nee, das ist ja RTL. Nee, Alarm für Cobra 11. Nein, ich gucke nicht so viele Serien, weil... Du so viel Podcast hörst. Da weiß ich ja, dass es alles konstruiert ist. Und ich finde das... In den Nachrichten nicht. Ja. Ich finde das nicht konstruierte Leben immer noch interessanter. Selbst wenn es dramaturgisch, selbst wenn es realist, würde ich eher sagen, selbst wenn es dramaturgisch nicht so effektiv daherkommt, spannender finde ich es doch immer noch. Ja, dann bist du eigentlich der beste Kandidat, um Westworld zu gucken. Ja. Wenn du so an die Welt herangehst und einfach behauptest, das Fernsehen ist das Fernsehen und das hier ist die echte Welt. Wenn du Westworld geguckt hast, denkst du nicht mehr so. Naja, ich habe ja nicht gesagt, ich finde das immer schön, wenn Menschen vorab schon wissen, was ich denken werde.
ich habe ja nicht gesagt, das Fernsehen ist das Fernsehen, sondern ich habe gesagt, Serien. Bei Serien weiß ich eben immer, es ist eine Konstruktion. Und wenn Serien sozusagen in ihrer Konstruktion so tun, als seien sie keine Konstruktion, sondern das wirkliche Leben, je geschickter das gemacht wird, desto mehr ärgert es mich vielleicht. Ja, aber Westworld ist alles andere als eine naturalistische Serie, in der du getrickst wirst in das ist das echte Leben. Ja. Das ist die Lindenstraße. Du hast zu viel Lindenstraße geguckt. Da wird dir sowas vorgegaukelt. Mit Sicherheit nicht. Hast du eine Lieblingsserie, die vielleicht schon vorbei ist, die man sich angucken kann? Also in deinem Leben. Irgendwie hast du... Bonanza. Großer Daumen nach oben, Hans. Oh, wir sind immer noch in der Unterstützerliste. Wir müssen mal weiterkommen. Das waren noch Typen. Ja, das kommentiert Thilo jetzt nicht, denn wir wissen, Thilo hat da eh keinen Geschmack. So, 10 Euro Vasilei. Ich weiß nicht genau. Vasili? V-A-S-I-L-I-J. Also das, ist das niederländisch? Ist das EI oder was? Vasilei, unterstützt vom BWLer. Gut investiertes Geld. Ja, das ist, lernt man das im Studium? Das ist gut. Lukas, 15 Euro, verspätete Geburtstagsgrüße an Enes und einen normalen Gruß an Sina. Das ist natürlich, das ist zu Recht so formuliert, ja. Enes hatte Geburtstag, kriegt einen besonderen Geburtstagsgruß. Sina hat nicht Geburtstag, kriegt nur einen normalen Gruß. Das ich hätte eigentlich nicht Geburtstag oder sowas, ja. Ist das nicht einfach, Sina hat nicht Geburtstag, wir gratulieren herzlich. Patrick, 15 Euro an den Podcaster mit Haaren im Gesicht. Die BBK wird ein bisschen geiler, wenn Fragen kommen von Alex Tyler. Für Corbin, Klammer auch du, Stefan, Klammer zu. Ich bin mehr so der Macron-Typ. Es gibt hier rote Linien in diesem Podcast. Auf der einen Seite steht Thilo, auf der anderen steht. Never. Thomas unterstützt uns. Nathalie Ibrahim, der schreibt ab sofort doppelt so viel. Plus Dauerauftrag, 10 Euro, Junge Naiv. Aufwachen, monatlicher Beitrag für den 1% Club. Das ist einfach spektakulär. Ja, Moment. Dominik, Abogebühr. We're the 1%. 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 We the people. Meine People schreien dir nieder. Hans, ich bin ja ein Corbynista. Stefan ist ein Macronianer. Wenn du dich für eine europäische Ikone, also am Politikerhimmel entscheiden müsste. Sagt der Portugiese. Ja. Wie heißt der, Stefan? Keine Ahnung, Merkel besucht ihn gerade, ist spektakulär. Also, es geht Sag ja jetzt Rajoy. Es geht doch gerade jetzt bei euch um Bekenntnisse und ich finde Erkenntnisse wichtiger als Bekenntnisse. Ach, du alter Journalist, sei doch mal Aktivist. Sag uns, komm. Nö. Nein. Dominik, Abogebühr. Guck mal, ich müsste mir dann vermutlich einen Westworld-mäßigen, aber nicht Roboter, sondern sozusagen einen zusammenschnitzen mit Merkmalen unterschiedlicher Persönlichkeiten. Da wäre dann Macron dabei, da wäre sicherlich auch ein Teil Corbyn dabei. Aber aber ich sage ja jetzt. Hans, du sollst ja nicht eine super Mannschaft zusammenstellen, sondern einen Trainer benennen. Ja. Ja, aber was Trainer ohne Mannschaften gewinnen, auch. Jetzt schreiben wieder alle, Hans ist immer so klug. Stefan kann es einfach nicht ertragen. Dann werden wir Hans einfach jemanden zuordnen. Wir machen im Forum eine Straf-Thread wir auf losen. Und die Leute im Forum entscheiden, für wen Hans Jessen in den nächsten Jahren hier im Podcast Stimmung machen muss. Ja, und wenn du dich nicht entscheidest, ist es Theresa May. Ja. So, Dominik unterstützt uns mit einer Abogebühr. Cordula sagt danke, wir auch. Musi, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Sören, Sebastian, Tim. Liebesgrüße zum Dank und Animierung zum Weitermachen. Sehr gut, wir fühlen uns animiert. Sebastian, Robert, der macht Podcast Landschaftspflege. Rada, Christine, Mai, Aufwachen, Mai, Auftrag an Matthias. Wake up, Rage Against the Machine wünscht sie sich als Ton. Ich glaube, Matthias. Schickst es mir oder Matthias? Es ist nicht weit weg von Matthias ansonstigem Musikgeschmack auch, glaube ich, ein bisschen laut und so. Daniel, weiter so, eure Arbeit ist einfach klasse. Aram, Dauerauftrag, sehr gut. Sven, Gruß an Thilo, Alex, Hans, Klammer auf und Stefan, den Schnucki.
Oh, nochmal zu. Nun gucke mal an. Ich habe einen Fan. Stefan, ich. Ja, ja, Hauptsache ist besser als nichts. Wie viele Leute laufen durch Deutschland und haben keinen einzigen Podcast-Fan? Viele, ich glaube, da gehöre ich zu den 1%. Hans, wurdest du jetzt, seitdem du Teil dieses Podcasts manchmal bist, auch mal schon mal angesprochen? Also ja. Von Leuten, wo du es gar nicht erwartet hättest, dass die den Podcast hören oder so? Ja. Bei der Post? Hat sich bei der Post jemand umgedreht und nicht gefragt, schreibst du noch Briefe? Ich habe dich doch im Internet gesehen. Ja, es Porto wird jetzt 80 Cent teuer übrigens. Jetzt lass ihn doch mal antworten. Unterbrechen doch nicht immer. Okay, stimmt, wir wollen ja Hans nicht unterbrechen. Wie bitte? Ja, genau. Also, ja, es ist schon passiert. Ehrlich? Mhm. Manchmal sogar mehrfach an einem und demselben Tag von unterschiedlichen Leuten. Am gleichen Tag von unterschiedlichen Leuten? In Berlin oder was? In Berlin, ja. Einmal fuhr ich hier im Bus und dann kurz vorm Aussteigen, dann tippt mir einer auf die Schulter und sagt, bist du Hans Jessen? Und sage ich, ja. Und dann bin ich ausgestiegen. Und dann bin ich in die Sparkassenfiliale meines Vertrauens gegangen, ziehe da Geld raus und dann kommt ein völlig anderer Mensch und sagt, hat ja auch noch Geld bist gegeben. Du nicht Hans Jessen? Da habe ich, die geben dir doch beim Aufwachen-Podcast nichts. Hier. Hi Hans, bist du da vom Aufwachen-Podcast? Gehst du gerade zum Geldautomat? Oh, hier. Da 10 Euro. Also das war sozusagen, das war innerhalb von 10 Minuten, 2 Minuten. Da habe ich gedacht, das ist jetzt, wird jetzt ein bisschen spooky. Und dann war aber mehrere Wochen lang nichts. Also jetzt komme ich ins Grübeln. Ich glaube, ich habe wirklich nur einen Fan, weil ich stehe in der Republika auf dem Hof und mich spricht keiner an. Das ist Respekt. Heute war ich beim Späti und ich hab mir einfach nur ein kaltes Wasser geholt und dann stehe ich auf meinem Fahrrad auf, helfe einer Oma noch kurz da irgendwie, dass sie nicht fällt. Und da kommt ausgedacht mit der Oma. Doch. Und da kommt ein anderer Typ und nur sagt so, ey, gute Sendung, wa? Ja, also, ist doch gut. Danke, wa? Ja, so sind die in Berlin. Okay, Stefan, der schreibt schon seit vielen, vielen Monaten Podcast, Popocast. Wir suchen ja neue Namen, vielleicht sollten wir einfach mal diesen ersten Vorschlag von vor einem Jahr aufgreifen, Popocast. Josef, ja, jede Woche 1 Euro. Kein Popocast. Bernhard, danken wir herzlichst, der ist auch super treu. Lars, danke für diesen Podcast, schreibt da Robert. Und Gabriel, danken wir auch. For the many, not the few. Habt möglichst viel Sex und benutzt Kondome und hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben. Okay. Wir haben noch eine Nachlieferung und gut, dass Hans dabei ist, weil vielleicht versteht Hans ein bisschen Italienisch. Wir haben ja im letzten Podcast festgestellt, ist dass... Ist es Italienisch? Ich bin gespannt. Jetzt ist es Deutsch-Italienisch. Wir haben ja festgestellt, die italienische Regierung, die ganz Europa ins Chaos stürzt und Deutschland natürlich, also wir Deutschen, diese italienische Regierung, die jetzt nicht kommt, aber an sich ganz schlimm gefunden hätten, die wurde ja jetzt gesprengt. Ja? Mottarella, der italienische Präsident, hat gesagt, den mache ich nicht zum Minister. Ah, oh, scheiße, gibt keine Regierung. Jetzt soll es eine Übergangsregierung geben. Ja. Und es gibt nicht nur keine Regierung, es gibt auch keine Moderation mehr bei Klaus, völlig am Ende der Mann. Ja. Auf jeden Fall, Hans, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, der Führer der Fünf-Sterne-Bewegung, ein ganz gesitteter Mann. Ja. Ja. Bevor du das spielst. Ja. Hat sich geäußert. Genau, er hat sich geäußert. Wenn man das so hört, klingt das ja ziemlich lustig. Ich finde auch, wir sollten uns das auf jeden Fall anhören. Aber um nochmal zu verstehen, ich habe es noch nicht gehört, aber gerade eben flog hier so ein Tweet rein. Irgendein CSU-Mann hat irgendwas gesagt. Es geht 19 Sekunden, der Clip. Ich spiele ihn mal, ja? Jetzt ins Blaue hinein. Ich habe ihn noch nicht gehört. Mal gucken, was er sagt. Ich weiß, was du meinst. Okay. Oh, man muss immer Ton anmachen bei Skype. Okay, Moment. Volle Lautstärke. Und los. Das Worst-Case-Szenario wäre, dass Italien wie Griechenland zahlungsunfähig wird, weil es keinen mehr gibt, der Italien Geld leiht. Dann müsste die Troika in Rom einmarschieren, den Haushalt übernehmen, das Finanzministerium übernehmen. Aber wir reden bei Italien von über 2 Billionen Schulden. Das würde unsere Möglichkeiten in Europa sprengen. Okay, das hat Steffen Leifert selber vom Fernseher abgefilmt mit seinem Handy.
Ja, ich habe ihn heute Nachmittag auch noch gefragt gehabt, ob es das schon als normale Audioversion und so weiter gibt. Also nein, kommt heute Abend erst im Heute-Journal. Was ist denn da los? Sonst hätte ich den mitgebracht und ihn okay. genau so. Aber das ist gut, dass du ihn jetzt spiel mal Grillo, hast. Ja. Weil jetzt kommt also Grillo. Warte mal, nee, ich möchte mal sagen, besonders eindrucksvoll fand ich in diesem Tweet das Wort einmarschieren. Ja, das ist einfach völlig Banane. Italien war mal, das sind eigentlich unsere Freunde, was das angeht. Ja. Das war Markus. Also ja. Die Troika muss dann in Rom einmarschieren, mein ja. lieber Mann. Das ist einfach zu krass, die denken da nicht mehr mit. Das war Markus Färber von der CSU. Ja. Ja, das so, und jetzt kommt Grillo. Entschuldigt auch nichts. Haben Sie für deine Königin Namen zu der Germany folgende Peits? Wo ist die ganze Legislation und die materielle Führung? Sei gut, sie da bei der Bundesbank. Und konnte das Präsident zeigen, um zu tun, in einem Rom zu haben. Kulturellen Zeiger, ab und zu den Führer wohnt sie da bei Rom. In Sekunden dazu merken, dass sie das Deutsche von Deutsch macht. Und ohne Time, weil sonst ist eine Inflation in einem Rom. Genau. In der Sonne zeigen die Mayo und sie da in den Russen. Und der Süd Pizza und sie da in der Mandoline von uns. Und ohne Lega, sie ohne ein Nord, es wurde da in Tansania, kommen sie bei uns in Bedürfen. Ist es dumme Grenze von ihnen? Sie da ist es simpel, der Psychonanen schon in einer Psychonanen. Er kommt sie bei selber und nicht. Der Führer kommt dazu, in der Elektion in der Rundemann, in der Demokratik, direkt am Ende in Bavaria, die Elektion ist italienisch. Italienisch in Bavaria ist nur eine Invasion ist kein Zündergrund da ist. Aber momentan Zündergrund ist, fünf Stellen können Sie da ist Zündergrund bei. Auf Wiedersehen. Da kann das deutsche Kabarett einpacken, oder? Ja, welche Sprache ist denn das? Was hat er sich denn dabei ja, gedacht? Hör dir mal die Ursonate von Kurt Schwitters an. Aha. Wie wird er geschrieben? S-C-H-R-W. S-C-H, ne? S-C-H-W-I-T-T-E-R-S, Kurt Schwitters, ein legendärer Dadaist, Künstler, so, naja, bedeutender gut. Künstler. Nein, und die Ursonate, die hat er geschrieben und selber auch vertont, aufgenommen. Da wirst du feststellen, dass es hat eine hohe Ähnlichkeit. Und das mischt aber, war das Grillo? Das mischt Beppe Grillo mit ein bisschen Muppet Show, Smörrebröt, Röm-Töm-Töm-Töm. Dann kommt genau das dabei raus. Also es ist es ist natürlich keine Sprache, sondern es ist ein assoziatives Kunstwerk, wo bestimmte Begriffe, die man als solche erkennt, Bavaria und Invasione und so weiter. Führer funktioniert rein assoziativ, ist aber rechts, also das ist Rechtsdadaismus. Ja, ich finde nur so, die Deutschen haben ja wieder diese Sicht auf, alle, die nicht Deutsch sprechen, sind Barbaren, ja? Und jetzt legt er so ein Ding hin. Ich finde das irgendwie, ich kann es nicht ganz einordnen. Ja, weil aber die Wut ist ja echt, das ne? Das ist ja nicht aber, so einfach nur Spaß, das sondern hat, es ist das ja. Hat viel mit, das hat ehrlich gesagt wirklich viel mit Schwitters zu tun. Und das ist fast 100 Jahre alt als Tondokument, aber man findet es im Netz. Gab schon eine Reaktion aus Deutschland hier? Lustig. Ja. Gut. Ja, das ist krass. Jetzt holen wir erstmal das nach, was ich in der letzten Folge angeteasert habe. Nämlich die beste Heute-Journal-Sendung des bisherigen Jahres. Mit Klaus Kleber. Hans, hast du das Champions League-Finale geguckt am Samstag? Ja. Im ZDF? Ja, wo sonst? Ja, auf Sky. Also im Stadion war ich nicht. Auf Sky, im Stream? Guck mal, wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe kein Sky, warum fragst du mich dann jetzt, ob ich es auf Sky geguckt habe? Ja, vielleicht hast du es ja mit Freunden geguckt, die Sky haben oder so. Ich habe keine Freunde. Nein, ich habe kein Sky, keine Freunde, kein Westworld. Ja. Hättest du es mit mir gucken können, Mann. Aber Podcast-Fans. Ja. Ja. Also geht's um das Spiel? Ich habe es gesehen. Nein, ja, nee, es geht um die Halbzeitpause. Die beiden, ne, so ein Champions-League-Finale gucken sich auch ohne deutsche Beteiligung 10 Millionen Menschen an. Mhm. Ja wie ohne deutsche Beteiligung. Ja. Ich habe da eine krasse deutsche Beteiligung gesehen. Deutsche Beteiligung. Ja, gut. Wollte ich gerade sagen. Ja, gut. In dramatischer Form war das deutsche Beteiligung. At its worst. Ja. So, auf jeden Fall, ich habe während der Halbzeitpause auf Sky, auf ZDF umgeschaltet, weil ich dachte, Sky macht ja jetzt hier nicht so eine tollen Abendnachrichten wie das ZDF. Und ich war geschockt. Ich war geschockt, weil
Jetzt kommt ja das, jetzt kommen ja die seriösen Nachrichten mit Klaus Kleber. Ja? Also hier, ne? Wir erinnern uns. Da stehen echt Teams dahinter von völlig unterschiedlichen Leuten, die sich herrlich streiten können, auch darüber, was man jetzt am Abend wichtig findet und was nicht. Denen es aber vor allen Dingen darum geht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen und nicht irgendwelche eigenen oder fremden Interessen ins Programm zu bringen. Keine eigenen Interessen, keine fremden Interessen ins Programm bringen, ne? Merken wir uns. Dann gibt es ein Team, das zusammen beschließt, was Ihnen an dem Tag für Oma Erna und den ganz Deutschland wichtig ist. Auf dieser Basis wundern wir uns einfach mal gemeinsam über diese Top-Meldung. Guten Abend. Adi Preißler hat die Wahrheit gesagt. Selbstverständlich. Aber nur die halbe. Entscheidend ist auf dem Platz, klar. Aber auch neben dem Platz vom Trainingslager. Dort, wo Jogi Löw entscheidet, was in der Nationalmannschaft läuft und wer wo steht. Aha. Konkret, bei der WM in Russland soll Manuel Neuer im Tor der Platzhirsch sein. Aha. Der Bundestrainer, der so ungern Wenn-Dann-Fragen hört, hat heute eine Wenn-Dann-Antwort gegeben. Wenn Neuer dabei ist, dann als erste Wahl. Boris Büchler ist für uns in Eppan. Ja, jetzt ist schon 15% der Sendung weg. Ja. Hans, kann es nicht sein, dass sowas, also, ne? Nicht mal bei Sky läuft. Nee. Ich meine, es gibt eine Vorberichterstattung, es gibt lange Fußballabende und Sportmagazine, aber auch vom ZDF, dass sowas, so eine Meldung, nicht in den Sport gehört und nicht als fucking Top-Meldung im Heute-Journal und kommen wir jetzt nicht mit Audience-Flow. Doch. Genau das. Okay, abgehakt. Genau das ist doch offenbar das Kalkül dahinter, dass die Nachrichtenleute, Kollegen beim ZDF, die wissen doch, in so einer Pause, da geht man dann gerne die sanitären Anlagen besichtigen, vor allem, wenn eine harte politische Meldung oder so reinkommt. Deswegen versuchen sie, die Leute vom Pinkeln abzuhalten, dadurch, dass sie mit dem Fußballthema da daherkommen. Ob das funktioniert, keine Ahnung, aber ich würde viel darauf wetten, dass das der Gedanke war dahinter. Also ich würde wetten, dass sie einfach die Quote hochschießen lassen wollen. Ja, und dann ist doch das Gleiche. Am Ende des Jahres sagen können, wir haben die besten Einschaltquoten fürs Heute-Journal ever. Ja, aber Thilo, du sagst doch mit anderen Worten genau das Gleiche. Wenn ich versuche, Leute am Schirm zu halten und sie nicht wegwandern zu lassen, dann dient das der Quote. Ist doch Jacke wie Hose. Wir sagen doch das Gleiche. Ja, aber ich gehe davon aus, dass Klaus Kleber auch junge, neue Leute, neue Zuschauer gewinnen will. Und dann bleiben die dran, haben die Fernbedienung noch nicht gefunden, um umzuschalten. Und dann sehen die Klaus Kleber und dann erzählt er ihnen auch noch was vom Fußball. So, aber gut, das war das wichtigste Thema für die Heute-Journal-Mannschaft an diesem Tag. Was war denn das zweitwichtigste Thema? Das kann ja nicht mehr so wichtig sein, oder? Manuel Neuer kommt ins Tor. Alles andere ist unwichtiger. Zum Beispiel dies. Technisch gesehen geht es in Irland gerade um ein Detail der Verfassung und des Strafgesetzes. Die Regeln zur Abtreibung, die in Irland so streng sind, dass die Abtreibung als eigene Entscheidung der Frau unmöglich wurde. Sogar dann, wenn die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung ist. So war das praktisch immer. Für viele Iren ein Ausdruck der irischen Seele, einer tief katholischen, konservativen Haltung. Und diese Haltung wurde nun von einer Zweidrittelmehrheit der Stimmen weggewählt. Die Antwort des Volkes auf eine juristische Einzelfrage wirkt wie eine Revolution. Also, eine Revolution in Irland ist unwichtiger als Manuel Neuer im Tor von Deutschland. Tja. Was ist noch unwichtiger? Vielleicht haben sie es nicht nach Wichtigkeit geordnet, sondern nach Audience Flow. Audience Flow ist vielleicht auch wichtig. Ja, aber nee, ist es nicht. Ist das die Aufgabe? Sollten die Öffentlich-Rechtlichen das überhaupt oder ist das ja schon Privatfernsehen? Bei Privatfernsehen naja, das Witzige an diesem Audience-Flow-Argument ist ja, dass die das selber nennen. Klaus Kleber das immer verbindet mit: Ja, da können wir, also da erreichen wir Menschen, die wir sonst mit dem Heute-Journal nicht erreichen, was für mich immer heißt, da tricksen wir die so ein bisschen aus. Wir bringen ihnen dann nicht die wichtigste Nachricht zuerst, sondern wir machen dann so eine, die ihnen gefällt. Und da würde ich sagen, okay, da haben wir auch Facebook für, ja. Dafür brauchen wir jetzt nicht
Mr. Audience Flow, Master of the Ceremony, Klaus Kleber, der irgendwie eine Halbzeit gestaltet, künstlerisch, um die Leute reinzutricksen. Nee, sind gar keine gruseligen Nachrichten. Wir machen erstmal hier ein bisschen neuer. Gut. Was war weiterhin unwichtiger als Manuel Neuer? Das Thema Korea, Frieden in Korea. Und ihr beiden habt jetzt mal die Aufgabe, irgendwie uns zu erklären, wie diese Einblendung, die ihr gleich sehen werdet, überhaupt zustande kommen kann. Und darum ist es so wichtig, dass Hans Jessen als alter Nachrichtenmacher dabei ist, weil du kannst es vielleicht in irgendeiner Weise besser nachvollziehen als Stefan Schulz. Gerade jetzt, da Präsident Trump seine Haltung zu einem Nordkorea-Gipfel sprunghaft wie ein Balletttänzer wechselt, ja, du auch, signalisieren die Anführer der beiden Koreas, dass sie nicht rein, raus und wieder rein wollen, sondern vorankommen. Jawohl, überraschend haben sie sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen getroffen. Guck. 2 Stunden lang sprachen Kim und Moon wieder im Grenzort Panmunjom, diesmal auf nordkoreanischer Seite. Ihr Ziel, das Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Trump. Auch die bilateralen Beziehungen waren Thema. Ergebnisse will Moon erst morgen bekannt geben. Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Was haben die denn da gesendet? Aus Versehen, ja, die philippinischen Präsidenten, oder? Jetzt, ich sag unseren Hörern doch erstmal, was da gestanden hat. Ach so, ja, da stand Bilder aus Irrtum nachträglich geändert. Also die Online-Version hat andere Bilder als... Ja, also ich weiß ja nicht, was wir jetzt gesehen haben, war ja offenbar eine Art reparierter Fassung, richtig? Mediathek, das kam aus der Mediathek jetzt. So, das heißt, das ist die reparierte Fassung. Da ich nicht weiß, und die war nicht besonders elegant, aber gut, haben sie dann gemacht. Ich habe ja keine Ahnung, was die originale reparaturbedürftige Fassung gewesen war. Kannst du mir wahrscheinlich sagen? Einfach Bilder vom ersten Treffen oder so. Ja, das Ding. Ich weiß es ja nicht. Die Bilder, die jetzt nachrepariert wurden, wurden ja durchgängig untertitelt mit, die haben wir ausgewechselt. Das heißt, die müssen ja natürlich die ganzen Bilder falsch gesendet haben. Ja, nee, also nicht notwendigerweise. Das kann man schon so machen, wenn man sagt, das waren Schnittbilder, knapp 30 Sekunden, also 25, weiß ich nicht, dass man dann sagt, wir machen diesen ganzen Clip neu, wobei vielleicht nur die Hälfte davon neu ist, aber die Bauchbinde legen wir dann über die ganzen 25 Sekunden drüber, dass jeder weiß, dieser Clip ist neu gemacht worden. Das ist nicht der, den ihr am Original gesehen habt. Aber spannender für mich wäre wirklich, was verdammt nochmal ist tatsächlich live zu sehen gewesen. Es können ja nur die Archivbilder vom ersten Treffen gewesen sein. Also. Du meinst kurz Weihnachtsansprache vom falschen Jahr. Ich, keine Ahnung. Aber ich sag mal so, liebe Hörer, es hören ja viele nur audiomäßig zu. Es ist scheißegal, worüber wir gerade reden. Bilder spielen echt keine Rolle. Schnittbilder kann man halt austauschen, ja. Also an so was sieht man es dann. Ja, es ist im Grunde scheißegal, was sie da gezeigt haben. Klaus will ja neue Audiences erreichen. So, jetzt gucken die zum ersten Mal nach 5 Jahren wieder ZDF Heute Journal, weil sie dran geblieben sind. Sehen, oh Gott, Manuel Neuer, Topmeldung, was ist das für ein Scheiß? Da, 5 Minuten später, falsche Bilder. Oh. Nee, das haben sie doch, ach so. Sie haben falsche Bilder gesehen. Sie haben falsche Bilder gesehen. Ja. Aber sie wussten offenbar nicht, dass die Bilder. Ja, noch schlimmer. Das wusste man dann erst, als es in der Mediathek mit der Korrektur Bauchbinde zu sehen oder war. Oder sehr viele Oma Ernas haben angerufen. Ja. Mitten in der Halbzeit gesagt, Klaus, so geht's nicht. Das ist mir aufgefallen. Ja. Diesmal ist es sogar mir aufgefallen, Klaus. Ja. So. In der Regel kommt der Anruf sozusagen noch während der laufenden Sendung, was einem Sender auch auffällt. Da kann man es aber nicht reparieren, sondern sagt man sofort, wenn das Ding durch ist, reparieren. Ich habe keine Ahnung, ist natürlich besonders peinlich, wenn das an so einem Tag mit so viel und dann auch noch extra Publikum passiert, aber shit happens und glücklich der, dem das nie widerfahren ist. Gut, wir müssen mal hier durchkommen. Ich habe mal zusammengefasst, was war noch unwichtiger als Manuel Neuer? Die Pläne von Innenminister Seehofer für sogenannte Ankerzentren ziehen immer mehr Kritik auf sich. Im Mittelmeer sind in diesen Tagen wieder mehr als 1.500 Menschen aus Seenot gerettet worden. In Frankreich haben landesweit erneut Zehntausende gegen den Reformkurs von Präsident Macron demonstriert. Ja. Und was war für Klaus persönlich noch unwichtiger als Fußball? Unsere Kinder, eure Kinder, von euch beiden zum Beispiel.
Das Gesetz in Deutschland gibt Eltern einen Anspruch auf Kita-Plätze. Die Realität? Moment, ich will es mal anders anmoderieren. Stellt euch vor, diese Abschlussmoderation wäre die Anmoderation der Sendung geworden. Versperrt ihn, weil ein Gesetz keine Plätze schaffen und keine Erzieher schnitzen kann. Und trotzdem muss Politik Wege finden, die selbstgesetzten Gesetze zu erfüllen. Das Wort muss ist da ernst zu nehmen, denn Eltern können auf Schadenersatz klagen. Und trotzdem geschieht nicht genug. Heute protestieren Betroffene zu Tausenden in Berlin. Ja, das ist doch mal gut. Wenn jetzt nicht Fußball gekommen wäre, hätte es jeder gehießen, Rentner wissen es schon. Man kann sich arm wohnen. Da ist ja, dann nehmen wir mal Fußball, da gucken noch viele Junge zu. Mach mal was zu Kindern. Es gab doch eine Demo. Also Einzige, was mir eingefallen ist, eigentlich für den Audience-Flow hätte Klaus noch ein Fußballtrikot tragen müssen. Ja, dann wäre er ja Aktivist. Das kann ja aber auch nach hinten losgehen. Bestimmt. Meinst du, wenn er in Holland anzieht und das als Snickers-Werbung sich später herausstellt? Ja. Gut. Kommen wir jetzt mal zu einem Lügner, der gar kein Lügner ist. Stefan, kann sein, dass Hans nicht weiß, wer James Clapper ist. Kannst du mal kurz Hans war erklären? Das der ehemalige CIA-Chef? James Clapper war der Sicherheitsberater oder wie das heißt. Also der sozusagen NSA-CIA-Fäden zusammenführt im Weißen Haus. Ja, aber war er nicht auch bei der CIA selber davor gewesen? Also ich glaube, er kommt... James Clapper war, glaube ich, alles mal. Ja, NSA, alles mögliche. Okay. So, und wir haben ja über Jahre immer behauptet, auch in diesem Podcast, James Clapper hat die Welt angelogen, als er im US-Kongress gefragt wurde, überwacht die NSA Millionen, hunderte Millionen von Amerikanern. Und er hat ja da Nein gesagt. Und das Ding ist, er hat da nicht gelogen, Stefan. Er hat aber nur einen Fehler gemacht. The president's calling me a lying machine. Well, okay. What that stems from is an exchange I had with Senator. Bevor wir diesen Clip gucken, erklärst du erstmal, in welcher Sendung ist er denn da zu Gast? The View. Was ist The View? Ist das so wie. Gibt es da eine deutsche Variante? Es gab mal eine. Echt? Kaffeeklatsch hieß sie, glaube ich. Kein Scherz. Kein Scherz, Ralf Morgenstern sitzt mit vier Frauen da. Stimmt. Und es wird zack, 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 eine Stunde lang. Stimmt. Ja. Das ist The View. Das ist Hans, ich meine, das heißt, also immerhin heißt das hier The Political View. Das Wort Political kommt schon auch mit drin. Nein, das hat man jetzt reingeschrieben, seit Trump Präsident ist und man nur noch über Trump redet die ganze Zeit. Ja. Aber im Kaffeeklatsch-Stil. Ich kenne ja noch nicht mal die Sendung Kaffeeklatsch. Ich bewundere, was du alles guckst, Stefan, oder geguckt hast, als es das noch gab. Ja. Ja. Ich mich auch. Gut. Jetzt können wir es gucken. Also, James Clapper sitzt da. Ich fange nochmal von vorne an, weil er behauptet, irgendwie, er wird als Lügenmaschine bezeichnet. Naja. The president's calling me a lying machine. Well, okay. What that stems from is an exchange I had with Senator Wyden 5 years ago in March of 2013 about a surveillance program, and he was asking me about one, and I was thinking about another. So I made a mistake. But I didn't lie, so that's what occasioned... So what you're referencing, though, is that when you said, when you were talking about James Snowden blowing the whistle on the NSA illegally spying, and in 2013 when you were asked about it, you said no. So that is a lie. And no, I think, isn't a lie. I'm sorry. Okay. It isn't a lie. I was thinking about something else. Ach so. Another program. I can get at all the technical details about... He was asking about the metadata program. And the euphemistic way he asked about it, I didn't break the code. Well, I was thinking of another program that we'd just gotten renewed, Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act. And by the way, had I been on the same page with him and understood what he was asking me, I'd have still been in a bad place because at the time that program was classified. And just on the face of it, I've been trotting up the hill testifying for 20 or 25 years, dozens of hearings, hundreds of questions, and always tried to answer them straight. But gee. Just for a change of pace, I think I'll lie on this one question. And by the way, do it on live television in front of one of my oversight committees. Really? Well, no. Hätten wir das geklärt? Ja, also dass das überhaupt möglich ist, ja. Ja.
Das ist relativ nah dran an dem legendären Satz von Heiner Geißler. Helmut Kohl habe einen Blackout gehabt, als er über bestimmte Aspekte der Parteispendenaffäre etwas Falsches. Der hat nicht gelogen, der hat einen Blackout. Ja, aber hier hat einer nicht gelogen, nicht? Sondern er war geistig einfach bei einer anderen Veranstaltung. Ja. Er hat die Unwahrheit gesagt, aber es fehlte ihm der bösartige Vorsatz, der ja der Lüge inhärent ist. Ja, also die Geschichte ist ja so, Snowden hat es ja auch im Fernsehen gesehen. Und man hat ja im Nachhinein viele Vorwürfe bekommen, warum hast du nicht die internen Abläufe genutzt und so. Es gab doch da Möglichkeiten, sich zu beschweren, auf Sachen hinzuweisen und so weiter. Das hat er ja alles schon über Jahre immer mal wieder versucht, geplant, Andeutungen gemacht, aber unter Obama war das einfach nicht möglich. So. Und diese Lüge hier von James Clapper war sozusagen sein, jetzt ist aber das ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ich hake jetzt nochmal nach, ich kriege jetzt den Kontakt zu Glenn Greenwald und so weiter. Und dann ein halbes Jahr später hat es ja alles dann, oder ein Jahr später ist es dann, hat er dann sozusagen, ist an die Öffentlichkeit gegangen. In der Hinsicht, okay, ja, also wenn das jetzt so der letzte Funken war, der Snowden dazu gebracht hat, das alles aufzudecken, würde ich sagen, okay, dann nehmen wir das mal als historisches Datum hin, das war halt so. Aber diese Erklärung, die er jetzt hier nachschiebt mit, naja, der hat mich zu dem Programm gefragt, aber ich hatte ein anderes Programm im Kopf. Ja, was ist denn das für eine Erklärung? Das ist ja noch blöder als Blackout. Das ist ja so, als würde man die ganze Zeit als Landwirtschaftsminister sagen, ach so, Sie haben gerade über die Landwirtschaft, ich hab an meinen Garten gedacht. Ja. Ich hab an meinen Feierabend gedacht, zu Hause, wenn ich mit dem Baum, ich wusste nicht, dass Sie die ganzen Wälder gerade meinen mit der Frage. Ja. Und das, sind wir im Parlament? Ist das ein Untersuchungsausschuss? Ja, das ist so krass, ja. Einfach damit zu kommen. Ich habe da einfach an eine andere Sache gedacht und habe halt geantwortet. Also, und dann noch dieses, ja, und selbst wenn ich die Frage richtig verstanden hätte, hätte ich auch gelogen, weil es war ja alles geheim. Nee, da gesagt, dann hätte ich tatsächlich lügen müssen, so ungefähr. Dann hätte ich lügen müssen, ja, dann hätte ich genauso gesagt, weil es ist ja geheim. Und das ist einfach, also, unfassbar, ja, so insgesamt. Ich finde es auch krass, dass man jetzt einfach, ich meine, wir hatten schon jetzt, dass George W. Bush einfach bei Colbert ist und die auch eine tolle Zeit haben und so, dass das jetzt im Fernsehen so als, ja, das ist jetzt der Abschluss, also bevor jetzt wirklich, also ich meine, er ist ja schon lange Rentner jetzt und so, ja, aber das ist sozusagen sein Ausstieg aus der Politik, hier nochmal erklären, das ist doch lächerlich und so. Das ist schon wirklich hardcore. Gut, können wir Themenwechsel machen? Gerne. Wir kommen jetzt mal zu unserem Hardcore-Thema für diesen Podcast, diese BAMF-Affäre. Mhm. Und ich würde mal sagen, bevor du mit deinem... Welche? Ja, darum geht's ja. Darum ist Hans ja jetzt auch dabei. Wir gucken auch nach Bremen. Ich habe Radio Bremen geguckt. Ne? Ich habe schon viel davon gehört, viel gelesen, aber den Skandal habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja, du hast ja auch Clips mitgebracht. Zu denen kommen wir jetzt zuerst. Aber vorher lassen wir uns mal... Ich habe Clips mitgebracht? Ja, ich sehe doch hier in deiner Liste. BAMF Bremen steht da. Ach so, ja, wahrscheinlich. Mal gucken, was das ist. Ja, pass auf, Moment, wir gucken erstmal Kind. Stefan war gerade im Kopf bei einem anderen Programm. Wir gucken erstmal. Ich bin noch bei Dienstag. Wir gucken mal die Kindernachrichten. Wie erklärt Logo, was beim BAMF bzw. in der Politik gerade los ist? Schauen wir mal. Jutta Kort hat eine wichtige Aufgabe. Oh. Sie ist die oberste Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Eine riesige Behörde mit mehreren tausend Mitarbeitern an vielen Orten in Deutschland. Das BAMF entscheidet, ob ein Flüchtling Asyl, also Schutz... Ich finde gut, dass die Asylbewerber Kopftücher tragen. ...bekommt. Weil Deutschland nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann, gibt es Regeln und Gesetze. Sie legen fest, wer bleiben darf und wer nicht. Als Chefin muss Jutta Kort darauf achten, dass sich alle ihre Mitarbeiter an diese Regeln halten. Einige Menschen meinen, das hätte sie nicht ausreichend gemacht. Sie sagen, seit Jahren gebe es Hinweise, dass Mitarbeiter in Bremen gegen die Regeln verstoßen hätten. Sie werfen Kort vor, sich zu wenig und zu spät um auf. Kannst du mal ganz kurz, Stefan, beschreiben, wie diese Figur in der Mitte aussieht? Wie Kenny, nur die Kapuze ist nicht ganz so eng gezogen. Nein, also die Augen im Vergleich zu den anderen. Ja, ein bisschen ungehalten. Ne, die sind alle drei sehr ungehalten, würde ich sagen. Aufklärung gekümmert zu haben.
Andere sagen, die Regelverstöße hätten vor vielen Jahren stattgefunden, lange bevor Jutta Kort oberste Chefin wurde. Nicht sie, sondern ihre Vorgänger hätten Schuld an der Situation. Dennoch wird jetzt diskutiert, ob Jutta Kort ihren Job als oberste Chefin abgeben sollte. Es ist zwar noch nicht geklärt, ob sie wirklich Fehler gemacht hat, aber als Chef oder Chefin muss man manchmal auch für Fehler gerade stehen, die andere begangen haben. Ist zu Ende? Ja, Hans war sehr gut. Erstmal Strikes ist zu Ende. Ich will es auch gleich nochmal kommentieren. Ja, dann mach Hans erst. Achso, soll ich erst? Ja, wenn Hans jetzt diese Kindernachrichten nicht auf Kinderwahrhaftigkeit ja. kommentiert. Also irgendwer hat mich auf Twitter darauf hingewiesen, ach, der Logo hat mal wieder, die Kindernachrichten sind noch so viel besser, Logo kriegt's hin und heute Journal nicht und so weiter. Und die glauben immer, ich steige dann drauf ein und denke, oh, selbst Logo ist besser als heute Journal. Nee. Kindernachrichten, ja. Also ich möchte gern, dass ein Mensch mit den Kindern redet und etwas erklärt und nicht hier so ein Animationsscheiß, bei dem es alle 3 Sekunden blub, 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 blub macht. Da bleibt doch nichts hängen. Ich meine, Fernsehen hat einige Defizite und so weiter. Es ist kein Dialog möglich und so, ja. Aber mindestens so tun, wie bei den Erwachsenen, irgendeinen Klaus Kleber hinstellen und es erzählen lassen, statt das in so einer Animation zu verstecken. Das ist doch gruselig. Nee, Logos sind nicht die besseren Nachrichten als die Erwachsenen-Nachrichten. Ja. Wacht auf, Leute, wenn ihr mir sowas auf Twitter schreibt. Hans, Kommentar? Mir ist völlig unklar, was da eigentlich das Thema sein sollte. Ja, mir genau. Auch. Was soll das die Kinder interessieren? Die Frage, ob Kort im Amt bleiben kann oder nicht, das ist an der ganzen BAMF-Geschichte die unwesentlichste. Achtung, Aufwachen-Glossar, das sind Journalistenfragen. Ja, das stimmt. Dann sind schlechte Journalistenfragen. Aber es sind Journalistenfragen. Ja, ja. Ja, was interessiert das die Kinder, ehrlich? Das ist völlig... So, komm doch mal mit deinem Clip jetzt, bevor ich dann einsteige. Ach so, ja, ich wollte eigentlich nur einen Witz machen das letzte Mal. Ich habe jetzt gar nicht so viel. Also ein kleiner Clip. Ich will nur mal die Zahl. Ja, es wird so wie geredet über Probleme strukturell und so. Wir wissen ja, BAMF, das ist das Gleiche wie bei diesem ganzen Hartz-IV-System. Danach gibt es recht viele Rechtswege, die eingeschlagen werden, weil man mit den Entscheidungen nicht so ganz zufrieden ist. Und da wird ziemlich viel revidiert. Man hat mittlerweile fast 5000 Fälle, in denen die Richter sagen, nee, das BAMF war hier ein bisschen zu streng. Das muss man hier andersrum drehen, ja? Also 4700 oder so. Wir spiegeln das mal kurz mit dieser Zahl, die jetzt hier genannt wird, bei dem eigentlichen Skandal, weshalb jetzt alle hier einen Untersuchungsausschuss wollen und so. Mitte April war bekannt geworden, dass die BAMF-Außenstelle in Bremen mindestens 1200 Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Alter, 1200 von einer Million? Oh, krass. Ich würde sagen, das ist eine halbgare AfD-Demo, ja. Da kann man ungefähr, wenn man sich fragt, was ist denn eine Million Flüchtlinge? Also bei 1200 kann man es, glaube ich, gut überschätzen. Das ist so das, was in diesen kleinen Kreis, der früher von der Mauer umrandet war, beim Brandenburger Tor, ja. Das sind 1200 Leute. Kann man sehr gut überblicken. Ja, absolut kein strukturelles Problem. Außerdem, das habe ich schon bei der allerersten Thematisierung von dem ganzen Zeug gesagt, in meinem Talkradio oder keine Ahnung, welche Ausgabe das war. Hier gab es keine Bestechung oder so, ja, sondern da hat einfach mal einer nicht diesen Hardcore-Pfad eingeschlagen, der irgendwie von der Politik verordnet und über McKinsey irgendwie durchgeprügelt wurde, sondern da wurde einfach mal entschieden, nee, ich glaube, du brauchst Hilfe, also darfst du hier bleiben. Wäre meine Lesart. Aber gut, es gibt Leute, das wird skandalisiert, okay. Ich finde ja, ich finde das... Lass mich kurz das dazu sagen, weil ich finde, man muss die Ebenen auseinanderhalten. Auf der einen Seite sind 1200 Fälle gemessen an einer Million absolut relativ wenig, das stimmt schon. Außerdem ist der Satz 1200 Asylgenehmigungen oder positive Bescheide wurden rechtswidrig erteilt, der wird ja so verstanden, als wenn die alle nicht hätten kommen dürfen. Tatsächlich ist es aber so, das ist ein großer Unterschied, dass in 1200 Fällen das Verfahren nicht richtig eingehalten wurde. Wenn das Verfahren richtig gewesen wäre, wie viele von den 1200 auch dann anerkannt worden wären, ist eine ganz andere Sache. Also zu sagen, aus 1200
verfahrenstechnisch fehlerhaften Sachen zu machen, 1200 sind haben gar kein Recht auf Asyl her, das ist eine Verdrehung von Tatsachen. Das ist die eine Ebene, da gebe ich euch recht. Die andere Ebene ist aber, was hier offenbar passiert ist, ist, dass in der Tat die damalige langjährige Leiterin dieser Bremer BAMF-Außenstelle schlicht und einfach Regeln, die nun mal gelten für die Verfahren, eigenmächtig außer Kraft gesetzt hat. Das ist nicht dann vielleicht auch etwas konservativ. Das kann auch nicht damit entschuldigt oder begründet werden, dass man sagt, mir geht es doch darum, den Menschen zu helfen. Das mag ihre Motivation gewesen sein, aber sie untergräbt dadurch Systeme und Verfahren sind auch Systeme, wo man sich darauf verlassen können muss, dass die Regeln eingehalten wird. Wer aus möglicherweise menschenfreundlicher Motivation diese Regeln eigenmächtig außer Kraft setzt, und das hat sie offenbar getan, der untergräbt das ganze System und schadet am Ende den eigenen Zielen, den gutmenschlichen Zielen vermutlich mehr, als dass es ihr nützt. So, und diese Ebene, finde ich, darf man nicht vergessen. Das ist aber nicht der Lauf der Diskussion. Der Lauf der Diskussion ist nicht, also ich habe ja gerade meine Privatmeinung gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn einfach mal jemand ein bisschen Humanismus da walten lässt, sondern die politische Diskussion ist ja erstens Vorwürfe hinsichtlich Korruption und zweitens, dass Dobrindt als Bundesminister irgendwie ankommt und irgendwas von der Industrie, ja, von der Anti-Abschiebeindustrie und sowas erzählt. Ja. Und auf der Ebene findet das nun, ist also das kann man, glaube ich, heute schon sagen, auf der Ebene muss man denn nicht weitergraben. Nein, muss man auch nicht. Und das ist, im Grunde bestätigst du damit das, was ich meine. Das kann gut sein, dass die Frau B aus B in bester menschenfreundlicher Absicht gehandelt hat. Nur sie liefert denjenigen politische Munition, die ganz andere Ziele verfolgen. Das ist genau. kontraproduktiv, das ist politisch auch dumm und es ist rechtsstaatsgefährdend. Ja. Das Problem ist ja, das, was in Bremen passiert und passiert ist, ist ein Symptom unserer Verwaltungskrise. Und das kommt ja medial jetzt erstmal in den letzten Wochen überhaupt nicht durch. Wir wissen es auch besser. Wir gucken uns das gleich einen Bericht an von der ARD im Regierungsbericht. Man soll es nicht glauben, der wunderbar ist, der wichtig war und der jetzt das alles mal ein bisschen auf den Kopf stellt. Weil am Ende vom Kopf auf die Füße stellt. Genau. Entschuldigung. Und wir fangen mal an mit Thomas Baumann, weil ich habe ja die Sendung geguckt und Thomas Baumann gleich mit seinem ersten Thema und er, also bevor der Beitrag überhaupt angefangen hat, hat er mich schon von den Socken geholt, weil was ist mit Thomas Baumann los? Wie moderiert er das an? Dabei verdeckt dieser Skandal, so unser Autor Thomas Kreuzmann, dass die Praktiken bei der Vergabe von Asylbescheiden auch ohne bewusste Manipulationen höchst fragwürdig sind. Das ist ja revolutionär für Thomas Baumann. Mhm. Verdecken, höchst fragwürdig. Also das ist ja, wo sind wir denn? Da ist ja etwas auf der Spur. Ja. So, wir gucken uns jetzt diesen Beitrag an, in Gänze. Weil es ist wichtig, dass unsere Hörer und Zuschauer das auch verstehen, was da eigentlich los ist. Und worum es bei diesem BAMF, bei dieser BAMF-Affäre überhaupt geht. Und ich meine, wir können ja mal, ich weiß nicht, was wir damals im Podcast gesagt haben, als das angefangen hat, dass de Maizière da in der BBK gesessen hat und dann so, ja, BAMF und wir werden da jetzt eine Menge einstellen, wir werden da jetzt eine Menge machen. Ja. So, die mussten ja irgendwo herkommen. Ne? Also das BAMF braucht in ganz deutschlandweit Personal. Mhm. Und zwar Fachkräfte. Es geht hier um Leben und Tod. Es geht um Fachkräfte und dieser Beitrag bestätigt das, dass hier nur ausschließlich Fachkräfte engagiert wurden, die ganz klar dafür sorgen, dass jeder Asylbewerber ein faires, rechtsstaatliches Verfahren bekommt. Sie kamen zu Hunderttausenden und bekommen humanitäre Hilfe. Aber der Rechtsstaat muss auch Identitäten, Herkunftsländer und Asylansprüche prüfen. Möglichst schnell, denn die Politik steht unter Druck, den sie massiv ans Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weitergibt. Die Behörde verdreifachte zeitweise in kürzester Zeit ihr Personal. Vor allem mit Quereinsteigern, ohne Erfahrung mit dem Asylrecht. Ich bin von Haus aus Geisteswissenschaftler und habe mit der Juristerei eigentlich gar nichts zu tun. Und ich bin über ein Angebot der Bundesagentur für Arbeit damals sehr schnell zum BAMF gekommen.
Der damalige Arbeitsagenturpräsident Weise wurde 2015 gleichzeitig auch Präsident des Bundesflüchtlingsamts. Er entlastete die Arbeitslosenstatistik und füllte so die Reihen beim BAMF. Dafür. Das ist schön. Ein schöner Spruch. Ja. Glückwunsch hier an die Autoren für so viel revolutionäre Texte. Wurden Anhörer und Entscheider im Schnellverfahren ausgebildet. Die Ausbildung war keine Ausbildung, das war ein pragmatisches Anlernen. In den Einführungen und Schulungen wurden ganz kurz abrissartig die wenigen ganz relevanten Paragraphen aus dem Asylgesetz und dem Ausländerrecht durchdekliniert. Der Ablauf einmal aufgezeigt, wo kommt der Antragsteller an, was passiert dann, was wird gefragt. Das alles hat zusammen maximal 4 Wochen gedauert. In knapp einem Monat zum Entscheider, ohne dass etwa wichtiges Wissen über die Lage in Herkunftsländern vermittelt wurde. Alles schnell, schnell. Denn der politische Druck war und ist hoch. So ein weiterer Insider. Die Kanzlerin hat gesagt, wir schaffen das und das ist umgesetzt worden. Wir hatten 40.000 Bewerbungen, aber bei der Bewerberauswahl wurde vorgegeben, nur die zum Gespräch einzuladen, die möglichst sofort verfügbar sind. Die eigenen Ansprüche, einen Juristen oder Rechtspfleger zu bekommen, hat man hinten angestellt. Ja, wir haben hier 40.000 Bewerber, davon können aber nur 20.000 sofort anfangen. Ja, sind die gut? Nee, die Guten können erst einen Monat anfangen. Ja, dann nehmen die Schlechten. Ja, die können aber nichts. Ja, scheißegal. Können die lesen? Ja, gut. Für enormen Arbeitsdruck sorgte auch die private Beratungsfirma McKinsey. BAMF-Chef Weise hatte sie schon in die Arbeitsagentur geholt. Er drückte wie seine Nachfolgerin Jutta Kort aufs Tempo bei Asylentscheidungen. Eine Zeit lang war die Vorgabe 7 Fälle pro Tag. Es wurde uns so vermittelt, das kam von McKinsey, die hatten das so ausgerechnet, was aber nie jemand geschafft hat. Da wurde sehr hoher Druck gemacht. Später wurde das Tagessoll auf 3 reduziert und schon daran sieht man, wie absurd das vorher war. Man sagt einem Entscheider, du bringst die Zahlen, die wir dir vorgeben, oder du bekommst eine schlechte Bewertung und dann wird dein Vertrag nicht entfristet. Eile statt Sorgfalt. Dabei nimmt ein einziger komplexer Fall schon mal einen ganzen Tag und mehr in Anspruch. Der gewünschte Effekt aber ist eingetreten. Wurden 2015 noch 283.000 Erst- und Folgeanträge entschieden, gab es 696.000 und 603.000 Entscheidungen bis 2017. Nur um welchen Preis? Wir mussten feststellen, dass Leute anerkannt wurden, die überhaupt keine Syrer waren. Wir haben ja die Identitäten nicht geprüft. Im Zweifelsfall wurde man bei Nachfragen beschieden. Die können dann ja klagen. Dann sollen das die Gerichte klären. Er sagt, BAMF-Mitarbeiter hätten resigniert und würden im Zweifelsfall lieber Asylsuchende anerkennen, statt sich viel mehr Arbeit mit einer Ablehnung zu machen. Doch das Bild ist uneinheitlich. Tatsächlich wurden etwa in Bremen oder Bingen Asylbewerber auffällig oft durchgewinkt. In Schweinfurt oder Zirndorf dagegen abgelehnt. Bei diesen Strukturen ist sie wohl ein Glücksspiel. Die Entscheidung über Asylanträge im Rechtsstaat Deutschland. Tja. 7 Fälle pro Tag. Musst du dir mal reinziehen. Du hast einen 8-Stunden-Tag, kommst da rein und dann auf einmal hier. Ein Fall, wo du wahrscheinlich einen Tag für brauchst, hier in einer Stunde ab. Oh, ich weiß ja nicht genau, was sie da alles machen müssen. Der Knaus hat dir doch erzählt im Gespräch, die Niederländer machen das ganz gut. 2 Gespräche gehören da dazu. Und 2 in einer Stunde. Hallo, McKinsey hat ausgerechnet, dass 7 gehen. Ja, das ist eben dieser Punkt, dieser McKinsey-Ding, Weise. Ich glaube, diese ganzen Hartz-IV-Sachen müsste man mal genauso aufarbeiten wie diese Asylsachen. Ich glaube, da steckt Feuer drin. Nicht Pulver, sondern schon Feuer. Was ist mit Hans los? Gibt's denn ich noch? Höre zu. Ja, ja. Was hast du denn zu dem sehr guten Beitrag zu sagen? Findest du den nicht gut? Also ich habe mit dem Autoren am Montag über den Beitrag gesprochen und ihn dazu beglückwünscht, weil ich auch fand, das war ein gutes Stück Journalismus. Und ich kann euch mal sagen, dass in der Schaltkonferenz am Montagmittag, wo die Sendung dann ARD-weit besprochen wird, war es ein ARD-weites Lob für diesen Beitrag. Also, gut, da haben auch die Kollegen gemerkt, nee, das war gut.
Und es war relativ außergewöhnlich, das stimmt schon. Das war ja ein Stück, das ohne Politiker-O-Töne und Statements ausgekommen ist, sondern das in angemessener Form einen problematischen Sachverhalt dargelegt hat. Das ändert überhaupt nichts daran, an den kritikwürdigen Zuständen und Verfahrensfehlern in Bremen. Aber es wurde hier deutlich gemacht, es gibt eine strukturelle Schwäche, die dann auch solche Fehler möglich machen. Und das eigentlich tiefergehende Schiff ist eben das hier, dass in einer sicherlich politischen Drucksituation haufenweise Leute reingeholt wurden, die keine Qualifikation hatten. Das hat es im Übrigen nach dem Zweiten Weltkrieg auch gegeben, als in Deutschland entweder Neu- oder Junglehrer, die eigentlich gar keine waren, in 3-Monatskursen zu Pädagogen, in Anführungsstrichen, ausgebildet wurden, dann auf die Kinder losgelassen wurden. Darunter haben Generationen von Schulkindern gelitten. Also unter Zeitdruck unqualifiziertes Personal reinzuholen, das scheint kurzfristig ein Problem zu lösen. Tatsächlich schafft es langfristig viel größere Probleme. Und das zeigt sich jetzt hier auch. Und weil das offenbar wurde, war das einfach ein gutes Stück. Jetzt habe ich aber zwei Fragen an dich als alten ARDler. Warum haben die anderen ARD-Journalisten, die täglich Nachrichten machen, diesen Beitrag nicht gesehen? Warum laufen die immer noch einer anderen Affäre hinterher? Beziehungsweise machen die Kort-BAMF-Asylbetrug-Sache zu dem großen Thema? Dabei ist doch das riesengroße Thema das. Ja, also das eine hebt das andere nicht auf oder macht das andere nicht unwichtig. Du bleibst ja. Das jetzt versendet. Also ich habe das jetzt nirgendwo anders die Tage in irgendeiner Weise gehört. Ich habe es in vielen Artikeln gelesen, dass gesagt wurde, also dass der Gedanke schon aufgegriffen wurde, gesagt wurde, Mensch, was waren das eigentlich für Verhältnisse? Bei diesem ersten großen Andrang, was waren das für Verhältnisse, unter welchen Bedingungen wurden Entscheidungen getroffen? Also die Problematik, die da drin steckt, die wurde schon medial aufgegriffen. Gut, und zweite Frage, warum bekommen wir solche Berichte im Regierungsbericht nur einmal im Jahr geführt? Ich weiß nicht, ob die Statistik stimmt, ich wünsche es mir auch. Ich gucke jede Folge. Ja, gut. Seine Lieblingsserie. Ja, die Lieblingsserie. Vielleicht, meine Lieblingshosts. Vielleicht würden die auch noch mehr auffallen. Ja. Aber es stimmt schon, der politische Journalismus richtet sich manchmal zu häufig, welcher Kopf rollt, welches ist der neue Kopf, welches ist der Gewinner, welches ist der Verlierer. Es ist eine Form von gefährlicher, falscher Personalisierung von Politik. Ja, du hast jetzt eine perfekte Anmoderation für die andere Sendung gegeben, weil der Regierungsbericht im ZDF kommt ja eine halbe Stunde später. Und wir kontrastieren mal den Beitrag, den wir gerade im ARD-Regierungsbericht gesehen haben, mit dem im ZDF, weil der hat so angefangen. Nun ist es auch sein Problem ausgerechnet. Der Mann, der die Obergrenze wollte und nun seit 10 Wochen Innenminister ist. Du liebst das beim ZDF. Ach ja. Als hätte man denen so einen Honigtopf hingestellt. Der Schattenmann. Ja. So. Jetzt habe ich mal ein paar Aspekte gestückelt. Wir kommen mal zuerst bei diesem BAMF-Skandal zu den Verantwortlichen, die vor Seehofer im Innenministerium, im BAMF was zu sagen hatten oder Altmaier im Kanzleramt. Was sagen die denn? Ja, und ich finde das Ende, beziehungsweise das, was zu Thomas de Maizière gesagt wird, sensationell. Und die Regierung? Peter Altmaier, von Angela Merkel zum Flüchtlingskoordinator gemacht, will nicht sagen, er habe nur koordiniert, verantwortlich sei der Minister geblieben. Ich habe nur Befehle ausgeführt, ich weiß nicht. Das war Thomas de Maizière. Der will auch nichts mehr sagen, er sei raus. Bleibt der Nachfolger. Sensationell. Thomas de Maizière ist raus. Schütz macht jetzt Rente. Naja, der kommt auch wieder rein. Er ist im Bundestag, Stefan. Der ist Bundestagsabgeordneter. Ja, er kommt insofern wieder rein,
Als gestern war ja die Anhörung im Innenausschuss des Bundestages, als Seehofer und Kort da waren. Kann er da nicht vorgeladen werden? Doch. Er kommt ja. In einer der nächsten Sitzungen wird de Maizière da sitzen. Aber ist ja auch egal. Und Altmaier. Oh, ja, und dann kann er nicht sagen, ich bin draußen. Ja, ich ahne schon, wie er auf die Fragen reagieren wird. Sehr gute Frage. Das darf ich immer nicht sagen, dass die Frage gut ist. Oder? Ja, das war jetzt so eine Kabarettfrage. Ja. Also wenn einer damit gut umgehen kann, so einen Termin zu managen, dann jawohl, ja. Thomas de Maizière. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie die Parteien reagieren im Bundestag. Ich habe mal mich zuerst mit der AfDP befasst. Was sagt die AfDP? In ihrer BAMF-Zentrale wollte man die Sache geräuschlos regeln, hieß es in E-Mails, ohne Politgetöse. Das war das Ziel. Das Ergebnis? Maximales Politgetöse. Diese Vorgänge müssen restlos aufgeklärt werden, damit Verschwörungstheoretikern kein Boden gegeben wird. Ein Untersuchungsausschuss also. Der könnte klären, was bei der Flüsterpost nach oben schief lief und was danach in der Aufarbeitung. Doch der FDP geht es um mehr, ums Grundsätzliche. Merkels Flüchtlingspolitik seit 2014 solle auf den Prüfstand, sie habe die Ämter überlastet. Selbstverständlich müssen wir die Frage klären, auf welcher Rechtsgrundlage die Grenzen geöffnet worden sind, auf welcher Rechtsgrundlage mehrere hunderttausend Menschen das Land haben aufsuchen können, ohne an der bayerischen Grenze und anderen Grenzen identifiziert zu werden. Wir haben die Erkenntnis, dass über 100.000 Menschen sich in Deutschland befinden, von denen wir bisher nicht wissen, woher sie gekommen sind, wo sie geblieben sind und was sie hier treiben. Ich sehe hier einen kleinen Konflikt, weil ich wünsche mir einen Untersuchungsausschuss, die AfDP auch. Nur die glauben, sie könnten aus dem BAMF-Untersuchungsausschuss einen Flüchtlingsuntersuchungsausschuss machen. Ich glaube, man kann aus dem BAMF-Ding ein Hartz-IV-Ding machen. Ich glaube, du bist naiv. Ja, ich auch, aber trotzdem. Wünsche kann man ja noch haben. Aber ich glaube weder das eine noch das andere. Was ich hier bemerkenswert finde an dem, was wir da gesehen haben, es ist die Instrumentalisierung von sehr realen politischen Konflikten zum persönlichen oder personell orientierten Machtkampf. Ja. Also es wird... Das ist auch so ein Drama von gerade Spitzenpolitik, die sich damit eigentlich keinen Gefallen tut, wenn erkennbar ist, hier wird nicht ein Problem aufgegriffen und benannt mit der Absicht, es zu in irgendeiner Weise zu lösen, sondern daraus Munition zu gewinnen, um der politischen Konkurrenz in die Eier zu treten. So, das ist eine Form von Instrumentalisierung, die zu Politikerverdrossenheit und Parteienverdrossenheit beitragen. Ja, und die Grüne und Linke auch nicht mitmachen. Und deswegen ist es egal. Ja. Gott sei Dank machen sie nicht alle in gleicher Weise mit. Wir hören mal, was die Schwesterpartei AfDP sagt. Das ist die mit dem kleinen F. Die AfD dagegen gesellt sich gern zur FDP, sieht die BAMF-Vorfälle als Ergebnis von Merkels Politik. Beamte glauben, im Sinne der übergeordneten Führung zu handeln, wenn sie sehr großzügig mit dieser ganzen Geschichte umgehen. Und wenn Sie die Stimmungslage 2015 angucken, hatten wir genau diese Stimmungslage. Ja, wir hatten vor allem eine Stimmungslage, von der er abgeleitet hat, was man fühlt, ist echt. Ja. Das ist die Realität. Gut, das war AfDP und AfDP. Was sagt denn der CSU-Chef? Ich würde, wenn das Parlament sich dazu entschließt, dies auch ausdrücklich begrüßen, dass diese Dinge auch parlamentarisch aufgearbeitet werden. Der führt die doch vor. Das war doch frech von ihm, das so zu sagen. Habe ich gehört. Nee. Ich finde, er ist in einer Zwickmühle. Er will ja zum einen als CSU-Typ eine tolle CSU-Wahlergebnisnacht haben und so weiter und muss deswegen so ein bisschen AfD spielen. Darum ist er jetzt so, ja, wenn ihr einen Untersuchungsausschuss wollt, AfD will einen Untersuchungsausschuss, ja, ich auch. Und gleichzeitig, ich habe damit nichts zu tun. Also was sollen wir da aufklären? Ja? Nee. Alles, was da jetzt passiert und noch passieren wird, ist Wasser auf Seehofers Mühlen.
ich will nicht sagen, der könnte sich ein Loch in den Bauch freuen, aber wir wissen, dass er in der Flüchtlingspolitik sowieso aus immer schon eigener Position, aber auch jetzt vor den bayerischen Landtagswahlen, möchte er eine härtere Linie fahren. Und das, was da an Kritik hochkommt, und je mehr das hochkommt im Sinne von ungeordnete, unkontrollierte Verhältnisse, ist immer ein Argument dafür zu sagen, und deswegen brauchen wir jetzt die Ankerzentren, deswegen brauchen wir die härtere Linie. Und das würde durch einen Untersuchungsausschuss, je mehr der thematisiert wird, immer wieder aufs Neue befeuert und Munition liefern. Und der Untersuchungsausschuss würde ihm überhaupt nicht wehtun, weil alles, was da hochkommen würde, wäre weit vor seiner Amtszeit. Das würde der politischen Konkurrenz in der eigenen Union und den anderen Parteien angehängt. Und Horst, super Aufräumer Horst aber rüber. Nützt ihm alles nur. Deswegen ist das schon echt, wenn er sagt, ich hätte nichts dagegen. Ich würde sogar sagen, eigentlich kann es ihm total egal sein. Nein, plus, das nützt ihm. Er kriegt, wenn es so läuft, er Munition für sich. Ja, aber warum? Aber wenn Seehofer dafür ist, warum schafft er es denn nicht, dass seine CSUler im Bundestag sagen, wir machen da mit und dann haben sie ihre 25%? Na, das geht ja nicht. Die können ja nicht einen Untersuchungsausschuss gegen sich selbst einrichten. Nein, also. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Also da wären, die CSU kann sich nicht offen an AfD-Untersuchungsausschuss. Aber das wäre doch mal was. Und die Bundesregierung macht einfach mal einen Vorschlag, wir würden das gerne mal mit uns klären. Ist da noch ein Raum frei? Wir erstatten Selbstanzeige. Nein, das genau. ist... Gut, wir gucken mal, was die anderen sagen, die dagegen sind, gegen einen Untersuchungsausschuss. Und da ist mir aufgefallen, dass der Innenminister aus Niedersachsen, ich wollte gerade sagen Oskar Pistorius, aber da heißt der, wie heißt der? Boris Pistorius und Sarah Wagenknecht genau dieselben Talking Points haben. Mir fällt auf, dass selbst der Bundesinnenminister, der ja verantwortlich ist, sagt, er begrüßt einen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Tun Sie das auch? Ich halte viel vor dem scharfen Schwert des Parlamentarismus eines Untersuchungsausschusses. Ich sage nur auch, bis der seine Arbeit beginnt, bis der Untersuchungsauftrag definiert ist und bis dann alles wirklich auf dem Tisch liegt, vergehen 2 bis 3 Jahre. So viel Zeit haben wir nicht. Die Behörde muss schnell überprüft werden. Ganz kurz, warum sind Sie zögerlicher als die FDP und die AfD, die behaupten, auch aufklären zu wollen? Und das mit der schärfsten Waffe, die Opposition hat, eben mit dem U-Ausschuss. Ja, es geht nicht um zögerlich, sondern es geht uns darum, dass am Ende tatsächlich an den Tag kommt, was dort abgelaufen ist. Ein U-Ausschuss ist eine scharfe Waffe. Andererseits ist er natürlich auch sehr langsam. Und wir wollen natürlich, dass möglichst schnell auch diese Zustände behoben werden. Stimmt auch. Und eins darf man nicht vergessen, also was natürlich Wagenknecht nicht sagt, aber was ganz entscheidend für Sie und auch für Grüne, SPD und so weiter ist, die haben natürlich keine Lust, jahrelang im Schulterschluss dann mit der AfD in dem Ausschuss zu setzen. So viel können die sich gar nicht distanzieren, wie sie anscheinend eben doch immer nebeneinander sitzen. So. Und zu Pistorius, der kann sich natürlich auch deswegen ein bisschen zurücklehnen, weil warum ist denn überhaupt die BAMF-Geschichte Bremen aufgeflogen? Weil Boris Pistorius sich beschwert hat. Er hat den Brief geschrieben, in dem er darauf aufmerksam gemacht hat, gesagt, hier, da in Bremen zieht jemand Fälle an sich ran, für die sie gar nicht zuständig ist. Also er hat die Lawine losgetreten und dann kann er sich jetzt ruhig, das läuft sowieso für ihn. Das läuft. Gut, Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, Fraktionsvorsitzende, hat andere Talking Points. Da muss man jetzt nicht 4 Jahre aufarbeiten oder irgendwas, was im Jahr 2015 war, sondern man muss sich jetzt anschauen, was passiert. Und wenn AfD und FDP meinen, sie müssen eine politische Rückaufarbeitung machen, dann sollen sie das tun. Das ändert aber nichts und es nützt in der Sache nichts. Aber zu sagen, nach vorne schauen, das geht auch nicht. Warum? Nein, bei Göring-Eckardt ist auch das tatsächliche Motiv dahinter erkennbar, die will nicht, dass die Grünen assoziiert werden. Wir machen hier gemeinsame Front mit der AfD. Meine These wäre, wenn es die AfD nicht gäbe, hätte man vielleicht schon einen Untersuchungsausschuss. Warum macht die FDP da jetzt mit? Das kann natürlich auch sein. Weil die FDP da weniger Skrupel hat, weil sie mindestens in Teilen gewissen Positionen der AfD
ein bisschen näher steht, auch in der Skrupellosigkeit als anderen. Und, hallo, wir haben doch, das ist doch eine Verschwörungstheorie, das hat Christian Lindner doch letztens gerade, haben wir im Podcast doch gespielt, dass er nachgewiesen hat, dass Stefan Schulze Verschwörungstheorien über die FDP verbreitet. AfDP, sorry. Ja, wenn das so ist und Lindner das sagt, dann ziehe ich das Argument zurück. Ja. Gut, Horst Seehofer war zu Gast im Regierungsbericht vom ZDF und der hat nicht nur ein Talking Point gehabt, sondern jede Menge Talking Points und die hat er dann immer und immer und immer wieder gesagt bei Bettina Schausten. Kein Profi. Das hat mich dann irgendwann genervt und ich habe das einfach mal zusammengeschnitten, damit ihr das jetzt auswendig könnt am Ende dieses Clips. Horst Seehofers Talking Points zur BAMF-Affäre. Mein Masterplan ist fertig. Trotzdem habe ich mich entschieden, den unabhängigen Rechnungshof zu bitten, diesen Fall neben der Justiz auch zu überprüfen. Und ich habe sofort gehandelt, indem ich den Bundesrechnungshof beauftragt habe. Aber ich hoffe, dass uns der Rechnungshof auch Hinweise gibt, was wir in der Organisation dieses Amtes, das ja oft in der Kritik stand, ich gehörte zu den Hauptkritikern dieses Amtes in den letzten Jahren, ob man da Grundsätzlicheres verändern muss. Und da ist niemand so gut geeignet dafür wie der unabhängige Bundesrechnungshof. Ich habe das erste Mal von der Polizeiaktion am 19. April in Bremen gehört und dann anschließend mit meinen Staatssekretären darüber gesprochen. Überhaupt nicht. Ich habe am 19. April dieses Jahres erfahren, dass da ein handfester Skandal in Bremen vorliegt und hat bis zum 19.04. mit mir darüber nicht gesprochen. Das hat er ja auch selbst öffentlich erklärt. Der Bundestag hat ein Recht darauf, alles, was das Bundesinnenministerium weiß, auch zu wissen. Oh. Es wird von mir schonungslos aufgeklärt. Und anschließend, wenn es notwendig ist, und ich denke, es ist notwendig, auch aufgeräumt. Erst wird aufgeklärt, und zwar mit Fakten, nicht mit Behauptungen. Und überall dort, wo es Anlass gibt, wird auch dann aufgeräumt. Es wird aufgeräumt, sagen Sie. Das heißt auf gut Deutsch, es wird dann auch Konsequenzen geben. Ist Bremen tatsächlich, können Sie das schon einschätzen, wo die Spitze des Eisbergs? Ist das BAMF im Grunde eine Behörde, die gescheitert ist? Ganz klar, dass über Jahre hinweg in dieser Außenstelle das Recht nicht beachtet wurde. Und zwar in vielfältiger Hinsicht. Einzelfall. Und deshalb ist dies ein besonderer Fall. Ich habe bis jetzt keine Hinweise mit der Kraft, dass man die Organisation im ganzen BAMF ändern könnte. Ja, ich denke, dass der Vorgang in Bremen eher deutlich macht, wie notwendig die Ankerzentren sind. Jawohl. Denn wir wollen ja in den Ankerzentren die Asylverfahren nicht nur schneller, sondern auch sicherer machen. Aber mich bestärkt eher der Bremer Fall, dass wir diese ganze Asylorganisation in Deutschland verändern müssen und vor allem dafür sorgen müssen, dass es zu einer Begrenzung der Zuwanderung kommt. Ohne Begrenzung werden wir mit dem Problem nicht fertig. Ja, er wird so eine Art Sätz kriegen. Ich finde jede Promotion des Bundesrechnungshofs gut. Ja, ich meine, wer McKinsey bei BAMF ranlässt, der kann man auch den Bundesrechnungshof einfach mal die BAMF-Affäre aufklären. Ja, man hätte auch von Anfang an einfach im Bundesrechnungshof da fragen können. Und also Seehofer ist handwerklich, politisch handwerklich derart clever. Derart clever, das zeigt dieser Zusammenschnitt auch. Die einzige mögliche Gefahr, die ihm hier drohen könnte, wäre die zu sagen, na, du hast ja was davon gewusst schon vor ein paar Wochen und dann hast du einfach nicht gehandelt. Diesen einen Risikopunkt hat er ziemlich erfolgreich offenbar ausräumen können. Da hat auch keiner gesagt, nee, mit den Daten und wann er was erfahren hat, da lügt er jetzt so. Und alles andere ist carte blanche für ihn. Hat er freies Spiel, ja. Horst kann jetzt daherkommen und indem er den Bundesrechnungshof als Instanz mit reinbringt, verhindert er, dass man sagen könnte, jetzt kommt der Rache-Horst, der es schon immer gewusst hatte. Nein, Horst, der Aufräumer, der Aufklärer, der die Dinge vom Kopf auf die Füße stellt. Am Ende wird dann eine härtere Asylpolitik dabei rauskommen. Also das ist der hat Full House. Diese Bremer-BAMF-Affäre hat ihm ein wunderbares Blatt auf die Hand gegeben. Und das spielt er offenbar ziemlich geschickt aus.
Ja, ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Also wir reden ja über 1200 Fälle, ne? Von mir aus fragt Bettina Schausen, ist das die Spitze des Eisbergs oder nicht? Ich würde sagen, 1200 Fälle bei 1 Million abgearbeiteter Fälle, das in 3 Jahren, das ein Promill, das ist die sehr untypisch kleine Fehlerquote eines Verwaltungshandelns, mal verglichen beispielsweise mit dem auch Verwaltungsversagen, das zu Cum-Ex geführt hat, ja? Also dass Banken einfach Milliarden und Milliarden an Steuer, die sie nie bezahlt haben, plötzlich vom Finanzamt überwiesen bekommen haben, ja? Wo ist denn da mein Untersuchungsausschuss? Ja, da geht es um ein bisschen mehr und so insgesamt. Ja, aber diese Sachen, finde ich, kann man schlecht gegeneinander aufrechnen. So, Verwaltungshandeln und Verwaltungshandeln. Ja, Verwaltungshandeln und Verwaltungshandeln. Wenn wir jetzt für jedes Verwaltungshandeln einen Untersuchungsausschuss haben wollen, ja, wo ist denn wenigstens meine Diskussion darum, ob das Finanzministerium uns jetzt mal erklärt, was da passiert ist? Also, dass Cum-Ex eine Sache ist, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Darüber müssen wir uns nicht streiten. Das sehe ich natürlich ganz genauso. Nur zu sagen, 1200, was ist denn das im Vergleich zur Million? Das habe ich nicht. Ich habe erstmal gesagt. Hast du gerade gesagt? Nein, ich habe gesagt, 1200 Flüchtlinge, die bei 1 Million, das ist für sich, ohne irgendeinen Vergleich anzustellen, eine 1-Promille-Angabe und damit absolut vernachlässigbar. Wahrscheinlich kleineres, wenn man dann Vergleich macht, wahrscheinlich ein kleineres Verwaltungsversagen als viele andere, die wir haben. Das Bremer BAMF hat ja nicht 1 Million Fälle geprüft, Stefan. Ja. Nein, das Bundesamt hat 1 Million Fälle verteilt und davon sind 1200. In Bremen, ja, also es geht auch darum, weil die Einstellungspraxis der BAMF-Mitarbeiter so katastrophal war. Ja, aber das ist das unerklärlich oder sowas? Das ist doch nicht unerklärlich. Nee, ist nicht unerklärlich, in Bremen sind zwei Dinge zusammengekommen. Einmal die grundsätzliche Problematik der sachlich nicht hinreichenden Qualifikation hastiger Entscheider. Und dann eben die Situation, das ist dann auch eine Bremer Besonderheit. Bremen ist auch ein politisches und Sozialbiotop. Da kann in einer solchen Einheit, wenn da eine Leitung das will, und diese Leitung wollte das, die hat dann die Möglichkeit, auch über längere Strecken einfach Regeln außer Kraft zu setzen. Das ist die eine Dimension. Das zweite ist, und die Zahl darf man jetzt auch nicht vergessen, wenn, du hast das selber gesagt, wir haben, glaube ich, 40% der Asylentscheidungen, der Ablehnungen werden mindestens in der ersten gerichtlichen Instanz zurückgewiesen. In der zweiten sind es dann erheblich weniger. Das spricht dafür, und da sind wir bei einer flächendeckenden Problematik, dass wir eine flächendeckende Problematik in den Entscheidungsverfahren haben. Und weil das so ist, lohnt sich da eine Überprüfung und eine kritische Beschäftigung mit dem Verfahren allemal. Nur ob das so gemacht werden muss, wie Seehofer das offenbar will, das ist eine ganz andere Frage. Aber nur zu sagen, es sind doch nur 1200 von 1 Million, das ist eine vernachlässigbare Größe, haut nicht hin, finde ich. Die 40%, die du jetzt reingemacht hast, die treffen da nicht zu. Also wir haben 4700 Fälle, die juristisch nochmal andersrum gedreht wurden, als vorher von der Verwaltung entschieden. Sagen wir mal, runden wir mal auf 5.000, runden wir auch mal die anderen, die jetzt noch in Bremen dazukommen, auch auf 2.000, also haben wir 7.000 von 1 Million. So, im Vergleich dazu, ja, wie viel Hartz-IV-Zeug im Nachhinein auf dem Rechtsweg revidiert wird, das muss alles, also das finde ich, ja, das, weil da sind wir nahe bei 40%. Da finde ich, könnte man ruhig mal einen Untersuchungsausschuss machen, ja. Aber jetzt diese 7.000, ich bleibe dabei, von 1 Million 7.000. Und das sogar, obwohl so viel unqualifiziertes Personal in viel zu kurzer Zeit plötzlich damit zu tun hatte. Wo ist das Problem? Ich verstehe das einfach nicht. Also ein Untersuchungsausschuss rechtfertigt das nicht. Von mir aus können jetzt Bild und ZDF und ARD damit Sendeminuten füllen und so weiter, ja. Aber einen Rechtsweg brauche ich da jetzt nicht. Nein, ich habe ja auch nicht gesagt, ich finde diesen Untersuchungsausschuss für richtig, sondern ich sehe hier grundsätzlich in den Verfahren, in der Qualifikation, und das hat ja noch weiter angedauert. Es ist ja immer noch so, dass Nachschulungen stattfinden, dass die Überprüfungsverfahren anders organisiert werden müssen. Also die jüngste Meldung ist doch, dass gesagt wird, auch die Integrationsmaßnahmen, die vom BAMF gemacht werden, sind mangelhaft. Also das gesamte Asylsystem funktioniert nicht so, wie es vernünftigerweise funktionieren sollte. Und das ist eine politische Hauptaufgabe. Ich glaube auch nicht, dass der Untersuchungsauslösung ist, aber dass man... Der kann da gar nichts machen.
Ja, eben. Der liefert. Da der hat damit ja gar nichts einen. Zu tun. Der liefert vermutlich in allererster Linie politische Munition für die Schießgewehre der Hardliner. So. Das ist ja so, als hätte der NSA-Untersuchungsausschuss plötzlich Vorschläge gemacht, wie ein BND-Gesetz zu gestalten wäre. Ja? Also damit kann man ja nun überhaupt nicht rechnen. Ja. Ich finde ja, wir sollten auch mal einen Untersuchungsausschuss fordern in Sachen, wie bekommt Bettina Schausten eigentlich ihre Fragen auf ihre Karten und was für Fragen stellt sie da eigentlich? Ich habe eine Frage jetzt mal herausgesondert, die mir irgendwie übel aufgestoßen ist. Kann der Bundesinnenminister derzeit den Bürgern in Deutschland zusichern, dass es eine ordentliche Asylprüfung derzeit gibt? Ist das gewährleistet? Können Sie das sicherstellen und versprechen? Sie will, dass er den Bürgern in Deutschland zusichert, dass es ein anständiges, ein normales, ein rechtmäßiges Asylverfahren gibt. Liebe Sparerinnen und Sparer. Nee, ich hätte Bettina ja, also hätte Bettina jetzt gefragt, können Sie den Asylbewerbern, die aktuell sich um Asyl bewerben, zusichern, dass sie ein rechtmäßiges Verfahren bekommen? Aber sie fragt im Namen der Deutschen. Ja, das ist eine AfD-Frage. Das ist eine AfD-Frage, Bettina. Das ist ja vor allem eine dumme Frage. Was soll denn da zusichern? Ja, ich versichere, es läuft. Das ist eine typische Journalistenfrage. Wir machen uns ja manchmal gerne zum Anwalt der besorgten Bürger und dann möchten wir gerne rauskitzeln aus den Politikern, dass Garantieerklärungen abgegeben oder unterschrieben werden. Und das können die Politiker natürlich alle nicht leisten. Ja, sie hätte es natürlich so formulieren können. Können Sie mir und meiner Redaktion zusichern, dass es sich lohnt, jetzt drei Leute laufend an diesem Thema zu halten oder reicht einer? Ja, vielleicht. Ja. Ja. Ich weiß es jetzt nicht, aber was glauben wir, war das Pressepulk beim Cum-Ex-Untersuchungsausschuss größer als das vor dem Innenausschuss am Dienstag? Bei Cum-Ex fand, glaube ich, gar nichts statt. Ja, wahrscheinlich. Das war ein Thema für Spezialisten. Da. Ich habe mal im Heute-Journal am Dienstagabend geguckt, was dann nach der Sitzung im Innenausschuss, als Seehofer die Karten auf den Tisch gepackt hat, wie denn die Opposition danach reagiert hat. Wollen Sie jetzt einen Untersuchungsausschuss? FDP und AfDP wollen das ja. Was ist mit den anderen? Diese Vorgänge in Bremen konnten sich nur deshalb wirklich zu einem manifesten Skandal auswachsen, weil die Zentrale des BAMF in Nürnberg über Jahre hinweg Hinweise ignoriert hat, weggesehen hat. Dutzend weiße Fragen hatten die Grünen. Ein Katalog des Misstrauens in BAMF und Bundesregierung. Trotzdem will der linke Teil der Opposition die Affäre im Innenausschuss aufklären. Dass das hilft, das haben wir heute gesehen. Auch an dem Antwortenkatalog, den wir bekommen haben. Und auch an den belastbaren Antworten, die wir heute hier im Innenausschuss bekommen haben. Aber es ist erst der Anfang. Also es gibt viel. Ich finde bei Konstantin von Notz, er sieht immer so aus, als ob er gerade aus einer Sauna gekommen ist. Also irgendwie total fertig. Oder? Ja, ich finde auch, das funktioniert irgendwie nicht. Diese Grünen müssen sich das mal anders überlegen. Also jedes Mal diese Statements, das ist so ritualisiert und nichts kommt bei rum und Konstantin von Notz ganz besorgt und guckt so von unten nach oben. Weiß nicht. Gut, die Linke noch? Wo die Qualitätsmängel offensichtlich sind und wo nachgearbeitet werden muss. Aber es gibt zurzeit überhaupt keine Anhaltspunkte, wo wir jetzt sagen könnten, wir bräuchten jetzt sofort einen Untersuchungsausschuss. Ey, dahin bekommt Ulla Jelpke endlich mal Screentime im Heute-Journal. Bestimmt zum allerersten Mal. Nö. Nee. Nee, hab ich noch nie gesehen vorher. Gut. Hätte ja sein können. Dann schauen wir mal, was habe ich denn noch? Ach, Bremen. Was wird denn in Radio, bei der Radio Bremen so gesendet? Ja, was erfährt Oma Erna? Bei Butten und Binn, ja? Das Regionalmagazin, so heißt das doch, Hans, oder? Ja. So, jetzt stellen wir uns mal vor, Hans wäre noch da bei der Redaktion oder wäre Redaktionsleiter. Hans hätte das gemacht, was Butten und Binn ja eh macht, nämlich sie fahren vor Ort hin zur BAMF-Außenstelle. Mhm. Und wir gucken mal, was da passiert ist. Wir stehen an der Zufahrt zum BAMF Bremen morgens um 8. Von den rund 50 Bediensteten wollen die meisten nicht mit uns reden. Zu groß ist der Druck, seit Seehofer die Außenstelle kaltgestellt hat.
Einer hält doch an, er will nicht erkannt werden. Also ich finde es als blinder Aktionismus. Ja, weil eine kleine Gruppe vielleicht und dann eine ganze Gruppe bestrafen, das ist sippenhaft. Das durfte eigentlich nicht sein. Die Security. Sag mal, Hans, wenn der nicht erkannt werden will, der kann doch an seiner Stimme erkannt werden im BAMF. Nee, das sind ja 50 Mitarbeiter, das kriegt man nicht raus. Achso. Oder? Die, also die, die ihn kennen, werden ihn wiedererkennen. Man hätte doch die Stimme verstellen müssen. Ja. Hans, in Bremen, du hast uns doch gesagt, in Bremen kennt jeder jeden. Da weiß doch sofort in Bremen jeder, wer das war. Ja, vor allem das Auto und so. Ja. Was ist das? Er wurde teilunkenntlich gemacht. Er wird sich vielleicht doch wundern, wie viele ihn dann doch drauf ansprechen. Die lässt uns nicht auf das Gelände. Der zuständige Personalrat ist sogar eigens aus Nürnberg angereist. Richtig, aber ich kann leider mit Ihnen heute nicht sprechen. Wir gehen jetzt rein, reden mit den Mitarbeitern und dann sehen wir weiter. Ich kann jetzt dazu leider nichts sagen. Es tut mir leid. Bitte um Verständnis. Wie? Ich kann mir richtig Hans Jessen vorstellen, wie der da auch nebenher läuft. Und sagen Sie doch mal was. Hans hätte sie gekriegt, glaube ich. Ja, oder so. Nee. Also eine Personalrätin kriegst du in so einer Situation nicht. Ach das, komm, die hat eine lange Fahrt hinter sich. Die hätte jetzt Entspannung gebraucht und nicht eine Frage. Man muss sie jetzt so langsam anteasern. Mach doch mal den Job, Stefan. Wie die Stimmungslage unter den Beschäftigten ist, das zeigt ein Brief des Personalrats an BAMF-Chefin Jutta Kort, der Radio Bremen und dem NDR vorliegt. Darin heißt es wörtlich: Die Kolleginnen und Kollegen werden pauschal dem Verdacht ausgesetzt, im BAMF herrsche Inkompetenz und Willkür. Richtig ist, dass bis heute den Erledigungen absoluter Vorrang eingeräumt und die Qualität diesem Ziel vollständig untergeordnet wird. Die Beschäftigten hier in Bremen dürfen ja keine Asylakten mehr bearbeiten. Ihre Computerzugänge sind komplett gesperrt worden. Deshalb wird es für die meisten von Ihnen in den kommenden Wochen Computerschulungen geben. Nicht nur die 50 Mitarbeiter müssen beschäftigt werden. Die rund 70 Asylbewerber, die pro Woche nach Bremen kommen, werden regelmäßig mit Shuttlebussen nach Bad Fallingbostel gefahren. Find der Business Class? Was? Ja. Das ist auch geil, ne? Alle im BAMF in Bremen, ihr habt jetzt mal hier Urlaub, aber ihr müsst trotzdem kommen. Computerverbot. Ja. Außer dann kommen. Außer an Computern, wo sie über Computer was lernen. Ja. Das finde ich am besten. So, dieser Computer, mal. Das ist jetzt Schluss hier. Kommt mal rüber, wir machen eine Schulung am Computer. Was lernt man denn dann? Wir lernen jetzt mal, was die Bremer Politiker zu diesem Stopp für das BAMF in Bremen sagen. Keine Asylentscheidungen. Diese Maßnahme finden auch die Bremer CDU und die FDP richtig. Gegenwärtig, glaube ich, ist es richtig, keine weiteren Entscheidungen hier in Bremen herbeizuführen. Das wird absolut Zeit. Ich glaube, es ist richtig, jetzt erstmal diese Stelle auf Eis zu legen und die Verfahren aufzuklären und dann mal wieder frisch in die Zukunft zu schauen. Keine Asylentscheidungen. Dieser Schritt stößt aber auch auf Ablehnung. Linke und Grüne unterstellen dem Bundesinnenminister Aktionismus. Ich frage mich auch, ob das nicht auch ein bisschen überzogen ist, eine gesamte Behörde und alle ihre Mitarbeiter unter einen Generalverdacht zu stellen. Horst Seehofer steht mächtig unter Druck und muss jetzt das aufräumen, was die CDU-Innenminister die letzten Jahre versäumt haben, nämlich Aufsicht auszuüben. Keine Asylentscheidungen. Und noch ein Akteur, der... Kurze Frage an Hans, ist das üblich, dass bei Butten und Binnen die Namen derjenigen gar nicht mehr eingeblendet werden? Also weiß jeder in Bremen, wer da gerade spricht? Ja, das kennt jeder hin. Eigentlich sollten da Bauchbinden sein. Wenn da durchgehend, vielleicht sind die mehrfach aufgetaucht in dem Stück und du hast jetzt den zweiten O-Ton genommen und er war ersten Mal. Nein. Also wenn generell keine Bauchbinden, also Namenseinblendungen da waren, vermutlich eher ein technischer Fehler. Keine Sie nennen Ahnung. Ja eigentlich, die Leute. Ja, aber normalerweise wird das schon immer. Der Grundsatz war immer, jedenfalls erinnere ich das so, wer aus dem Munde redet, kriegt ein Namensschild. Weißt du, was die brauchen bei Radio Bremen? Eine Computerschulung, wie man eine Bauchbinde einbindet. Ja. Mach doch mal eine Eingabe. Sag doch mal hier, was ist da los? Gut, ein O-Ton-Spender haben wir noch, der nicht aus einer Partei ist. Maßnahme kritisiert. Marc Millis vom Bremer Flüchtlingsrat. Er befürchtet, dass die vielen Asylsuchenden darunter leiden.
Grundsätzlich ist es so, dass die Aufklärung der Situation nicht auf Kosten der Menschen, die hier Schutz suchen, gemacht werden darf. Sie zum zweiten Mal zum Opfer zu machen durch eine Überprüfung oder eine Aussetzung von Entscheidungen ist eigentlich nicht akzeptabel. Finde ich auch. Finden wir auch. Hans? Ja, dennoch ist es so, wenn jemand eine Anerkennung bekommen hat in einem Verfahren, das nicht in Ordnung war, muss das erneut überprüft werden. Das ist so. Ja. Gut, und jetzt kommt ein Kommentar. Leider ist Hans Jessen bei Putten und bin ja nicht mehr, sonst hätte Hans Jessen den Kommentar gesprochen. Dein Nachfolger hat den Kommentar gesprochen. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Das war der, den wir vorhin schon gesehen haben. Keine Bauchbinde eingeblendet oder was? Wer weiß. Aber während wir das hören, muss uns Stefan oder Hans mal im Nachhinein erklären, was denn der Schnitt im Nachhinein sich dabei gedacht hat. Hier in der Bremer Außenstelle des BAMF werden ab sofort keine Asylentscheidungen mehr getroffen. Warte mal, das ist die Bremer Außenstelle. Also wir sehen einen kleinen Baucontainer mit zwei Fenstern. Das hat Bundesinnenminister Horst Seehofer heute entschieden und damit die Bremer Außenstelle sozusagen dicht gemacht. Das ist vorschneller Aktionismus, denn damit wird allen Mitarbeitern unterstellt, daran beteiligt gewesen zu sein, unrechtmäßig Asylbewerbern ihre Anerkennung gewährt zu haben. Dabei ist längst noch nicht geklärt, wer alles an den mutmaßlichen Vergehen der früheren, inzwischen suspendierten Bremer Leiterin beteiligt war. Die Staatsanwaltschaft, der Bundesrechnungshof und die interne Revision ermitteln, bislang allerdings ohne Ergebnisse. Die meisten Bremer Asylakten wurden in den Jahren 2015 und 2016 erstellt, als es hier den großen Ansturm von Flüchtlingen gab. Trotz des Durcheinanders in der Behörde fiel die Bremer BAMF-Leiterin auf und wurde von ihren Aufgaben entbunden. Auch verdächtige Mitarbeiter wurden versetzt. Das Kontrollsystem hat also nicht völlig versagt. Es wurden nur nicht die richtigen Konsequenzen anschließend gezogen. Horst Seehofer hätte gut daran getan, die angekündigte Überprüfung der Bremer Asylakten abzuwarten. So vorverurteilt er einen ganzen Behördenteil und diskreditiert die BAMF-Leiterin Jutta Kort noch gleich mit. Das Gute für Seehofer, den Kommunikationsfehlern in seinem Ministerium hat er so erfolgreich abgelenkt. Niemand fragt mehr, ob er selbst nicht schon früher von dem Skandal gewusst hat. Okay, das war jetzt so scheiße, so schräg. Ich widerrufe so ein bisschen, was ich sonst immer sage. Also ich revidiere einfach mal die Behauptung, Audio reicht, man braucht das Bild nicht. Sechs Schnitte. Ja, und jedes Mal stand er woanders. Es wirkte fast so, als wäre das ein Greenscreen-Ding gewesen und jemand hätte so randommäßig mitten im Satz ihn einfach immer irgendwo hingestellt. Hans, erklär uns das bitte. Wie kann man so einen Kommentar aufnehmen? Also, ich will mal so sagen, ich hätte den Kollegen nicht zu dieser Variante geraten. Nein, ich habe keine Erklärung dafür. Ich weiß, wo er es her hat. Es war experimentelles Fernsehen, aber ich finde, das Experiment hat sich nicht bewährt. Also unser aller Lieblingsvlogger Casey Neistat aus New York City. Der hat natürlich ein paar Vorteile. New York City, ja, das ist nicht Bremen. Der macht genau solche Videos, indem er sagt, ihr begleitet mich den Tag über, weil ich habe ja meine Kamera dabei, während ich aber ins Taxi steige, auf dem Board da irgendwie durch New York fahre, im Flugzeug sitze, das Flugzeug verlasse, rumsitze, habe ich eine rote Linie, eine Geschichte, die sich durch diese Videos, aber er kann das halt. Er kann das. Und das war so eine Grütze gerade. Das ist unglaublich, ja. Ja, aber das ist vor allem, das fällt jedem auf. Selbst die 95-jährige Oma Erna sitzt da und kratzt sich nochmal am Kopf. Ja, die letzte Regung ist nochmal so, was machen die dabei, ja. Putten und Bill? Also ich kann ich kann wirklich für diese Art von Ortshopping keinerlei Grund erkennen. Das ist ja auch noch was anderes, als wenn ich eine Tagesreportage mache, wo ich sage, ihr begleitet mich den Tag über, da ist die Zeitschiene vorgegeben. Hier ist ja die Grundstruktur,
sozusagen ein Gedanke, eine Bewertung, eine Meinung soll zum Ausdruck gebracht werden. Und warum er dazu mal im Wald und mal vor dem Wachhäuschen und mal auf dem Weg stehen muss, ist, ja. Also mir erschließt es sich nicht. Darf ich? Ich habe eine Vermutung. Er hatte keinen Teleprompter und er konnte sich seinen Text nicht merken. Das stimmt. Und hat dann, das stimmt, und hat dann, die mussten schneiden. Und er hat sich immer gemerkt, 20 Sekunden, was er jetzt sagt, und dann, okay, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ja, aber da gibt es eigentlich kleine Tricks. Man zoomt ein bisschen rein und wieder raus und so und nicht sowas. Ja, also man hätte natürlich auch, ich meine, das war ja eine mörderlange Strecke. Das waren, wie lang war das? 2 Minuten mindestens? Anderthalb Minuten, drei Absätze, das waren ordentlich. Also gefühlt kam es mir ein bisschen länger vor. Aber vielleicht gerade durch diese Jump Cuts da. Das ist natürlich ohne Teleprompter einen Kommentar live zu machen oder direkt zu machen, dann soll man wenn man keinen mobilen Teleprompter hat, was es ja auch gibt, dann soll man verdammt nochmal eben sich das aufschreiben auf Papier und dann guckt man eben alle 10 Sekunden mal nach unten und dann wieder in die Kamera und bleibt ansonsten am Ort des Geschehens. Also das finde ich von den möglichen Lösungen dieses Problems eher die ungünstigste. Ja, zwischen den Sätzen, jeder sieht das oder spürt es ja, zwischen den Sätzen, die da einfach hintereinander wegkommen, ist Produktionspause. Und das kriegt man in seinem Kopf natürlich nicht zusammen. Meine These wäre, jeder, der das nur hört, hat den Kommentar nachvollziehen können. Wer das gesehen hat, hat nichts davon verstanden. Richtig. Und das ist im Übrigen, Stefan, weil du ja sagst, Bilder sind völlig überflüssig. Da zeigt sich, dass beim audiovisuellen Medium Bilder eben schlicht und einfach 3/4 unserer Gehirnkapazität in Anspruch nehmen. Und wenn dann sowas dabei rauskommt, unerklärliche und nicht begründete Ortswechsel, das ist eine komplette Ablenkung von dem, was der Kommentar auf einer inhaltlichen Ebene vermitteln sollte. Also einfach kontraproduktiv. Hat nicht funktioniert. Ich war nur enttäuscht, dass er am Ende nicht vor den Bremer Stadtmusikanten gestanden hat. Das stimmt, das wäre die Chance gewesen. Es wirkte ein bisschen wie bei Westworld, weißt du, da kommen ja auch mal solche Cuts, wo die sich dann immer fragen, in welcher Zeit bin ich gerade und so. Ist morgens oder abends? Das ist lustig, wenn die Kinder immer, die Vierjährigen, essen, man ruft die zum Essen und dann, ist Mittag oder Abend? So verwirrt kommt man aus so einem Kommentar auch raus, wie so ein Vierjähriger. Ich meine, hätten wir unsere Hörer und hätten wir euch beiden gefragt, wo werden wir den absurdesten Kommentar des Jahres sehen, dann hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, ja, irgendwie Heute-Journal, MRT-Wissen oder Tagesthemen oder so weiter. Aber das ist ausgerechnet in der Hans-Jessen-Show, von der Hans-Jessen-Show aufgezogene Butten- und Binden-Sendung ist. Ja, also das ist. Ich werde jetzt, glaube ich, öfter Butten und Binden gucken. Ja, das rufst du die nochmal an morgen, Hans, jetzt? Oder ist das für dich auch abgehakt? Kennst du den Kollegen? Nee, den kenne ich nicht. Der ist nach meiner Zeit. Mach dich mal bei ihm bekannt morgen. Schick ihm mal den Podcast. Schick ihm den Podcast. Ich glaube, der hat anderes zu tun. In Bremen brennt's. Ja. Nein, die haben viele gute Sachen gemacht zu dem, auch zur BAMF-Geschichte und zur Aufklärung. Das ist ja auch nicht immer so ganz leicht, wenn es sozusagen die eigene Stadt ist, wo die Kacke am Dampfen ist. Die haben viele gute Sachen gemacht und das ist eben schiefgegangen. Ja, was waren das noch für Zeiten, als irgend so ein Magnetfeld nicht hielt? Gut. Machen wir einen Themenumschwenk und kommen zu den Linken. Da gibt es ja auch irgendwie Probleme in dieser Partei. Und weil wir uns ja in diesem Podcast selten mit der Linkspartei befassen, ne? Warum macht die so wenig? Ja, weil Klaus Kleber und die Tagesthemen und die Regierungsberichte so wenig da machen. Aber da habe ich einen Tipp. Ja. Bartschs Fahrer hat einen Instagram-Account, der ist ziemlich lustig. Gut, lassen wir das mal stehen. Aber Dietmar Bartsch. Sehen wir den jetzt? Nein, weiß ich nicht, weil Dietmar Bartsch hatte ja Geburtstag. Er wurde 60, wenn ich richtig informiert bin. Ich weiß leider nicht, ob er ein Fahrrad geschenkt bekommen hat. Fahrrad. Ach so. Ja. Also wenn sein Fahrrad einen Instagram-Account hätte, das dachte ich gerade. Das wäre natürlich spektakulär. Ja, ein Chauffeur, ich rede vom Chauffeur. Auf jeden Fall, der hatte Geburtstag und hat eine Geburtstagsfeier gemacht und da sehen wir erstmal ein paar Bilder. Achso, Stefan, du kannst ja mal nebenbei immer unseren Hörern sagen, wen man dann so alles sieht.
Hach, eine Frau. Feiern in der Politik. Zum runden Geburtstag von Dietmar Bartsch gibt sich die nahe. Sarah. Nicht ganz so nahe. Er selbst entfernte Verwandtschaft Schäuble. Die Ehre. Doch für den Familienzwist sorgen schon die eigenen Parteifreunde. Ja. Damals, wie wir uns kennenlernten, Sarah. Im PDS-Parteivorstand, ich gerade gewählt als junges, motziges, wahrscheinlich auch ein bisschen arrogantes Mitglied, die der Meinung war, den muss man allen mal zeigen, wo es links lang geht. Andrea weiß, wovon ich rede, stimmt's? High five! Viele sagen, das gilt noch immer. Manche aber kritisieren, Wagenknecht habe die Richtung geändert. Heute wolle die Fraktionsvorsitzende auch zeigen, wie es rechts lang gehen könnte. Ganz kurz, Hans, ist das legitim, ein Teil ihrer Rede, der also was wahrscheinlich gar nichts mit dem Beitrag zu tun hatte, rauszunehmen, zu sagen, ja, da war ich ja links und bla bla bla, und dann aber ihre Pointe oder das, was sie eigentlich sagen wollte, rauszuschneiden, um das für den passenden Beitrag zu verwenden? Ist das legitim? Ich weiß ja nicht, was, also im Prinzip darf Satire alles, auch sowas. Das war ja das ist, ein Stück wir sind hier nicht, wir sind im Regierungsbereich. Nein, Hans hat absolut recht, das ist Satire. Bericht aus Berlin. Und auch im Satire-Magazin Bericht aus Berlin darf sowas vorkommen. Genau. Nee, es kommt ein bisschen drauf an, welche Pointe wäre es denn dann gewesen und so. Also darf man machen. Das wissen wir ja nicht. Ich glaube, ja, die Pointe ist nicht gewesen, dass sie in der Rede noch sagt, und jetzt biegen wir alle mal nach rechts ab. Ja, nein. Wir hören mal weiter. Die Fraktionsvorsitzende auch zeigen, wie es rechts lang gehen könnte. Der Streit eskaliert seit der Bundestagswahl. Seit die AfD in traditionell linken Milieus Erfolge feiert, bei Protestwählern, sozial Schwachen und in Ostdeutschland. Sarah Wagenknecht will diese Wähler zurückholen, warnt vor offenen Grenzen für alle und vor Arbeitsmigration in den Niedriglohnsektor. Das geht den besonders Linken in der Linken entschieden zu weit. Besonders Sarah Wagenknecht versucht im Bereich der Migrationspolitik einen Begrenzungsdiskurs in die Partei reinzutragen. Sie und auch viele ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und ich finde es eben falsch, dass man in einer Zeit des Rechtsrucks in diese Richtung tendiert. Ich fand den Begriff die besonders Linken interessant. Habe ich noch nie vorher gehört. Ja. So, jetzt kommt wieder was, wo Hans Jessen uns wahrscheinlich am besten weiterhelfen kann. Du warst ja mal Macher von solchen Berichten. Und Stefan, erklärt uns mal und zählt jetzt mal, wie lange Bernd Rixinger spricht, und kontrastiere das bitte mit dem Aufwand, den er dafür mit der Redakteurin machen musste. Steuert die Linke nach rechts? Die Parteispitze um Katja Kipping und Bernd Rixinger will eine Klärung erzwingen. Ihr Leitantrag für den Parteitag in 2 Wochen fordert explizit offene Grenzen und schreibt vor, wer Rechte bekämpfen wolle, dürfe ihren Forderungen und Redeweisen nicht nachgeben. Eine Kampfansage, die den Parteitag bewusst zum Schiedsrichter erklärt. Die Partei hat die Aufgabe, dort dann die Richtung zu entscheiden. Das wird sie tun. Die gewählten Vertreter sind schon gehalten, sich an die Beschlüsse der Partei zu halten. Andere werden noch deutlicher. Ja, das ist schon echt frech. Also nicht nur kommt sie da mit einem Kameramann und einem Tonmann, sondern es kommen noch 2 Studenten, die eilig herbei mit hier, willst du nicht mal kurz Tagelöhner, App und so. Ja, das sind wahrscheinlich Mitarbeiter von Rixinger gewesen. Ja, die haben dann eine Karre dabei, auf dem ist ein rotes Sofa, weil dieser 10-Sekunden-O-Ton muss ja auf der grünen Wiese mit einem roten Sofa, sonst würde ja Oma Erna nicht verstehen, dass es die Linke ist, die da spricht. Hans, was soll so ein Scheiß? Für 10 Sekunden Rixinger O-Ton muss man sowas inszenieren? Ich weiß nicht, ob dieses rote Sofa einmalig da eingesetzt wurde oder ob es zum Beispiel oder ob versucht wird, das als Stilmittel für solche Berichte zu etablieren. Wenn das regelmäßig versucht werden würde, dann kann man darüber diskutieren. Wenn es so ist, vor allem wenn es dann möglicherweise auch noch in längeren Formaten eingesetzt wird, dass man sagt, das ist sozusagen unser Sprechort und das wäre hier mehr nur so ein Spin-off, dann könnte man darüber diskutieren. Wenn es wirklich nur für diesen Event gemacht wurde, um irgendwie optisch Eyecatcher zu produzieren, finde ich auch, ja,
kann man probieren, aber ob man das wiederholen muss, weiß ich nicht. Ja, wenn sie wenigstens einen Podcast gemacht hätte, dieses 20-minütige Gespräch irgendwo online und so. Ja. Vielleicht gibt es das ja irgendwo, keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Also. Bestimmt. Gut, wir hören uns mal den Rest des Beitrags an. Da ist anscheinend richtig was faul bei den Linken. Tun sie das nicht, sind sie auf Dauer ungeeignet für ihr Amt. Längst ist der Streit um Inhalte zur persönlichen Auseinandersetzung geworden, gerne auch auf offener Bühne. Ja, was der Grund ist, warum sie berichten, ne? Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion, also ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Fraktionsspitze gegen Parteispitze. Zwei Machtzentren, die sich seit Monaten bekriegen. Kommt es zum Showdown nach dem Parteitag? In zwei Wochen stehen auch die Parteivorsitzenden zur Wahl. Das Wagenknecht-Lager stellt Katja Kipping und Bernd Rixinger mittlerweile öffentlich in Frage. Laut meinen Beobachtungen gibt es eine Intrige gegen Sarah Wagenknecht, sie aus der Fraktionsspitze zu mobben. Parteivorsitzende sollten eine Partei zusammenhalten, sie sollten vermitteln, sie sollten, wenn Konflikte vorhanden sind, sie nicht weiter eskalieren und sie sollten auch loyal mit einer Fraktionsspitze zusammenarbeiten. All das ist bei den Parteivorsitzenden leider nicht der Fall. Bisher aber blieb der erwartete Putschversuch von beiden Seiten aus. Wenn man quasi sagt, die Vorsitzenden machen keine gute Arbeit, muss es jemanden geben, der dagegen antritt. Das ist nicht der Fall. Parteifreunde und Feinde, beides gibt es reichlich vermuten. Die von Sarah Wagenknecht angekündigte Sammlungsbewegung könnte auch ihre eigene Alternative werden, um sich ein neues Publikum zu schaffen, jenseits der eigenen Partei. Tja, ich wäre so gern Mitarbeiter bei den Linken. Kommst jeden Morgen rein, erstmal, ja, was gibt's Neues und so. Jedes Mittagessen hast du ein geiles Gesprächsthema. Immer was los. Dann war Sarah Wagenknecht zugeschaltet bei Thomas Baumann. Und wenn da eine Linke dabei ist, dann wird Thomas Baumann auch ein bisschen ungehalten. Dann unterbricht er auch mal und sagt so, ey, beantworten Sie meine Frage. Das erleben wir bei Thomas Baumann ja eher selten. Darum müssen wir das hier mal festhalten. Und die Eingangsfrage zu diesem Bericht ist folgende. Planen Sie einen Putsch, Frau Wagenknecht? Wir haben es gehört, Frau Wagenknecht, Putschversuch ausgeblieben bis jetzt. Was Putsch heißt das zwei Wochen vor dem Parteitag? Werden Sie die Wiederwahl von Katja Kipping und Bernd Rixinger an die Parteispitze unterstützen oder nicht? Auch wissen Sie, Putschpläne sind wirklich nicht das, was mich umtreibt, sondern mich treibt um, wie wir es schaffen, tatsächlich in diesem Land deutlich stärker in eine Richtung Politik zu machen, die mehr Gerechtigkeit erreicht, die Frau Wagenknecht, ich will nicht unhöflich sein, aber das ist das Programm. Die Frage war, ob Sie die Wiederwahl von Rixinger und Kipping unterstützen oder nicht. Eine sehr klare, einfache Frage. Naja, das Programm ist das eine, aber wir müssen natürlich konstatieren, dass wir ein Problem haben, da uns vor allem auch Arbeiter, Arbeitslose, Menschen in ländlichen Regionen ja deutlich bei der letzten Wahl weniger gewählt haben als früher. Also wir erreichen bestimmte Milieus nicht mehr und wir sollten uns schon fragen, wie schaffen wir es, diesen Menschen tatsächlich wieder zu erreichen, die für die Linke zu gewinnen. Und ich finde es wirklich zutiefst diffamierend, wenn man mir unterstellt, ich würde rechte Positionen vertreten, weil ich nicht zuschauen will, dass Menschen, die wütend sind, die auch Grund haben, wütend zu sein, am Ende alle von der AfD erreicht werden und abgefischt werden. Das ist bleiben wir noch mal beim Parteitag. Ich finde gut, dass Thomas Baumann sich nicht für Inhalte interessiert, sondern, ja, was ist denn jetzt? Folgen Sie Ihrer Partei? Der ist richtig beleidigt, wenn plötzlich jemand was von Inhalten erzählt. Ja. Also, sorry, aber das ist Ihr scheiß Programm. Beantworten Sie meine Frage. Ja, wirklich. Naja. Es ist aber auch wahr, dass Wagenknecht auf diese Frage, die natürlich vom Stück vorgelegt wurde, ne, und jeder weiß, dass die Realität ja auch so ist, auf die Frage wollte sie nicht antworten. Deswegen ist sie ins Programmatische ausgewiesen. Klar, sie hat auch das Programm instrumentalisiert und von daher ist so eine Unterbrechung an dem Punkt völlig legitim. Aber nur, weil es einen Audience-Flow von der Lindenstraße gibt. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, da will man Konflikte sehen. Sportschau, und dann will man die natürlich auch. Sportschau, richtig. Das auch, jawohl. Dann gab's einen komischen Cut. Es ging hier um offene Grenzen. Ja, die Linke will das angeblich. Thomas Baumann unterstellt das der Linken, weil es gar nicht so ist. Also nicht in der Form. Und dann versucht Sarah, was zu erklären. Und dann gibt's einen ganz komischen Cut.
Aber so zu tun, als sei es eine sehr realistische Position, zu sagen, jeder, der möchte, kann kommen, das ist ja völlig absurd. Und deswegen finde ich, also eh hier mit moralischem Rigorismus bestimmte Positionen vertreten werden, sollte man darüber nachdenken, wie machbar ist das tatsächlich. Das heißt, Sie werden gegen den Leitantrag des Bundesvorstands, in dem von offenen Grenzen die Rede ist, stimmen? Nein, weil in dem ist ja ausdrücklich nicht von offenen Grenzen für alle die Rede. Also jeder in der Linken, zumindest nach meiner Erfahrung, vertritt, dass es ein Asylrecht für Verfolgte geben muss. Das heißt, für Menschen, die in ihrer Heimat politisch verfolgt sind, muss es offene Grenzen geben. Aber etwas anderes ist ja die Frage der Zuwanderung, der Arbeitsmigration. Ist dieser Programmstreit? Was war das? Also da hat sie endlich mal erklären können, was sie mit ihrer Opposition zu ihrer Parteispitze meint. Und dann gibt es einen Cut, der nicht von mir kam. Ich meine, sie haben es vorher aufgezeichnet, mussten wahrscheinlich ein bisschen Zeit irgendwo wieder rausholen. Vielleicht hat sie, schwierig. Vielleicht hat sie die aktuellen Bücher gelesen, in denen unter anderem steht, dass 40% aller in Afrika lebenden Menschen unter 15 Jahre sind. Das macht sehr vielen Leuten Angst. Gut, zum Schluss gab es dann einmal, Thomas Baumann wollte was zu dieser linken Sammlungsbewegung wissen und wir hören uns mal die Talking Points von Wagenknecht an. Was hat es mit der linken Sammlungsbewegung auf sich? Gib uns mal deine Talking Points, Sarah. Ist dieser Programmstreit, der nach wie vor existiert, auch einer der Gründe, weshalb Sie arbeiten an einer neuen linken Sammlungsbewegung, wie Sie es genannt haben, der Linken in Deutschland? Nein, weil das ist, das ist mir viel zu kleines Karo. Hier geht es nicht um innerparteiliche Auseinandersetzungen, sondern mir geht es um die Frage, wie schaffen wir es, eine andere politische Mehrheit wieder zu erreichen. Ich meine, die SPD schafft sich ab, sie taumelt in dieser großen Koalition, sie ist immer weniger erkennbar. Die Linke allein steht bei 10%. Das ist schön, aber es ist eben nicht ausreichend. Und deswegen möchte ich, dass all diejenigen sich zusammenschließen, die endlich wieder in diesem Land Sozialstaatlichkeit wollen, Friedenspolitik. Das ist das Anliegen, das steht dahinter. Kurze Frage zum Schluss, Frau Wagenknecht. Kurze Frage. Und der letzte Clip, der ist nur für dich, Stefan, und für alle Aufwachen-Podcast-Hörer. Kurze Frage zum Schluss. Sie hatten diese neue Sammlungsbewegung bereits für den Frühsommer angekündigt. Wann kommt sie denn jetzt? Also der Start wird im September sein, weil ich mich schon habe überzeugen lassen, dass man nicht in einen Aufmerksamkeitswettbewerb mit der Fußball-Weltmeisterschaft treten sollte. Klug. Findest du? Ach, keine Ahnung. Ist doch egal. Seid ihr noch offen für andere Themen oder wollt ihr Schluss machen? Ist ja schon spät. Was? Ich bin immer offen. Was wäre so? Ich hatte jetzt noch Plastik. Weißt du, Plastik. Mhm. Das mit Österreich können wir auf nächste Woche schieben. Das war's. Ich habe nur noch Plastik. Na dann Plastik. Ja. Und hier ist noch eine Rede von Angela Merkel auf dem zweiten Global Solutions Summit. Hast du das reingepackt? Ja, das ist eine Empfehlung von Matthias. Die ist ganz witzig, aber ich würde sie gerne im Kontext spielen. Also Okay. Nächste Woche, dann Dienstag. Alright. Gut. Die EU plant schon wieder Böses. Sie will uns Deutschen unser schönes deutsches Plastik verbieten. Mann! China hat einen Importstopp für den europäischen. Winnie Häscher! Winnie Häscher. Es kann sein. Ich achte auf Fehler. Es kann sein, dass irgendwo ein Fehler eingebaut ist. Dreck verhängt. Brüssel will nun ein Zeichen setzen. Unter anderem soll sogenanntes Einmalplastik verboten werden. Plastikhalme, Besteck, Geschirr. Die kleinen Schritte aus Brüssel werden in Berlin groß gelobt. Deshalb ist gut, dass die EU jetzt diesen Vorstoß unternimmt. Wir müssen diese Verordnung ja in Deutschland umsetzen. Ich bin für eine schnelle 1:1 Umsetzung. Und dann werden wir auch den Finger auf die Wunden legen. Es ist dringend notwendig. Man macht gerade im Bereich Plastik ziemlich viel Pipifax. Das ist eigentlich Alibi. Auf EU-Ebene passiert eigentlich nichts. Wenn man es sich wirklich anschaut, von den gesamten Plastikmengen, ein Auto zum Beispiel enthält über 200 Kilogramm Plastik. Ein Drittel alles Kunststoffes wird verwendet im Baubereich. All das wird gar nicht betrachtet. Also es passiert eigentlich nichts. Ja, es passiert eigentlich nichts. Wir haben ja eben schon ihn gehört hier. Wir haben ja auch eine. Na, spiel das du erstmal die Clips. Ich habe dann auch noch eins im Plastik. Ja, wir merken uns, okay, EU will Plastik irgendwie loswerden, verbieten und der deutsche Entwicklungsminister sagt, geile Sache.
Hans, möchtest du mal raten, was unsere Umweltministerin dazu sagt? Ja, das ist ein Drama. Sie wird vermutlich sagen, dass es auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass man andere Schwerpunkte setzen müsste. Ja, schauen wir mal. Die Deutschen müssten sich besonders um das Problem kümmern. Wir verbrauchen europaweit mit am meisten Plastik. Anfang der 90er Jahre waren es fast 3 Millionen Tonnen Kunststoffmüll pro Jahr. Jetzt sind es fast 6, Tendenz weiter steigend. Yes. Die Große Koalition hat sich bei ihren Verhandlungen nicht lange mit diesem Thema aufgehalten, wenig Konkretes verabredet. Man setzt weiter voll auf Recycling. Den Plastik, den wir in Deutschland produzieren, den müssen wir auch selber recyceln. Und deswegen möchte ich eine Qualitätsoffensive in diesem Bereich haben. Ich möchte, dass die Hersteller mehr Kunststoffe einsetzen, die recycelt werden können. Und ich möchte, dass wir auch das Recycling, das, was da rauskommt, wieder stärker nutzen. Ist sie unsere Wirtschaftsministerin oder ja, Umwelt? Ist sie. Ein unglaubliches U-Boot. False Flag, es kommt alles zusammen. Was haben wir da für eine Umweltministerin bekommen, Hans? Die war in NRW, hat die dafür gesorgt, dass der Kohleausstieg nicht kommt. Naja, sie hat ihn nicht direkt befördert, sagen wir das mal so. sie wird aber Umweltministeriums gibt es relativ viele Leute, die sagen, wir sind eigentlich positiv überrascht von ihr. Ich glaube nicht, dass die mit dieser Position jetzt so positiv überrascht wären. Denn das ist natürlich immer der Ausweg für Helden, wenn man sagt, wir müssen uns nicht einschränken beim Plastikeinsatz und Verbrauch, sondern wir recyceln es immer und dadurch haben wir ja keine neue Belastung geschaffen. Aber jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, weiß, Recycling von Plastik, die Produkte, die dabei rauskommen, sind minderwertig, sind kaum verwendbar, nur sehr eingeschränkt. Und es ist eigentlich letztlich doch eher eine Art von Alibi, großvolumiger Alibi-Veranstaltung, die Recycling-Geschichte. Also ich würde da sagen, nach wie vor radikale Reduzierung von Plastikeinsatz, gibt genug alternative Produkte, die biologisch abbaubar sind, wiederverwertbar sind. Das war eine gute Anmoderation für den nächsten Clip. Qualitätsoffensive ist ein schönes Wort, Recycling auch. Es macht uns ein gutes Gewissen. Man konsumiert viel, aber man trennt auch viel. Eine Recyclingquote von fast 50% macht Deutschland zum Europameister auf dem Papier. Das Problem ist die Definition der Recyclingquote. Und das Bundesumweltministerium gibt sich damit zufrieden, dass die Inputquoten, also das Material, was in Sortieranlagen fließt, als Recyclingquote gilt. Das ist aber nicht die Menge, die dann tatsächlich auch im Kreislauf geführt wird. Und das ist der große Irrtum, ja, der endlich aufgeklärt werden müsste. Ja, die realistische Quote liegt irgendwo bei 13% oder so. Ja, ja. Hans, ja, da lügt man sich einfach was in die Tasche. So. Wollen wir da nicht mal eine Offensive starten in der BBK? Du meinst, wir sollen die... Ein Themeneinmarsch? Die kleinen Schalldämpfer über den Mikrofonen durch Jute ersetzen? Ja, nein, das ist mein Tipp. Das Umweltministerium mal hier zu ihrer Definition befragen. Ich habe gleich eine Frage für euch an Sie. Gut, aber wir hören das mal zu Ende. Es gab dann noch eine Idee von der EU. Die wollen unser Plastik, unser schönes Plastik, was wir aus dem schönen Öl herstellen, besteuern. In Brüssel geistert noch eine vage Idee herum, eine Plastiksteuer. Oh. Was nicht wiederverwertet werden kann, soll besteuert werden. Die Umweltministerin hat schon abgewunken. Der Entwicklungsminister ist dafür, wie andere auch. Das ist so geil, ne? Der Entwicklungsminister ist grüner als die Umweltministerin. Ja. Nachdem wir uns und ich mich dem Vorschlag angeschlossen habe, eine Plastiksteuer zu erheben, habe ich Sonnenstapelbriefe der plastikproduzierenden Chemie bekommen. In der Tat, wenn man etwas wegnimmt oder verteuert, stört man die Geschäftsmodelle. Das ist leider so. Und ich nehme an, dass die Bundesregierung den Lobbydruck nicht standhält. Glaube ich auch nicht. Ja. Gut, und dann gab es ein Fazit, Winnie Hescher hat ein nachdenkliches Fazit gemacht und dann kommt Bettina Schausen ins Bild und sie sagt nur ein Wort und das sagt eigentlich alles.
Die deutsche Politik setzt auf Recycling, akzeptiert damit die Abfallberge. Aber wäre nicht die Plastikmüllvermeidung der eigentliche Anfang? Tja. Tja, was jetzt in diesem Bericht nicht vorkam, das ist ja alles noch viel schlimmer mit der Schulze. Die hat ja eine Begründung geliefert, warum sie keine Plastiksteuer haben will. Und das ist so absurd, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Sie ist Umweltministerin, ja? Und wir hören uns mal ihre Begründung an, warum sie keine, ja, dass sie, wir wissen, bei den Diesel fordert sie ja Hardware-Nachrüstung. Wird sie nie bekommen. Hier fordert sie jetzt ein Verbot von Plastik irgendwie, keine Ahnung, ja? Wo wir auch wissen, naja, das ist jetzt so unrealistisch. Die realistische Version, nämlich eine Steuer auf nicht recyceltes Plastik, um eben einzupreisen, was an Umweltkosten anfällt, ja, das kontert sie dann so. Bundesumweltministerin Schulze hat sich für ein Verbot von Mikroplastik ausgesprochen. Damit soll verhindert werden, dass sich kleinste Plastikteile, etwa aus Kosmetika, in den Ozeanen sammeln und dort von Seevögeln gefressen werden. Eine Steuer auf Plastik lehnt Schulze jedoch ab, weil sie keine Lenkungswirkung habe. Dagegen hatte sich Entwicklungsminister Müller für eine solche Steuer offen gezeigt. Keine Lenkungswirkung, das ist einfach so glatt. Dreist, ja, also reingelogen, ja. Die Presseerklärung oder den O-Ton hätte ich gern mal im Original gesehen. Darin auch bei Svenja Schulze nicht, dass sie das so gesagt hat, weil jeder weiß, Preishochsetzen hat die dramatischste und deutlichste Lenkungswirkung überhaupt. Ja. Das heißt doch Steuern. Naja, aber Hans, das heißt, wir haben jetzt, es gibt nur zwei Alternativen. Entweder wir haben hier gerade eine Fake News bekommen und das Zitat läuft gar nicht so, dann sind die Tagesthemen schuld, oder das Zitat ist echt und wir haben eine wirklich beschissene, ja, SPD-Bundesumweltministerin. Es besteht Erklärungs- und Redebedarf mit beiden und mal gucken, was es am Ende ist. Ihr kennt doch diesen Dudenhöfer, ich habe jetzt doch noch ein paar Clips abzufeuern, Audio only, weil die sind aus dem Radio. Ein sensationeller Typ. Ferdinand Dudenhöfer, den kennen wir. Ferdinand, nein, Entschuldigung, ich habe mich. Welchen meinst du? Nein. Ich meine unseren Autoprofessor. Ja, ich meinte diesen saarländischen Kabarettisten, heißt der nicht auch Dudenhöfer? Oder? Vielleicht habe ich da jetzt einen kleinen Twist. Also, Ferdinand Dudenhöfer ist ein Autoprofessor. Der ist uns auch ein bisschen bekannt, weil er immer so einer dieser Go-To-Guys ist, der dann immer in den Tagesthemen doch nochmal und so pipapo, wo wir immer denken, ja, das ist halt der Industrie-Sprechblasen-Typ, Produzent. Stellt sich raus, er hat ein ganz krasses Buch geschrieben, in dem irgendwie alles ganz anders steht, die deutsche Regierung verschläft. Was? Die Industrie kommt deswegen nicht nach. Also dieser Ferdinand Dudenhöfer, den einige vielleicht vor Augen haben, weil wir uns auch mal ein bisschen über den lustig gemacht haben, der hat einen O-Ton, ein längeres Gespräch abgeliefert im Deutschlandfunk und ich will mal, dass wir den kleinen O-Ton spielen, in dem auch die Bundesregierung kurz erwähnt wird. Ist die Bundesregierung da jetzt aufgewacht, wenn sie da so ernst macht, zum Beispiel beim Fall Daimler? Ich glaube, sie ist nicht aufgewacht, sie ist so ein bisschen alarmiert, aber sie geht weiter im bisherigen Trott. Das sieht man auch dadurch, dass die Bundesregierung bisher sich renitent weigert, zum Beispiel Hardware-Nachrüstungen den Kunden anzubieten, die Autobauer dazu zu zwingen, Hardware-Nachrüstungen zu zertifizieren. Man macht einfach die Augen zu und sagt, Software ist eine schöne Sache, das kriegen wir irgendwie hin. In 3-4 Jahren ist das Problem gelöst, das ist alles gelogen, das ist falsch, das Problem wird uns noch mehr als 10 Jahre begleiten, die Bundesregierung macht die Augen zu. Macht sie sich mitschuldig? Ja sicher, von Anfang an. Ja. So geht das dazu, ja, wenn man Deutschlandfunk hört. Ja, ja. Nein, das ist interessant, weil Dudenhöfer, der hat sich wirklich altersradikalisiert. Das glaube ich auch, ja. Der hat in den, ja, also der ist seit mindestens 10, wenn nicht 15 Jahren, war der immer das die wissenschaftliche Sprechblase der Autoindustrie. Genau. Und ich glaube, gerade weil er ein Autoliebender im Sinne dieses Wortes ist, er weiß aber auch, wenn so weitergemacht wie bisher, dann fährt die Autoindustrie, wenn man das jetzt mal sagen kann, gegen die Wand. Ja. Und weil er ein Interesse an individueller Automobilität hat, stinkt ihm das derartig, dass er wegen der erkennbaren Kurzsichtigkeit sowohl der Bundespolitik als auch immer noch der Industrieführung, da wird er jetzt altersradikal. Ja, und das ist eben so verrückt, weil wir hatten ja beim letzten Mal schon
China sagt jetzt, ja, ihr Deutschen, wir senken mal die Einfuhrzölle auf eure Top-Marken, ja? Wo man wieder denkt, da freut sich die Bundesregierung, aber das ist eben, wir steuern weiter, also wir fahren weiter in diese Sackgasse rein. Ja. Irgendwann haben wir noch diese tollen Autos, die dann wirklich gar keiner mehr haben will, nicht mal der Millionär in China, und dann steht man plötzlich da, ja. Und die Chinesen so, ja, schickt uns gerne, was, die 20.000 S-Klassen, die kriegen wir auch noch unter, ja, unserem verpesteten, Hauptsache kein Diesel, aber das kriegt er ja hin. Gut, dann räumen wir noch ein bisschen ja, auf, was, vielleicht, ja. Vielleicht ist der Dudenhöfer jetzt bei den Grünen. Hier brauchen wir Radikalität. Das kann sein. Aber ich glaube, Hans hat da absolut recht. Der kommt aus dieser Liebhaberschiene. Der lässt sich ja auch sehr gerne abfilmen neben irgendwelchen Oldtimern. Also neben sozusagen dem, worüber er spricht, Autos halt. So. Bei der SPD kann er ja nicht sein. Es gibt den sauberen Diesel, ja? Er sagt, es gibt den sauberen, also es gibt sauberen Diesel, das ist aber der Euro 6D-Norm, irgend sowas. Und dann sagt er aber auch, das ist aber scheißegal, das Ding ist gestorben. Diesel ist tot, sagt er. Also es ist wirklich ein interessantes Gespräch. Deutschlandfunk, das war der Tag, ja, ist die Anlaufstelle für sowas. Das gut, wir räumen mal noch ein bisschen von letzter Woche auf. Ich hatte ja dieses Essay und Diskurs. Matthias Greffert ist durch Europa gefahren und da gab es ja diesen einen Portugal-Ausschnitt. Was sagst du? Nee, ich habe dir ja 2 Jahre lang empfohlen, da mal reinzuhören. Jetzt bin ich froh, dass du es mal machst. Ja, ich höre das laufend. Ah, okay. Aber jetzt bringe ich es auch mal in den Podcast mit. Ja, du hast mir diese, wir lesen alle nochmal Marx-Sachen empfohlen. Also, habe genug Marx gelesen. Gut, also das europäische Handgepäck hieß das. 6 Folgen. Matthias Greffert ist rumgereist. Und er kriegt hier mal eine Frage, ja, Marx wird reingehalten von Thilo, hat ganz schön viele Bücher da stehen, alles möglich. Marx. Gut, also der Herr Greffert. Kardinal wir schließen, Marx. Wir genau. Wollen, wir hangeln uns vor zu diesem Portugal-Ding und hören, wie er darüber redet. Also das Gespräch ging ja nicht nur um Portugal, sondern es wird ja auch nochmal eine Frage, die uns interessiert, nämlich Europa der Region. Gibt es denn da Chancen, jetzt wo sie doch in so vielen Ländern waren und frische Eindrücke sich geholt haben? Er wird direkt auf die Frage angesprochen, die wir hier auch schon vielfach aufgeworfen haben. Und er gibt eine sehr, und ich sage jetzt einfach kurze, knappe Antwort, aber wir wissen, er ist rumgereist und er hat ein bisschen Standing. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero ist Gründerin des European Democracy Lab und sie vertritt die These, dass der Nationalstaat in Europa verschwinden und vernetzte europäische Regionen sich unter einem gemeinsamen republikanischen Dach bilden müssten. Auf welche Realitäten sind Sie gestoßen bei Ihren 6 Reisen, die einen solchen Gedanken tatsächlich stützen könnten? Ehrlich gesagt auf keine. Kann ja mal passieren. Dass so eine Idee einfach hops geht. Ja. Er ist jedenfalls der Meinung, theoretisch, ja, noch eine tolle Idee, die in irgendeinem Buch steht, ist doch egal. Jetzt kommt das deskriptive Portugal-Ding, was ich letzte Mal in dem Dienstag angesprochen habe. Wir hören es uns nochmal an, weil es ist wirklich auch wunderschön von ihm beschrieben. Er hat ja so eine schöne sonore Stimme, wie wir eben schon gehört haben. Also Matthias Greffert zu Portugal. Theoretisch haben wir alles ziemlich gut durchdacht. Es braucht jetzt Menschen, die die Idee nach vorne bringen. Und Portugal, da geht einem wirklich das Herz auf, und zwar doppelt. Einmal, weil es dort gelungen ist, eine politische Konstellation herzustellen, nämlich die Duldung einer Links- oder einer gar nicht mal so linken, einer normalen sozialdemokratischen Partei durch Kommunisten und durch linksökologische Parteien. Das ist der Bloco Esquerda. Und die konnten sich in dieser Konstellation eben als geduldete Minderheitsregierung der Umarmung durch die Troika entziehen, haben alles anders gemacht, als die Troika ihnen oktroyieren wollte, und haben dadurch erstaunlicherweise wieder Wachstum produziert und arbeiten sich jetzt so allmählich aus der Krise heraus. Das ist das eine, wo man sagt, da gibt's ja doch noch eine sozialdemokratische Möglichkeit in Europa, wenn auch in dem kleinen Land ganz am Westen, kurz vorm Atlantik. Und das andere ist, diese Partei ist eben wirklich eine feministische Partei, nicht ideologisch, sondern weil die Frauen in ihr eine ganz starke Rolle spielen. Ja, und das ist aus doppelter Hinsicht interessant. Keine neuen Ideen, keine neuen Theorien, wir wissen alles, einfach machen. Und dann auch beim Feminismus, ja, nochmal die Ideologie durchbraten und irgendwelche Sonntagsreden halten, nee, einfach machen. Ne? Einfach Frauen da in die Regierung holen, zack, läuft der Laden. Ich finde ja, ich hatte jetzt den Kern, ich hatte den Kühnert als die Hoffnungsträger im deutschsprachigen sozialdemokratischen Raum. Ich müsste eigentlich nochmal nach Portugal und nach London. Wir sollten auch eine Frau an der Regierungsspitze haben.
die nicht Angela oder Andrea heißt? Das ist was anderes. Ich würde sagen, in den Politikfeldern, wo es knifflig ist, bräuchten wir mal Frauen. Beispielsweise im 13-Mann-stark-Staatssekretär durchsättigten Innenministerium. Ich bin froh, dass die SPD wenigstens eine hat. Vorsitzende! Ja, was mich hier noch super interessiert hat von Matthias Greffarts Reisen, er hat ja jetzt eine Absage an auch nochmal Theorien zu Europa und so, nee, wir brauchen jetzt mal was Handfestes und einer, der es macht. Was müsste denn gemacht werden? Hier ein Vorschlag, der uns natürlich super interessiert. Die große Chance, die uns diese Wahnsinnspolitik von Trump, der alle globalen Strukturen gerade zerhaut, bietet, wäre es, dieses Europa auch technologisch unabhängig zu machen. Also ich träume im Grunde davon, dass die EU sagt, wir brauchen jetzt 10.000 IT-Ingenieure, die uns die europäische Googles und europäische Facebooks und europäische Übersetzungsautomaten. Also ich träume zum Beispiel davon, dass es endlich mal eine Übersetzungssoftware gibt, dass die mir Portugiesisch in Lettisch und übersetzt, ohne dass ich das Gefühl habe, ich habe eine koreanische Gebrauchsanweisung für meinen Kühlschrank in der Hand. Also im Grunde ist das, gerade dieser Angriff auf Europa wäre eine ungeheure Chance, aber da müsste man natürlich doch eine mindestens hohe dreistellige Milliarden-Euro-Summe in Bewegung setzen. Ja, und das, haben wir die das, nicht? Die haben wir doch. Nein, das kostet uns was. Wir Deutschen, ich meine, 100 Milliarden, da würden wir Deutschen doch bestimmt allein 97 bezahlen müssen, so arm wie die anderen sind. Heißt das nicht wir Deutsche? Du kannst beide Versionen benutzen. Die eine soll etwas vornehmer sein, nämlich Deutschen. Ach so. Aber es funktioniert beides. Du kannst dich auch bei unserem Landesnamen entscheiden. Deutschland oder unser Land. Ja. Kannst du halten, wie du willst. Also hier hätten wir auf jeden Fall ein Projekt, wenn es um Sprache geht. Ich finde ja auch, ja, also anstatt nochmal Geros Ideen, würde ich sagen, komm, wir lassen es mal bei Sprache. Wir hätten hier ein echtes technologisches Projekt, eine echte Herausforderung, bei der wir zum Beispiel keine personenorientierten Daten brauchen. Ja. Sondern das, also Sprache übersetzen hin und her, ja, das kann man natürlich noch mit Spracherkennung verbinden. Dafür braucht man dann gesprochene Sprache vom Menschen. Da kann man sagen, okay, also. Aber um erstmal die Sprachen miteinander ins Verhältnis zu setzen, ja, das macht bisher nur Google. Warum macht das eigentlich in Deutschland keiner auf dem Niveau, dass man wirklich sagt, okay, hier, das ist dein Reiseführer, er hat ein Display und da kannst du hin und her übersetzen, was du willst. Wahrscheinlich gibt es irgendwo so kleine Uni-Projekte und so, ja, aber nicht so, wie Google das macht, dass man es einfach auf dem Handy hat, runterladen kann, dass es funktioniert und so weiter und so fort. Wir bleiben mal bei einem konstruktiven Nachschlag zu dem, was wir von Klaus Kleber so scheiße serviert bekommen haben. Wir haben ja festgestellt, Klaus Kleber holt einfach nur das Griechenland-Handbuch raus und sagt dann, hier, wir müssen mit der Troika einmarschieren, weil die Italiener kriegen es ja nicht hin. Jetzt könnte man sagen, ja, ist das nicht total blöd? Statt dem Griechenland-Handbuch guckt Eckhard Stratenschulte mal nach vorn. Der hat lange, war der Leiter der Europäischen Akademie in Berlin. Und er redet jetzt mal, angenommen, wir nehmen das jetzt ernst. Erst Griechenland, dann Italien, dann Frankreich. Können wir natürlich sagen, jetzt ist gerade Italien dran und wir gucken nach hinten und machen es wie bei Griechenland. Oder wir gucken nach vorne auf Frankreich und nutzen die Chance, die uns da geboten wird. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus SWR 2 Forum, der sozusagen alles, was Klaus Kleber hierzu gesagt hat, einfach ersetzt. Die Frage ist eben, da würde ich gerne nochmal dran anknüpfen, wie reagieren wir drauf? Also wir, die Europäische Union. Und ich glaube auch, dass so jetzt überhebliches Schimpfen und Wiederkäuen der Vorurteile über die Italiener und so alles überhaupt nichts hilft, sondern man müsste sagen, okay, wir nehmen euch ernst. Ihr habt gesagt, ihr seid eine Regierung des Wandels. Wir unterstützen euch, den Wandel zu gestalten, aber nach vorne und nicht nach hinten. Also ein Angebot machen. Das M&M, also Merkel und Macron, jetzt, wenn ich das salopp sagen darf, aus dem Knick kommen müssen, auch positiv was gestalten. Und das wirklich Interessante ist ja die Frage, gelingt die Reform in Frankreich? Denn das wäre dann auch ein positives Modell. Auch Frankreich hat viele Probleme, wie wir alle wissen. Macron sieht die natürlich und Macron sieht auch ganz klar, dass er die nur mit der Europäischen Union lösen kann. Also wenn wir hier Erfolge erzielen, statt auch da wieder so ein bisschen dummdreist zu kritisieren. Es gibt ja Spitzenpolitiker, die sagen, die Glücksvorstellung des Herrn Macron mache ich nicht zu meinem politischen Programm. Also die haben, glaube ich, den Schuss nicht gehört. Ja, und es gibt sogar eine Folie. Portugal
wenn sich die EU einfach anguckt, wie Portugal das gemacht hat, daraus sozusagen abstrahiert und sagt, können wir doch auch mal in Italien und Frankreich. Wir dürfen nicht von den Kommunisten lernen. Also. Ja, aber so könnte die EU das mit sich verbinden, solche Projekte. Eben nicht Troika, ja, also nicht das Troika-Handbuch, sondern eben das, was er hier vorschlägt für Frankreich. Macrons innere Bestrebung, die französischen Bestrebungen aufgreifen und stützen und dann das Resultat als europäisches verkaufen. Macron wäre da, glaube ich, sofort dafür, das so zu machen. Naja, stattdessen ist die europäische Realität folgende. Erdogan kommt nach Europa und kriegt einen Ehrendoktor. Wofür eigentlich? Ein kleines Highlight des bisherigen Tages war für Erdogan wahrscheinlich, dass er die Ehrendoktorwürde der Internationalen Universität in Sarajevo verliehen bekommen hat. Die Begründung: für außergewöhnliche Beiträge beim Ausbau einer humanen Gesellschaft sowie für die Promotion einer Kultur des Dialogs in Europa und der Welt. Jawohl, das läuft. Da wird's pervers. Da wird es wirklich pervers. Okay, jetzt schaffen wir auch. Beziehungsweise. Also das finde ich wirklich ein Abgrund an Menschenverachtung. Ja. Zwei kleine Clips noch aus dem äußeren Mainstream, dann schaffen wir nämlich noch Matthias Empfehlung gleich zu spielen. Ist Hans noch wach? Aber Hans ja. Hans ist noch wach. Ah, ja, bei uns ist gerade 0:04, aber Hans ist noch wach. Ich bin auch noch wach. Ich höre fasziniert zu. Ja, bei mir sind es nur 29,3 Grad, weil ich das Fenster zu habe, weil draußen so der Main so laut ist. Kann ich nicht. Gut, der Mainstream, genau. Wir haben ja alle, wird sogar genauso geschrieben, wir haben ja alle Thilos Gespräch mit GP Jan-Philipp Albrecht Superman gehört, indem er nochmal erklärt. Hast du es gehört, ja? Aufwachen-Podcast höre ich immer. Verpasse ich nie. Verpasse ich nicht eine Folge. Ja. So, und da erklärt er ja allerhand, was uns hier wirklich sehr interessiert. Nämlich zum einen, wer macht eigentlich dieses Lobbying dagegen, auch jetzt noch? Google, Facebook, die Bundesregierung, alle drei werden einmal durchgenommen und gefragt, wie, was, warum. Und dann hat er ja diesen kleinen Hinweis, der uns auch ganz interessiert, nämlich die Behörden sind ja ausgenommen aus der DSGVO. Es sind ja nur private, wie gehen Unternehmen mit uns um und so weiter. Ja? Also Behörden sind ja außen vor. Polizei und Justiz ja sowieso, die haben ja eine eigene Richtlinie, damit die Länder da ein bisschen freier sind in der Ausgestaltung. Das hat er alles erklärt. Fragt sich so ein bisschen, was heißt das jetzt genau? Die Behörden sind außen vor, Polizei und Justiz hat eine ganz eigene Richtlinie. Warum wollen die Nationalstaaten denn so viel Freiheit? Und da hören wir kurz in den Deutschlandfunk Hintergrund vom 26.05. Interessiert mich besonders, weil es geht um die hessische Polizei. Im April wurde bekannt, dass die hessische Polizei Software der Firma Palantir nutzen will. Aha. Die Frankfurter Rundschau zitiert den Innenminister des Landes Peter Beuth mit den Worten: Es handle sich um eine, Zitat, Analyseplattform zur effektiven Bekämpfung des islamistischen Terrorismus und der schweren und organisierten Kriminalität. Sie solle für alle staatsschutzrelevanten Themen Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen. Zitat Ende. Mit den Plattformen von Palantir. Hm. Das ist der große Datenfusionsreaktor. Naja, also von CIA finanziert oder mitfinanziert und Peter Thiel steht dahinter, ne? Ja, genau, Peter Thiel, unser Trump-Fan Nummer 1 aus dem Silicon Valley, der ja eine Backup-Nationalität in Neuseeland hat, für den Fall, dass alles nicht hinhaut. Also ist wirklich sehr witzig, ja? Und die hessische Polizei interessiert sich halt. Lassen sich die Beziehungen von Personen, Gegenständen und Orten als Netzwerk darstellen. Die Knoten eines dieser Netze stellen Namen, Telefonnummern und Fahrzeuge dar. Diese Knotenpunkte werden mit Linien verbunden, die ihre Beziehungen beschreiben. Im Besitz von, Kollege von oder auch Liebhaber von, reist zu, überweist Geld an. Diese Form der Überwachung greift besonders stark in die Persönlichkeitsrechte ein, weil Daten aus der Telekommunikationsüberwachung mit staatlichen Datenbanken verknüpft werden können. Ja, was kann schon schiefgehen? Also ich empfehle allen, denen Westworld gefällt, auch die vorher gemachte Serie von Nolan, nämlich Person of Interest. Da wird das genau erklärt, was das alles bedeutet. Eine Überwachung rund um die Uhr. Ich hab da mal eine sehr schlichte Frage. Mir ist aufgefallen bei diesen ganzen Einverständniserklärungen, die einem da abgenötigt oder abverlangt werden. Es gibt eine unglaubliche Bandbreite, wie man sein Einverständnis erklären kann. Da gibt es welche, die schreiben, wenn du jetzt gar nicht reagierst, werten wir das als Einverständnis. Nee, das gibt es nicht mehr. Das machen noch welche, aber das ist nicht mehr gesetzeskonform. Ich wollte ja nur sagen, also mich hat erstaunt,
die absolute Bandbreite dessen, was da angeboten wird. Nicht? Dann gibt es welche, wo du aktiv zustimmen musst. Dann gibt es welche, die sagen, du musst dich jetzt erstmal komplett mit allen Lebensdaten neu anmelden. Das fand ich erstaunlich und dachte mir, wissen die eigentlich nicht? Entweder, ich kenne die Vorlage ja nicht, den Anforderungskatalog, entweder er ist tatsächlich so vage, dass es jeder halten kann wie ein Dachdecker und scheißegal macht, oder es gibt größere, seriöse Anbieter, die sich einen Scheißdreck drum kümmern und sagen, wir tun jetzt einfach mal so, wenn keiner absagt, gilt das als Zustimmung. Das fand ich ein interessantes Phänomen. Also der einfachste Fall, der so nahe dem kommt, was du jetzt beschreibst, ist, du nimmst irgendeinen Dienst in Anspruch und damit er funktioniert, musst du halt automatisch einwilligen. Hm. Und da kriegst du dann so eine lange Liste und sagst dann einfach, ah ja und so. Da gibt es aber eigentlich ein Kopplungsverbot. Also solche Dienste müssten dir eigentlich auch zur Verfügung gestellt werden, wenn du deine Daten nicht gibst. Weil man soll verhindert werden, dass du gezwungen wirst zuzustimmen. Das ist übrigens, was Facebook jetzt gerade wieder gemacht hat. Stimme dieser neuen, unserer neuen AGB zu oder lösche deinen Account. Ja? Also sowas soll es eigentlich nicht geben. Einwilligung, aber es gibt. Also ich hab in der letzten Woche mindestens drei Dinger gelesen, wenn Sie weiterhin unseren Dienst in Anspruch nehmen, müssen Sie gar nichts tun. Ja, Max Schrems führt jetzt die erste Klage schon dagegen, also spezifisch wieder gegen Facebook, weil die genau diese Alternative, nämlich entweder du stimmst dem zu oder du löscht deinen Account, ja, also es gibt sozusagen wirklich die beiden Button, zustimmen, Account löschen. So, das ist das eine. Die Einwilligung ansonsten, es gibt halt die normale beiläufige Einwilligung, der sagst du einfach okay. Das muss aber auch ordentlich dokumentiert werden. Also später muss derjenige, dem du die Einwilligung gegeben hast, das nachweisen, wann du das gemacht hast. Und für Spezialfälle, und zwar nicht zu wenige, gibt es die informierte Einwilligung. Da musst du wirklich aufgeklärt werden. Und zwar nicht im Juristendeutsch, sondern da muss klar sein, bei uns zum Beispiel bei den Kommentaren. Wir schicken ja Kommentare, die bei uns auf der Webseite ankommen, zu einem amerikanischen Server, weil da so eine Spam-Filterung und so weiter, die gleichen das dann ab und so weiter. Und da muss man unten informiert werden. Und es war auch lange unklar, muss man denen nicht aktiv zustimmen? Also reicht es, nur einen Kommentar zu schreiben und unten zu lesen, wenn du den abschickst, also mit dem Abschicken stimmst du dem zu, oder muss nochmal ein extra Häkchen gemacht werden? Ich stimme zu, dass mit meinem Abschicken, also das ist zwei Klicks, einen für die Einwilligung und einen für das Abschicken des Kommentars, wird jetzt geklärt, ja? Also das sind halt so bei so Kommentaren auf einem Blog, da weiß man nicht genau, was gilt jetzt wie. Aber da wird es irgendwann ein Verfahren geben. Leider ist es der Rechtsweg, der sowas entscheidet, aber der muss ja nicht Einzelnase mit Abmahnungen und so weiter geklärt werden, sondern aber das sind die beiden Formen. Ich wollte das auch nicht vertiefen. Mir ist das nur aufgefallen, diese dieses ganz Beiläufige, ja. Was auch bei Cookies so, wenn du auf der Seite bist, akzeptierst du automatisch, das gibt es so eigentlich nicht mehr. Es ist jetzt alles Opt-in. Ja, ja. Um eben genauso was. Wird aber immer noch anders gemacht. Aber gut. Ja. So, dann gucken wir jetzt. Ja, Thilo? Ja, nee, liebe Hörer, deshalb bitte nicht kommentieren aktuell, ja? Bitte nicht kommentieren. Auch eure Audiokommentare, bitte lasst es sein. Ja. Ja. Ach, bei Audiokommentaren, macht vieles, kleiner Hinweis. Macht vieles einfacher. Macht doch mal deutlich, wer jetzt den Audiokommentar spricht. Stellt euch namentlich im Audiokommentar irgendwie vor oder schreibt dazu, welcher Name, weil das geht so drunter und drüber. Jeder benutzt das Handy von seinem Bruder und von seiner Schwester und irgendwie stehen irgendwelche Namen drin oder gar nichts und so. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich so anonym reinschreiben muss oder so. Gab schon einen Audiokommentar über Signal? Nee. Also es gab viele, die mir geschrieben haben, oh, das ist aber schön. Schön, Stefan, dass du auch bei Signal bist. Leute, ich bin bei Signal, seit Signal gibt, ja, privat. Also sowas kam, oh, das ist aber toll und so, aber noch kein Audiokommentar. Naja, also, so ist es halt. Die Bölken ein halbes Jahr lang, mach doch Signal und dann so. Ja. Verschlüsselung, okay. Komm hier, zack, und dann nichts. Naja. So, dann gucken wir jetzt noch kurz in Matthias' kleinen Clip rein. Er hat so ein Snippet gefunden vom 28., also von heute vorgestern sozusagen, Dienstag. Merkel war auf einer Bühne gemeinsam mit dem Typ, der die BBC Newsnight moderiert. Ganz merkwürdig. Phoenix hat das übertragen, völlig versteckt, keine Ahnung, ich habe davon ja nichts gehört. Global irgendwas sammelt und so. Und da kriegt Merkel so ein paar Fragen aus dem Publikum wahrscheinlich und macht am Ende so einen schönen Vergleich. Daten mal mit, wir haben es bei Flassbeck zuletzt, habe ich es gehört, der Kartoffelmarkt. Ja? Was funktioniert eigentlich alles so wie ein Kartoffelmarkt? Merkel vergleicht mal den Big Data Global Player. Wir wollen alle dabei sein. Wir brauchen eure Daten mit der Kartoffel, mit dem Kartoffelkauf auf dem Markt. Ja? Also es ist irgendwie ganz witzig. Dafür, dass wir permanent diese Daten liefern, kriegen wir aber gar nichts bisher.
und andere verdienen daran schön. Und würde jedes gelieferte Datum über meinen Geschmack, meine Sprache, meine Bereitschaft, mich hier an der Diskussion zu beteiligen, was ja alles etwas über mich und meine Persönlichkeit aussagt und dann in neue Produkte vermarktet werden kann, wenn es jedes Mal so viel einbringen würde wie ein Kilogramm Kartoffeln sammeln oder also wenn es eine Bepreisung hätte. Alle realen Dinge bepreisen wir, aber alles, was wir hier so von uns geben, das kriegt nichts. Und da liegt eine, im Augenblick die Gefahr einer großen Ungerechtigkeit auf der Welt. Und das müssen wir in unsere Steuersysteme zum Beispiel einarbeiten. Aber so einarbeiten, dass es nicht disruptiv zu unserem bisherigen Steuersystem ist. Wir haben zum Beispiel in Deutschland oder in Europa eine ganz spannende Diskussion. Wir sagen, wir haben eine Körperschaftssteuer, also Unternehmen bezahlen Steuer. Aber wir wollen jetzt auch Facebook, Apple, Google, Amazon, wollen wir auch besteuern. Und dann sagt man, ach, da wissen wir aber gar nicht so richtig, was ist denn jetzt eigentlich deren Tätigkeit und wie besteuern wir die Tätigkeit? Wir nehmen mal einfach den Umsatz. So und so viel Prozent auf den Umsatz, wir sind eine Mehrwertsteuer. So, okay, schön. Jetzt überlegen wir uns mal, heute ist Facebook klar, ist Internet und Smartphone. Jetzt überlegen wir uns mal das Auto. Entwickelt sich immer weiter und zum Schluss wissen sie nicht mehr, ist das der rollende Computer oder ist das ein alter Gegenstand aus der alten Zeit? Und jetzt passt das eine Steuersystem überhaupt nicht zu dem anderen Steuersystem und darüber muss jetzt nachgedacht werden. Und wenn das nicht die Bepreisung von Daten, insbesondere von den Konsumenten, ist aus meiner Sicht das zentrale Gerechtigkeitsproblem der Zukunft, sonst werden wir eine sehr ungerechte Welt erleben. Das ist eine schöne Sache für Professor Snower und andere Gelehrte. Ja, pipapo. Das ist die größte Ungerechtigkeitsfrage, die wir jetzt haben, ja. Wow. Ja, das ist bei Merkel immer so. Sie weiß im Grunde, worum es geht. Aber wir brauchen jetzt keine neuen Theorien, kein neues Wissen. Wir brauchen jetzt einen, der da was macht. Und irgendwie klappt das nicht. Merkwürdigerweise. Das sollte ja bei einem Steuerland wie Deutschland überhaupt gar kein Problem sein. Ich meine, wir haben ja. Denkt man immer, Wir haben, glaube ich, weltweit das dünnste Steuergesetzbuch, oder? Ganz genau, ja. Mit Sicherheit. Ja. Was die Kartoffel angeht, stimmt das nicht, aber was das Datum angeht, schon. Ja, manchmal haben auch kluge Bauern dicke Kartoffeln. So, Tilo moderiert uns jetzt noch schnell seine Interviews an. Ja, ich habe nur eins. Das Iran, genau. Ah. Genau, das ist nochmal ein ganz anderer Themenschnitt. Ich rede jetzt in wenigen Minuten oder in wenigen Sekunden, nachdem wir das abgefrühstückt haben, mit Trita Parsi. Das ist der Gründer und aktuelle Präsident des National Iranian American Councils. Also der repräsentiert quasi die amerikanischen Iraner in den USA. Und wir reden über den Iran-Deal, was wir Europäer eigentlich tun müssen, um diesen Deal zu retten, was es eigentlich mit der iranisch-israelischen Feindschaft auf sich hat, wie alt die schon ist, beziehungsweise wie jung. Mhm. Und dauert eine halbe Stunde, hört rein, es ist sehr hörenswert. Sehr gut. Trotz meiner Fragen. Und am Sonntag gibt es, wie heißt der jetzt, der von der SSSP, Klein SPD? SPD. Kevin Kühnert. Endlich bei Jung und Naiv. Ja. Und Hans hat es ja schon gehört. Hörenswert. Ich habe doch vorhin schon was dazu gesagt. Ja, alles klar. Wie kurz ist eigentlich dein Kurzzeitgedächtnis? Ja, es ist super toll. Kurz. Es ist toll. Es ist einfach spät und warm. Ach, so unwarm hier. Ja. Gut, sehr gut. Bevor Tilo jetzt seine kleinen Clips, er guckt schon, was er da gleich abfeuert. Wir haben auch noch Musik, und zwar Matthias aus dem Stehsatz zu Visionen. Ihr werdet sehr viel Tilo darin hören. Audiokommentare, 4 Stück, Antonia. Gegenentwurf zu meiner Siemens-Verschwörung. Es hat lange gedauert, endlich Input, was das angeht. Sehr schlüssige Erklärung, finde ich, Gold wert. Dennis hat das Münkler-Buch gelesen zum 30-jährigen Krieg. Darin gibt es tatsächlich, wir hatten ja letztens noch dieses SWR2-Forum zum Thema, kann man jetzt Politiker beraten oder nicht? Es gibt in dem Münkler-Buch ein Kapitel, das heißt der 30-jährige Krieg als Analysefolie für gegenwärtige und zukünftige Kriege. Und da interessiert uns natürlich, was steht denn da drin? Und Dennis erzählt uns das, ja, also ist traumhaft.
Tobias übers Kindergeld in Polen. Er kommt nochmal auf Dittert zu sprechen, auf unser Gespräch mit Annette und unterscheidet nochmal progressive und ökonomisierte Politik. Und ich würde sagen, wir werden sehr viele Reaktionen darauf bekommen, weil er sieht es ein bisschen anders, als man so glaubt. Und der Hut geht nochmal drauf ein, er spiegelt nochmal, also wir haben es heute schon gehört und fanden das scheiße und er hat jetzt über uns das heute schon gehört und gibt auch nochmal einen Kommentar dazu ab. Oh. Weil er leidet ein bisschen mit seiner Mama mit, die das immer guckt. Ja, sehr gut. Guter Rundumschlag. Wir brauchen für Folge 298 noch Unterstützung, Produzenten und Präsentatoren. Erinnert euch, am 13. Juni abends, wir wissen noch nicht ganz genau, ob 19 oder 20 Uhr, im Basecamp von Berlin werden wir unsere 300. Folge live mit euch begehren. Die Hans-Jessen-Show wird auch dabei sein. Ist das korrekt? Können Sie das bestätigen? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Aber oh, Überraschungsgast. Nein. Doch, ich habe vor, zu kommen. Das muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen. Dieser Mann kommt leider nicht. Aber hätte eigentlich ganz gut gepasst. Er konnte nicht. Es hat ihn aber interessiert. Er ist einfach eingeladen. Ich mache es ja mal so. Ich frage erst mal, haben Sie am 13. schon was vor? Mhm. Und dann, nee, warum? Und wenn dann kommt so, ja, ich habe schon was, dann sage ich, alles klar, danke. Mhm. Aber er wollte nochmal drüber reden. Hat ihn nämlich interessiert. Er weiß gar nicht, worum es geht. Aber okay. Wäre, glaube ich, ganz lustig geworden. Ansonsten, ja. wir hatten uns ja auch gedacht, na, wen können wir jetzt eigentlich nur einladen? Wir haben ja eigentlich schon fast alle durch von den ganzen Granden unseres TV-Abendjournalismus. Ne? Klaus Kleber hatten wir ja schon. Slomka hatten wir noch nicht. Andreas Künast auch noch nicht. Ja, ich weiß, na komm. Bettina Schausten wird, glaube ich, nie in die Sendung kommen. Nee. Das werden wir irgendwann mal erzählen können. Sonst wird sie nicht Intendantin. Und Tina Hassel kann leider auch nicht. Die will auch Intendantin werden. Hans, kannst du nicht mal Thomas Baumann fragen? Sicher. Und ansonsten, wir haben aber schon einen Russland-Experten. Hubert Seipel wird kommen. Mhm. Und einen anderen Überraschungsgast mindestens noch. Tyler wird dabei sein. Jörg Wagner wird dabei sein. Gut gefülltes Haus. Jenny kommt. Alles. Gut, das war's. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Jung und Naiv mit Kevin Kühnert am Sonntag und am Dienstag gibt's Folge 298. Sehr gut. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und Deutschland, alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bowle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend. Good night and good luck. Wir kümmern uns. Es wäre schön für Deutschland. Für Deutschland! Wir sind die Guten. Es ist einfach gut für unser Land. Für Deutschland. Schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland. Und dementsprechend ist das schlecht. Für Deutschland. Für unsere schöne Heimat. Deutschland oder unser Land. Unser Land. Diese Kompromisse dienen Deutschland und sind gut für unser Land. Also ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was fragen? Wieso sind Sie so mega negativ? Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman. Ist denn das so schwer zu begreifen? Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Das ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal! So ein Blödsinn. Ein toller Nachmittag. Der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ja. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank. All right. Just tell me, where in Germany are you? In Berlin. In Berlin. Okay. Very good. I'm a member of the German Press Corps. But okay. I also do a podcast. Okay. Everyone does these days. Not here. Oh, interesting. Yeah. Huh. Interesting. It's good for me and for my show. Okay. Less competition. Very good. All right. We're talking to Trida now in Washington, D.C. Trida, what do you do? I currently run the National Iranian American Council, which is the largest Iranian American grassroots organization in the United States.
We worked very closely with the Obama administration in support of the effort of getting a nuclear deal in order to avoid a nuclear Iran and avoid a war with Iran. And the last 2 weeks, I've not been very happy, as you can imagine, because Donald Trump has come in with what seems to be a personal vengeance against Obama, trying to undo everything he's done. And this one thing is something that is not just an American instrument. This is something that was extremely important to Europe and to the rest of the world, because it truly did help prevent war. Let's talk about the deal a little later. Why does there have to be a National Iranian American Council anyway? Why did you found it? There's two different ways of asking the same question. The first one was perhaps more interesting. Why do you have to exist? So we started NIAC right after 9/11. And I've grown up in Europe. I grew up in Sweden. So I know how differently politically Europe is organized compared to the United States. The United States is organized in such a way that the political system, frankly, doesn't function unless civic organizations are involved in the policy process. Mm-hmm. So you have all kinds of different organizations. Europeans love to complain and say the Americans, look how little they participate in their elections. And it's true. It's 50%. And most European countries are 70% and above. But Americans are involved in their political system throughout the cycle. Not just every 4 years for the elections, but actually every day by being involved in various organizations and pressure groups and being in contact with their members of Congress, et cetera, et cetera. Mm-hmm. In that type of an environment, not being organized is a huge disadvantage. If we were in Europe, it would have not made as big of a difference because far less organizations exist and they play far less of a role in the political system. But in the United States, they play a critical role. And if you're not organized, it essentially means that you don't have a seat at the table. You do not have a voice in a political process that actually requires you to be involved. And the Iranian-American community had been very successful in the United States, very financially strong, but very, very politically passive, which to a large extent is because of the fact that whether they came before or after the revolution, they came from a non-democratic country, and getting involved in a democracy is not always particularly easy, particularly one similar to that of the United States. And secondly, because of the hostage crisis, in which being an Iranian in America was not necessarily an easy thing, and people prefer to just keep a low profile. How large is the Iranian-American community in America? It is roughly 1 million strong, potentially a little bit bigger, concentrated in the Washington, D.C. area, Northern California, Southern California, but actually dispersed throughout the entire country. The big population centers are the ones that I mentioned. But we actually have members in every single state of the United States, including Alaska. So, I mean, you mentioned that you work together with the Obama administration. Maybe a stupid question, but is there not like an Iranian embassy in America where the Obama people could talk to Iranian people, officials? Well, there is no embassy, but even if there was one, that's a different matter because my organization, we represent the Iranian-American community. Our perspective is very different from that of the Iranian government. In fact, the overwhelming majority of our members are not in favor of the Iranian government. But they were also not in favor of a military confrontation. Having seen what the U.S.'s wars in Iraq or the U.S.-European wars in Libya have done, our community is not particularly jealous of the Iraqis or the Libyans or the Syrians for that matter. So you say the Iranian-American community doesn't support the Iranian government, the Iranian regime. So I guess Iran doesn't support your club. Not at all. We get our funding from our own community. Roughly 80% of our funding is coming from donations from our community. And then we also receive grants from major American foundations. And in the past, we have taken a couple of research grants from European foreign ministries to write reports, etc. We do not take any money from the U.S. government, and we do absolutely not take any money from the Iranian government. So how come that the Obama administration worked with you guys on the Iran? Because at the end of the day, if you look at how the political atmosphere had been in the United States, very few people
were out there and saying, look, diplomacy with Iran can work. Very few people had gone out there and thought through how could you make it work. We were one of the very, very first, and also for a very long time, very, very few. And we were quite critical of Obama when he did not fully pursue diplomacy in his first year. I mean, he did a good attempt in 2009. He gave up very easily in our view. And later on, when the Turks and the Brazilians actually did manage to get a breakthrough, he rejected it. So we were very critical. By the time the Obama administration decided to really invest in diplomacy, then we were one of the groups that they reached out to, and we had plenty of good conversations, and we were trying to provide our perspective and our expertise so to help their process be as effective as possible. So how much of your guys' perspective made it into the deal? Well, ultimately, it's the Obama administration itself that decided. They were wise enough to talk to a large group of people. Any administration would be wise to do so. And any administration that doesn't take into consideration a variety of perspectives usually ends up having a very bad policy. But I would say overall, we were very supportive and we were very pleased with the approach that the Obama administration ended up having with the deal that they got. Towards the end, we were hoping that the sanctions relief process would have gone a little bit more smoothly, a little bit faster, that the Obama administration would have worked a little bit harder on that. Because if it had been done, I'm not saying we would be in a different situation, but I do think it would have ended up being more difficult for Donald Trump to kill the nuclear deal if the sanctions relief process had been more successful earlier on. Does your conversations with the American government back when there was Obama have anything to do with the Black Cube scandal that I was reading about the last couple of weeks? Well, Black Cube didn't contact me. Apparently, I didn't even know about this until a couple of weeks ago, but they didn't contact me until I believe it was May or sometime in the summer of 2017, unless they may have done that even earlier, which I'm not aware of. But by that time, the Obama administration was already out. But it does seem that one of the things that Black Cube was trying to get was to corner me into saying things that would be problematic for some individuals in the Obama administration or the Obama administration as a whole, which was not consistent with my own perspective and with the research that I had done. So they failed in getting me to say that. But in retrospect, apparently, that was what they were looking for. When it happened, I thought I was just talking to a journalist that had a bit of a conspiratorial quality to his questions. Who's behind Black Cube? So Black Cube apparently is an Israeli intelligence firm that is run by former Mossad agents. And they were first, they first became a household name when it turned out that the former Israeli Prime Minister Ehud Barak had recommended Harvey Weinstein to use Black Cube in order to silence the many, many women that he had sexually abused. Hmm. So let's talk about the Western Iranian conflict, maybe Israel as well. I mean, the Israelis, the Israeli government was cheering Trump's decision. Why is Israel and Iran, why are they enemies? I mean, How long have they been enemies? Like for hundreds of years, thousands of years? It's very typical that when you talk about a conflict in the Middle East, people almost automatically assume that this is some sort of an ancient blood feud between two peoples who can't stand each other. And it's probably not resolvable because it goes back to biblical times. Mm-hmm. That is absolutely not the case when it comes to the current rivalry between Iran and Israel. I wrote a book about this that came out about 10 years ago. This is a very recent, a very modern, and also a largely non-ideological conflict that is driven by geopolitical factors in the region and a desire on both ends to be able to expand their own maneuverability at the expense of the other and set the balance of power in the region in a way that is favorable to them. One would think that the conflict would have started in 1979 because the Iranian Revolution happened then. The Iranian regime was a very anti-Israeli one in their rhetoric, etc. But the picture is actually much, much more complicated than that. If you want to, I'll go into the history a little bit. Well, I mean,
let's stay with 1979. Okay, the mullahs took over. Didn't they like immediately cut their ties to Israel? First of all, there weren't any formal ties even during the time of the Shah. The Shah had relations with Israelis, but he refused to have normalized relations. There was an Israeli mission in Iran, but they never recognized the head of that mission as an ambassador because the Iranians refused to recognize Israel de jure. They only recognized them de facto. And that was because the official line was that they were not going to recognize them until the Israeli-Palestinian peace conflict had been resolved. But reality was that the Shah knew that he had a lot of tensions with the Arab countries, and Israel had even more tensions with the Arab countries. If he openly moved Iran closer to Israel, some of that Arab anger would be channeled against Iran instead of Israel. So as a result, he actually had extensive security collaboration with Israelis behind the scenes, but he tried to keep it secret. It was an open secret. Most countries knew what was going on. But as long as he didn't flaunt it, the Arabs were okay with not bringing too much attention to it. The reason that relationship actually grew strong on a security level is because of geopolitical factors. Both Iran and Israel at the time saw that they had common threats. The threat of the Soviet Union penetrating the Middle East, and the threat of very strong militant Arab nationalist countries such as Egypt under Nasser, Iraq under Saddam Hussein. They saw these as common threats, and as a result, they were collaborating with each other against those common threats. And when did the, not open relationship, but when did the relationship fall apart? Well, so in 1979, of course, you had a revolution. But behind the scenes, much of the collaboration actually continued because the geopolitical situation had not changed. The Iranians still feared the Soviet Union. They were now at war with Saddam Hussein. The Israelis were terrified that if Saddam had won the war against Iran, Saddam would have become the most powerful person in the Middle East, and he would then be able to turn all of his military might, which was the strongest Arab army in the region, against Israel. So they had a clear interest in making sure that Saddam did not win the war. So despite all of the venomous rhetoric coming out of Israel, out of Iran against Israel, behind the scenes, they continued to collaborate. Iran was in dire need of military equipment because so much of their military was based on American arms. But now they had no access to American spare parts because of an American arms embargo. Well, guess what? There were two countries in the world that had the capacity and the willingness to sell American spare parts to the Iranians. One was North Korea, who had a lot of American spare parts for a very different reason. And the other one was Israel. And the Israelis openly violated the American arms embargo. The Reagan administration knew about it, didn't do anything. They just turned a blind eye. And they even lobbied Washington that you have to get over your enmity with Iran, forget about the hostages, stop supporting Saddam. You have to make sure that you bring back Iran into the Western fold. So despite the revolution, despite the rhetoric, despite all of those different things, what you saw in the 1980s was that Israel was actually the country in Washington that was lobbying for Iran, telling Washington to talk to Iran, to sell arms to Iran, and not to pay attention to Iran's anti-Israeli rhetoric, because that, at the end of the day, was rhetoric and not policy. That changes then dramatically 5 years later in the early 1990s. And has it been like that ever since? Yeah, so what happens in the 1990s is that the geopolitical situation changes once again. That's when you have the collapse of the Soviet Union, and that's when you have the defeat of Saddam Hussein. Suddenly, the two factors that had been the most important factors driving the Israelis and the Iranians closer together, even during the 1980s when they had this very anti-Israeli regime, those two factors were now gone. And you had a more, a new embryonic, bipolar, geopolitical structure in the region now, in which Iran and Israel emerged as two of the more powerful states in the region. And instead of now watching each other and seeing each other as potential security partners, they start viewing each other as rivals, as who would be able to dominate the region, who would be able to set the new balance of power in the region. And since then, that's when we see that Iran's ideological interest, which has been an anti-Israeli one, and its geopolitical interest has started to coincide. Prior to this, they were not coinciding, and the geopolitical interest won out.
But now they were coinciding. Same thing on the Israeli side. And that's when you saw this Israeli-Iranian relationship really starting to deteriorate and lead us to the moment where we have that we have today, rather than the 1979 revolution. I mean, the Iran deal is all about preventing Iran from getting a nuclear weapon. In the 80s, in the middle of the 80s, it was made public that the Israelis have nukes. Did that have anything to do with the Iranian regime wanting to have nukes? I've asked several Iranian officials about that in my many interviews with them. And the Israeli nuclear program had a very insignificant, if even that, impact on the Iranian calculations. If anything, it was Saddam Hussein remaining in power in Iraq in the 1990s, and then the revelation that he actually was much closer to a nuclear weapon than most people knew. Had he not invaded Kuwait in 1991, Saddam Hussein would have gotten a nuclear weapon. That much more than Israel was a factor that was driving the Iranians towards developing their nuclear program. And it's also not a coincidence that after Saddam Hussein was defeated, that's when the Iranians actually closed down their program. They were making experiments between 1999 and 2003. That all stopped. This is even what Benjamin Netanyahu said in his little TED talk the other day. The period he's pointing to is 1999 to 2003. After Saddam fell down, they also closed down the elements of their program that had a military dimension. So is it a fact that ever since 2003, the Iranians have not worked on a nuclear weapon? That is the assessment of the IAEA. That is the assessment of the U.S. intelligence. That is the assessment of the European intelligence. And if you listen very carefully, that was also the assessment of Bibi Netanyahu. Because when he gave that TED talk, he was trying to give the impression that this program is continuing. But if you listen carefully to what he actually said, he too essentially does not go and say that there was anything militarily done after 2003. His entire TED talk was that they were lying about what they did in 1999 and 2003. And there's no news about that. That's why that TED talk had very little impact. I think my TED talk on Iran and Israel had more views on YouTube than his did. Do you think the Israeli leadership and the Iranian leadership want actual war? I think from the Israeli perspective, there is a strong desire to see the United States take military action in order to shift the balance of power back to Israel's favor. The balance of power, if we looked at, you know, the big geopolitical shifts in the region, we talked about the collapse of the Soviet Union and the defeat of Saddam in 1991. Well, the next big shift came in 2003, not just because the United States defeated Saddam Hussein and because they defeated the Taliban, but more importantly, because the United States defeated the United States. By going into Iraq and failing as abysmally as the Bush administration did, and weakening the United States to the point in which the U.S. no longer had the capacity of upholding a balance of power or to enforce on the region a new equilibrium, that's where you see a major shift. And that's when the Iranian influence in the region starts to grow significantly, because now it no longer had to deal with a powerful Saddam. It no longer had to deal with a powerful Taliban, and it no longer had to deal with an America that was powerful enough to be able to contain Iran. Now, what do the Israelis and the Saudis want? Why is it that the Saudis and the Israelis are so coordinated, even openly today, which is a rather shocking development to many? Well, it's because both of these countries want the United States to shift back the balance of power in the region to the pre-2003 balance. One in which the U.S. had a strong military hegemony in the region, and Israel and Saudi Arabia and Egypt benefited from a very strong American security umbrella. But shifting it back to pre-2003 is no easy task. And in the perspective of some in the U.S., I would say actually many in the U.S., it's not in the interest of the United States. That's why the Obama administration was not buying that argument at all. They were not going to go back into the Middle East. They didn't see it as being viable. They didn't see it as even being attractive. But the Israelis now and the Saudis have perhaps an undeserved lifeline in the sense of Trump winning the election.
a president who doesn't understand politics, that geopolitics, who sees things from a transactional perspective. And they are much more successful in pushing him in that direction than they were with Obama or even with Bush at the end of the day. I mean, we're talking about the balance of power in the Middle East. What is it like right now? Like, who's the dominant force in the Middle East? The region right now is orderless, meaning there is no established order in the region. There is no equilibrium. There is no balance. There is no hegemon in the region. There's no combination of states that have the capacity of establishing hegemony. We are transitioning from one equilibrium, one balance, to the next. We don't know what the next balance will be. We know that it can only be achieved through two different means, either militarily or diplomatically. We don't know when it will be achieved. We just know that we are in that transition, and that's precisely why the region is so unstable as it is right now. Because the most unstable period of a system is when it is transitioning from one balance to the other. Do Israel and Iran have common enemies, common threats? They had common threats. At this point, they have probably far less so. They would probably view each other as top threats, not necessarily top one, but nevertheless pretty high up. But you can see an evolvement, an evolution into a new scenario in which perhaps the strong states in the region will realize that the real threats that they're facing is not from other strong states, it's from failed states. And the instability that they create. Perhaps we're not there yet. Perhaps the situation needs to get worse before that realization comes into place. But if that were to take place, then yes, they would have a common interest, because the instability that would spread would be dangerous to both of them. And perhaps at that point, there would be a greater willingness to set aside some of these other things and focus on stabilizing the region. Right now, we're clearly not there. Right now, both sides see instability as an instrument for advancing their own power. Is Saudi Arabia the greater enemy for Iran? It all depends on what the objectives and the purposes are. I think the way to actually look at this is not that there are countries that have negative intentions towards the other. They're countries that are placed in a system, in a context in which there is no order. And countries are going to try to establish that order. And they're going to try to establish an order that is favorable to them. As long as we don't have a process in which this can be established in a peaceful way, powerful countries are going to be fighting with each other. Just look at what happened in Europe, not only between the with the world wars, but look what happened in 1815 in Congress of Vienna. It was a realization that after all of these different wars, they needed to establish a new order. And Congress of Vienna, even though it took 4 years, established a peace, an unprecedented peace in Europe that lasted more than roughly 60 to 70 years. This is what I think is needed in the region. Instead of establishing a balance by going to more wars or even using instability as an instrument, to go to the negotiating table. And this is one of the promises that the Iran nuclear deal actually held that has been completely wasted. Because once the nuclear deal was struck and the United States accepted that Iran is a power in the region and that it is not going to be, it cannot be eternally isolated, at that point, Iran was brought to the table to discuss other matters such as Syria. There were a couple of meetings that were held in Geneva. For the first time in 38-9 years, Iran, U.S., Russia and Saudi Arabia were at the table at the same time. If that process had been further invested in, I think he had the prospects, he had the potential of being able to resolve Syria and after that be able to actually look at a new security architecture for the region. It's either that path or it's the current path in which the two sides are fighting each other and there's missile launches here and there and then there's more military buildup, and then of course you have the Saudis and the Israelis, knowing very well they cannot match Iran on their own, they cannot reverse the balance of power on their own, but they can do so if they can convince the United States to do it for them. We have a few minutes left. Okay, Israel and Iran don't have common threats, common enemies. Do they have common goals in the region? They could have. What we need to do
in my view, is do what happened in Europe after the Second World War. Even though the balance of power system had created 70 years of peace, it nevertheless broke down twice in the early 20th century with disastrous effects. And there was a very important thing that happened in Europe that I think needs to happen in the Middle East as well, which is our concept of security changed. Shifting from a balance of power paradigm to a collective security paradigm, in which people recognize that security is a collective good. Either everyone has it or no one has it. You cannot be secure if your neighbor is insecure. If we can shift the mentality, the intellectual understanding of what does security mean, then absolutely there can be peace between Israel and Iran. There can be common interests between and common goals between them. And in some ways, I have to say, if you take a look at Europe, Europe is in many ways more diverse than Iran. More languages in the Middle East. There's more languages in Europe than there is in the Middle East. More ethnic groups than there are in the Middle East. And yet, you as a German know very well, you cannot even envision the idea of Germany ever going to war with France again. I mean, that idea is preposterous today. Whereas only 70 years ago, Europeans were butchering each other in a way that would make Middle Easterners look good. How did we make that shift? How did we transition to this new point? I think it was because of collective security. And if it was doable in Europe, I don't see why it wouldn't be doable in the Middle East. But it takes political will. It takes time. It takes all of these different things. And what I think it takes more than anything else right now is a recognition that either this next balance, this next equilibrium that first needs to be achieved is achieved through military means or through diplomatic means. That's where we are right now. And finally, let's talk about the Europeans when it comes to saving the Iran deal. I mean, Trump left, or the United States left it now. Is it actually savable? Can the Europeans save the Iran deal? And how? They can save it, but it's going to require a tremendous amount of political will that may go beyond what Europe can muster right now. Even though I have to say, from what I've seen in the last couple of days, I'm still positively surprised. I did not expect Europe to be able to put up this much resistance. But it's not just what they can put up now. It's if they put together a really strong package, is that package sustainable? Meaning, this is not just something that Europe does now to show that it's unhappy, but 6 months from now, it caves to Trump's pressure. If it is sustainable, then without a doubt, it can be saved. And it would signal something very important. It would signal that the rest of the world, if they work together, can still save extremely important arms controls deals as well as perhaps environmentalist deals, even without the United States. And that would be a rather interesting development. But what needs to be in the package? Well, there needs to be something in the package that at a minimum ensures that the Iranians are getting what they were promised when they signed the JCPOA. The issue with the U.S. violating the deal and walking out of the deal is the fact that they are reimposing sanctions on Europe that is preventing European companies from being involved in the Iranian market. If the Iranians are not getting the economic benefits that they were promised, then there cannot be no deal. So Europe needs to be able to remain in that deal. If the United States had decided, you know what, we don't like this deal, we're going to walk out of it, but we're not going to reimpose sanctions on Europe, then there wouldn't have been a problem. Then Europe couldn't have continued to be involved with Iran, making sure that the Iranians don't build a nuclear weapons program, and at the same time provide the economic benefits in order to ensure that that promise is upheld. The problem is that Trump is not just walking out of the deal. He's targeting Europe. He's sanctioning European companies. He's trying to dictate to Europe what Europe can and cannot do. And there's no chance of a new deal where the U.S. Is back in? I see the chances of a new deal as extremely low, perhaps close to zero, because at the end of the day, if there's going to be a new deal, with what credibility does Trump come to the table? Who would trust him at this point? Who would be willing to strike a deal with him after he has behaved the way that he has? And the Iranians are going to look at what's happening with North Korea, and they're going to think, perhaps Iran's mistake was that it went to the negotiating table when it only had enrichment of uranium. Perhaps it should have done what the North Koreans have done, which is go to the table when they have not only nuclear weapons, but ballistic missiles that can hit the United States. Only then does the United States take you seriously. So I'm not seeing anything attractive about going back to the table again
fearing that the Iranians are going to think that they're only going to get a deal if they actually advance their program further this time around. And Trita, finally, last question. That's like the fifth final question. I know. That's I'm famous for that. Sorry. If the Europeans don't manage to save the deal, will that mean automatically that the Iranians start developing in nukes again? I think that if the Europeans fail to uphold the deal, there's a high likelihood that the Iranians will restart an industrial scale nuclear program. That means a nuclear program that will have a very small, very short breakout capability. It doesn't mean that they will build a weapon, but it will mean that they will be so close to being able to build a weapon that if they make such a decision, the world will probably not have enough time to react. And this is what the deal was actually about. The deal was about making sure that Iran's breakout time would never be shorter than 1 year. Mm-hmm. And for at least 15 years, that would be the case. Now, it can shrink to 2 weeks. And that's still very different from building a nuclear weapon, because the Iranians would still not have violated the NPT if they build an industrial-scale nuclear program. But this is what many wanted to avoid. This is what was avoided. And this is what, unfortunately, may become a reality now as a result of what Trump has done. Trita, thanks so much. I don't have final question left. You sure? I am sure. Okay, very good. Thanks, and let's do it again sometime. Absolutely. Thank you so much. After the Europeans save the deal. Okay, let's do it then. Bye. Talk to you soon. Vision. Hallo, hier ist die Antonia. Von mir gibt's heute einen Hörerkommentar zum Thema Verschwörungstheorie, Görlitz, Siemens und der Iran-Deal. Ich hänge ein bisschen hinterher mit dem Podcast hören, deswegen kommt der Kommentar erst jetzt. Aber ich hoffe, das wiederholt sich jetzt nicht alles, weil es schon zig Kommentare gab und es ist noch ein bisschen informativ. Ich bin auf jeden Fall keine Spezialistin auf dem Gebiet, aber ich habe mich mit jemandem unterhalten, der sich da sehr gut auskennt und ich fand die Argumente eigentlich auch sehr überzeugend, die gegen diese Verschwörungstheorie sprechen, aber übernehmen da auf jeden Fall keine Garantie dafür. So, was spricht dagegen, also gegen die Verschwörungstheorie? Einmal, dass es wohl schon vor 4 bis 5 Jahren die Überlegung gab, das Werk in die USA zu verlegen. Das war im Zusammenhang mit der Übernahme einer Amerikanerin des Powerbereichs von Siemens.
Und mit dieser Übernahme wurden große Teile dieses Power-Bereichs von Siemens nach Atlanta verlegt. Argument dafür war, dass dort auch der Hauptkonkurrent GE sitzt und man die Lieferketten von dem Hauptkonkurrenten nutzen kann, was natürlich ökonomisch Sinn macht und auch die Arbeitskräfte billiger sind. So, wieso kam es dann doch nicht zu der Verlegung des Görlitzer Werks? Das liegt wohl an einem Deal mit Ägypten für Dampfturbinen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro, der dazu führt, dass das Werk offen bleibt. Und Begründung dafür ist, dass man wohl für diesen Deal auch eine Exportfinanzierung bekommen hat von der KfW-Bank. Und auf diese Exportfinanzierung ist Unternehmen wie Siemens angewiesen. Oder auf jeden Fall ist es sehr lukrativ, diese Exportfinanzierung abzuschließen, weil die Bank dann auch Versicherungen und Garantien übernimmt. Und in den USA gibt es so eine Bank nicht, wenn denn diese Exportbank Exim wurde geschlossen. Und die KfW übernimmt aber nur die Exportfinanzierung, wenn die Produktion in Deutschland ist. Das sprach dann für die Erhaltung des Görlitzer Werkes. Und dadurch, dass der Deal aber jetzt beendet ist, die Produktion beendet ist, ergibt sich natürlich jetzt eine neue Sachlage. Und es gibt keine neuen Aufträge, beziehungsweise die aktuelle Lage ist so, dass weltweit dieser Kraftwerksbau zurückgeht aufgrund der erneuerbaren Energien und die Energie da dort erzeugt werden soll, wo sie auch gebraucht wird. Und dafür braucht man keine Dampfturbinen, die in Görlitz hergestellt werden, sondern das sind so Gasmotoren. Und Absatzmarkt, wo man diese Dampfturbinen noch braucht, ist in Indien, China und Südostasien. Und diese Produktion könnte man auch aus den, oder eine Produktion dafür könnte man auch aus den USA machen. Oder könnte man auf jeden Fall auch bedienen, die Nachfrage. Und deswegen spricht eigentlich viel dafür, das Werk jetzt in die USA zu verlegen und wenig dafür, dass es im Zusammenhang steht mit dem Iran-Deal, sondern dass es schon immer Überlegungen gab. Und dadurch, dass der Ägypten-Deal jetzt beendet wurde oder da genau die Produktion beendet wurde und es keinen großen neuen Nachfrage gibt, das eben Sinn macht aus ökonomischen Gesichtspunkten. Außerdem ist es wohl so, dass der Einfluss vom Iran auf diesen Markt nur sehr klein ist, also wirklich nur marginal und sich dabei beim Iran eher um Gaswerke handelt, wo man zwar auch im zweiten Schritt eine Dampfturbine braucht, aber nicht in dem Maße wie bei Kohlekraftwerken. Und auch wenn es sich um Kohlekraftwerke handeln würde, bedarf es da auch keine Finanzierung mehr, weil es gibt nämlich keine Exportfinanzierung mehr für Kohlekraftwerke. Aufgrund der hohen Emissionen haben sich die Banken darauf geeinigt, die nicht mehr zu finanzieren. Und deswegen spricht auch wieder, warum nicht mehr für diesen deutschen Standort, sondern das könnte man alles in den USA machen. Daher spricht vieles dafür, einfach das Werk also aus ökonomischen Gründen in den USA zu verlegen, unabhängig von irgendeinem Iran-Deal. Und die Tatsache, dass es jetzt doch in Deutschland bleibt, wird wohl eher der Einfluss der Politik sein, dass die sehr bemüht ist, die Arbeitsplätze in den neuen Bundesländern zu erhalten und dass es da wahrscheinlich eine Absprache gab zwischen den Führungen. Und dass der Iran da wohl eher keine Rolle spielt, denn auch aus Deutschland würde man auch nicht in den Iran liefern, von Siemens aus, weil man sich sonst das amerikanische Geschäft kaputt machen würde. Und außerdem würde auch, wenn der Iran-Deal jetzt wieder von Amerika gekündigt wurde, wie es jetzt auch passiert ist, das hätte wohl nicht dazu geführt, dass die Arbeitsplätze in den USA dadurch verloren gehen, weil der Markt, wie gesagt, im Iran da nicht so einen großen Einfluss hat auf die Arbeitsplätze, auf die Arbeitsplätze in den USA. Ja, so viel dazu. Das war jetzt auch unser relativ langer Kommentar. Ich hoffe, niemand ist eingeschlafen und zwar ein bisschen informativ. Und ich konnte so ein bisschen die Argumente für die Verschwörungstheorie widerlegen. Ja, bis dann. Tschüss. Hallo, liebe Aufwachenhörer. Ich bin Dennis und ich schreibe witzigerweise gerade meine BA-Arbeit über das neue Buch von Herfried Münkler. Genauer gesagt jedenfalls über den politiktheoretischen Teil seiner Arbeit. Auf den ihr ja in Hinblick auf seine Beratertätigkeit zu sprechen gekommen seid. Und ich dachte, vielleicht gibt es da ja noch ein paar Interessierte, die etwas mehr über Münkler und sein Buch bzw. seine Thesen wissen wollen. Vorweg muss man dazu vielleicht kurz darauf hinweisen, dass Herfried Münkler eben Politikwissenschaftler ist. Er mag durch seine ideengeschichtliche Spezialisierung zwar durchaus über stupendes Wissen der Geschichte verfügen, aber im geschichtswissenschaftlichen Diskurs scheint er nicht allzu tief drin zu stecken. Er behauptet beispielsweise, dass seit nahezu 100 Jahren, glaube ich, keine große Gesamtdarstellung mehr zum 30-jährigen Krieg veröffentlicht worden sei, obwohl Peter Wilson erst vor 10 Jahren ungefähr
das Standardwerk zum 30-jährigen Krieg geschrieben hat. Außerdem zeichnet sich bei Münkler auch so eine Tendenz dazu ab, Bücher zu großen Jubiläen zu schreiben. Also sein letztes großes Buch ist 2013 veröffentlicht worden und gegenüber den Ersten Weltkrieg, war ein Jahr vor dem 100. Jubiläum des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. Das an sich muss ja noch nichts heißen, könnte aber unter Umständen darauf hindeuten, dass die Bücher auch im Hinblick auf mögliche Verkaufszahlen publiziert werden. Aber darauf wollte ich ja eigentlich gar nicht eingehen. Münkler stellt den Anspruch an sich, eine politikwissenschaftliche Arbeit schreiben zu wollen und fügt daher seiner doch ziemlich umfangreichen Gesamtdarstellung eben noch ein letztes Kapitel an, das unter dem Titel Der 30-jährige Krieg als Analysefolie gegenwärtiger und zukünftiger Kriege versucht, Strukturanalogien zwischen den neuen Kriegen, wie er sie nennt, und dem 30-jährigen Krieg zu ziehen, aufbauend auf diesem Argument, dass mit dem Westfälischen Frieden, der ja eigentlich aus zwei auch räumlich getrennt vorhandenen Friedensverträgen besteht, in Münster und Osnabrück, ein in der Politikwissenschaft sogenanntes Westphalian System aus Territorialstaaten mit innerer und äußerer Souveränität geschaffen worden sei und die Staaten sich dort eben auf Augenhöhe begegnen würden und der Krieg sei dadurch auch eingehegt worden, weil nun eben Staatsarmeen und nicht mehr Söldnerheere einen Krieg gegeneinander führen würden und auch die Kriegserklärung sei damit jetzt in Bahnen gelenkt worden. Es gäbe jetzt eben eine offizielle Kriegserklärung und auch einen offiziellen Friedensschluss, anders als bei den großen Reichen damals, wo alles irgendwie so, irgendwann fing halt Krieg an und irgendwann hörte Krieg auf, gab es jetzt eben Krieg und Frieden, Tertium non datur. Naja, jedenfalls ist eben sein Argument, dass eben jenes System, dieses Westphalian System, welches im 30-jährigen Krieg eben noch nicht existiert hatte, heute so auch nicht mehr existiert. Und daher wäre ein Vergleich eben zulässig. Er schreibt, Zitat, hier zeigt sich ein weiterer Vorteil der historisch vergleichenden Methode. Sie fördert nicht nur Ähnlichkeiten, sondern ebenso Unterschiede zutage und zeigt, dass es im 17. Jahrhundert Wege zu einem Frieden gegeben hat, die heute nicht mehr zu beschreiten sind. Auch aus solchen Unterschieden und nicht nur aus Ähnlichkeiten lässt sich für den Umgang mit den Herausforderungen der Gegenwart lernen. In der Geschichtswissenschaft ist, wie das ja auch bei euren SWR-Clips durchgeklungen ist, der Anspruch aus Geschichte lernen zu wollen verpönt, eben weil Geschichte das Aufeinanderfolgen von Ereignissen ist und Ereignisse sind per Definition einfach sich ereignend, sie passieren einfach und sie sind nur sehr, sehr selten erwartbar und daher kann man auf noch so viele vergangene Ereignisse schauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man zukünftige Ereignisse treffsicher vorhersagen kann, erhöht sich dadurch einfach nicht. Und auch die Strukturanalogien, die Münkler eben in diesem Kapitel zwischen damals und heute behauptet, sind teilweise sehr wischiwaschi. Also die Unübersichtlichkeit von Bündnissen oder unterschiedliche Intensität von Feindschaft beispielsweise. Naja, das ist erstens sehr unscharf. Also was soll das überhaupt bedeuten? Und zweitens, naja, das bringen halt große Kriege auch irgendwie so mit sich. Wo es dann aber interessant wird, ist die Rolle von Religion und die Auswirkungen, die Interventionen von externen Akteuren haben können. Also ganz grob runtergebrochen. Ja, damals hat Frankreich eben unter Richelieu die ganze Zeit den Krieg irgendwie finanziert, bevor sie dann 1635 irgendwie selbst in den Krieg eingetreten sind und haben ihn damit irgendwie so am Kochen gehalten. Und auch heute finanzieren ja irgendwie, was weiß ich, Iran und Saudi-Arabien den Krieg oder die Kriege. Und darum kochen diesen Kriege halt auch immer weiter und erlöschen nicht. Naja, das mag jetzt zwar irgendwie so sein, aber was durch diese Erkenntnis jetzt dann genau gewonnen ist, das steht auch irgendwie dahin. Und warum man für diese Erkenntnis unbedingt einen Vergleich mit dem 400 Jahre vergangenen 30-jährigen Krieg ziehen muss, ist auch nicht so ganz klar. Außerdem sind die Rahmenbedingungen, die sich in den 400 Jahren geändert haben, eben so immens unterschiedlich. Man kann in einem tollen Buch von Frau Barbara Rittberger-Stoll des Kaisers alte Kleider nachlesen, dass in der damaligen Ständegesellschaft das Zusammenleben eben davon abhing, wer zuerst durch die Tür ging oder wie viele Adlige und Statthalter auf welcher Position in einem Einladungsbrief zu Feierlichkeiten genannt wurden oder wer welche Insignien trug, während heute halt irgendwie Facebook und Tinder die Gesellschaft predigen. Und da sind halt einfach Unterschiede, die man nicht ganz so einfach einebnen kann.
Und daher so meine Grundthese, bei Vergleichen über so lange Zeit hinweg muss man a priori so viel Abstraktionsarbeit leisten, dass der Vergleich dann im Nachhinein gar nicht konkrete, handhabbare Ergebnisse zeitigen kann. Von daher vielleicht auch die durchaus berechtigte Sorge davor, dass bei solchen Beratertätigkeiten von Münkler, ich sag mal, normativ unerwünschte Ergebnisse herauskommen. Aber vielleicht, das weiß man ja auch nicht, ist Münkler in so einem Vier-Augen-Gespräch oder was weiß ich halt, jedenfalls dann, wo er die Auflage nicht im Kopf hat, auch ein bisschen zurückhaltender mit dem, was er äußert. Ja, hallo, hier ist der Tobias aus München und ich möchte einen Kommentar zum Interview von Annette Dittert abgeben. Sie hat im Interview sich auch zu der Kindergelderhöhung in Polen geäußert und war so gemischter, hatte so gemischte Gefühle, weil sie sagte, ja, das könnte dazu führen, dass weniger Frauen in die Arbeit gehen und dann die wirtschaftliche Produktivität darunter leidet. Und im Ergebnis würde ich ihr da vollkommen recht geben. Und ich hatte aber trotzdem totale Bauchschmerzen, als sie das gesagt hat. Ja, und ich möchte das mal ein bisschen erklären, ja, vielleicht auch aus einer konservativeren Sicht. Also aus meiner, für mich gibt es zwei Sphären, ja. Das eine ist die wirtschaftliche Sphäre, wo es darum geht, Geld zu verdienen, produktiv zu sein, das Sozialprodukt sollte wachsen. Also im Endeffekt geht es ums Geld. Und dann gibt es die soziale Sphäre, wo man Kinder erzogen werden, wo man Alte pflegt, vielleicht noch Ehrenämter wahrnimmt und wo Geld keine Rolle spielt. Und aus meiner Sagung ist, dass diese zwei Sphären irgendwie im Gleichgewicht gehalten werden sollten. Ja, das wäre gesund. Aber in der Aussage von Annette Dittert ist halt so ein ganz klarer normativer Ansatz enthalten. Und zwar normativ in dem Sinn, dass die wirtschaftliche Sphäre die eigentlich wichtige Sphäre ist. Ja, die Frauen sollen arbeiten gehen, sie sollen wirtschaftlich produktiv sein. Und wenn sie das geschafft haben, ja, dann kann man sich auch noch so um Kinder kümmern und so. Aber erstmal soll die Wirtschaft laufen. Ich habe mal gegoogelt. Und die Bevölkerungsrate in Polen ist 1,39, also die durchschnittliche polnische Frau bekommt 1,39 Kinder. Ja, das ist nicht besonders viel. Und ich könnte mir vorstellen, das ist meine subjektive Meinung, dass es nicht daran liegt, dass es keinen stärkeren Kinderwunsch gibt, sondern dass es einen hohen ökonomischen Stress gibt, ja, nicht nur in Polen, sondern das kann man verallgemeinern. Und sich die jungen Menschen nicht mehr zutrauen, Kinder zu bekommen, ja, weil sie befristete Verträge haben, niedriges Einkommen, erstmal 10 Jahre studieren und dann irgendwie als Praktikant irgendwo arbeiten. Und das ist halt eine andere Situation als in der Vergangenheit. Vor 30, 40 Jahren und noch länger zurück gab es Gesetze, die Frauen davon abgehalten haben zu arbeiten. Es gab soziale Normen, die sie davon abgehalten haben. Und da war das eben eine progressive, befreiende Politik, wenn man sich dafür eingesetzt hat, dass mehr Frauen arbeiten. Aber inzwischen haben wir 2018 und man müsste die Dinge umdrehen, ja. Also man müsste progressiv aus meiner Sicht ist heute Menschen aus dieser ökonomischen Angst und aus dieser Zwangslage zu befreien, damit sie sich für Familien entscheiden können, damit sie die Sicherheit haben, um den Schritt zu wagen. Und das die polnische Kindergelderhöhung, die geht ja genau in diese Richtung. Es ist im Grunde aus meiner Sicht eine progressive Politik, ja. Anstatt um die Wirtschaftssphäre zu tanzen wie um das goldene Kalb, ja, diese soziale Sphäre eben zu stärken, ist natürlich, wahrscheinlich ist es so, dass die polnische Regierung da eine andere Motivation hat als ich. Die macht das vielleicht aus völkischer Ideologie. Aber ich würde es gerne sehen, wenn linke Kräfte sich für sowas einsetzen. Weil wenn die Linken das nicht machen werden, dann ist es natürlich eine offene Tür, eine offene Flanke für die Rechten, für Sympathien zu werben und Wahlen zu gewinnen. Und in Polen scheint das ja schon zu sein und das gefällt mir nicht und das gefällt mit Sicherheit ja auch nicht Annette Dittert. Aber da muss man halt auch seine eigene Position überdenken und wirklich wenn man zu einer befreienden Reformideen kommen. Genau, das war, was ich sagen wollte. Hallo Stefan, hallo Thilo, hallo Aufwachen, Gemeinde quasi. Mein Audiokommentar jetzt nach knapp drei Vierteln von 296 ist vielleicht gar nicht mal so konstruktiv, deswegen kann ich es auch verstehen, wenn ihr den vielleicht nicht spielt, aber ich, also nach jetzt 2,5 Stunden, dieses Heute-Journal-Gewäsch kann man sich einfach nur aufregen.
Ich muss einfach immer daran denken, also meine Mutter ist, würde ich sagen, auch eine Oma Erna, aber bei weitem nicht blöd. Aber sie guckt halt das Heute-Journal und die letzten Jahre und so eine Sendung wie, oder die Sendungen, die ihr jetzt porträtiert habt, ist ja wirklich, also, Entschuldigung, ich muss mich da aufregen. Das führt so zu einem Einlullen von Leuten, die eigentlich sich schon Gedanken machen könnten oder auch Dinge reflektieren könnten. Aber wenn sie jeden Tag immer nur hören, ja, Trump ist bescheuert und verrückt und ist nur durch Betrug an die Macht gekommen, Putin ist ein Diktator und will ma ist machtgeil, Erdogan, Diktator, Kim Jong-un. Man kann ja mit allen weitermachen und es geht auch in Deutschland so weiter. Horst Seehofer, Heimatminister, Söder, ja, mit Kreuz und alles. Das sind natürlich alles Punkte, die man machen kann, aber wenn man immer dabei bleibt, dann ist das Fazit am Ende immer, zum Glück haben wir Merkel. Und ich erinnere mich an genügend Gespräche im letzten halben Jahr mit meiner Mutter, die eigentlich aus dem linken Milieu kommt und sagt, ja, ach, bei den ganzen Verrückten in der Welt, die wir jetzt gerade haben, das ist ja wirklich besonders jetzt auch, da kann man wirklich froh sein, dass wir die Merkel haben. Und finde ich schon gut, dass sie es nochmal macht. Und eigentlich wünsche ich mir, dass sie auch weitermacht. Und ich finde, wenn das das Resultat ist aus der Berichterstattung des Heute-Journals, müsste man sich fragen, ob man nicht beim Heute-Journal durchgängig einfach einen Hinweis einblenden müsste. Achtung, das ist Wahlwerbung, nicht unbedingt für die CDU, aber für Angela Merkel. Weil das ist das Resultat, dass Menschen, die eigentlich eine vernünftige linke Politik haben wollen und Verbesserungen des Sozialstaates und alles gerne hätten, dann denken, ah, es ist schon gut, dass wir unsere konservative Regierung mit der Angela Merkel haben, weil die ganzen Verrückten, man weiß ja nicht, was passiert. Ja, ist jetzt nicht konstruktiv, ich weiß, aber musste ich einfach loswerden. Mich regt es dermaßen auf. Großen Respekt, dass ihr euch das alles so angeguckt habt, ohne mal so richtig laut zu werden. Ja, macht weiter.